Diese Institution steht für eine interdisziplinäre oder auch transdisziplinäre Forschung. Das ist nicht ganz so klar, was das Inter und das Trans eigentlich sein soll und wie sich das eine zu dem anderen verhält. Das muss ich zugeben. Aber auch das mag ja ein Experiment sein. Jedenfalls passt es sehr gut zu dem ganzen Charakter dieses Hauses, nun Experimente eben auch transdisziplinär anzugehen. Experimente sind ein Klassiker der Wissenschaftstheorie und dort sind sie häufig und in Tiefe verhandelt worden, vor allen Dingen also in der Philosophie, der theoretischen. Hierbei kommen Experimente in einem bestimmten Kontext vor, im Zusammenhang mit Hypothesen, mit dem Problem der Falsifikation bzw. Verifikation, mit der Heraufkunft und der Explikation von Modellen oder Theorien, wenn man das dann unterscheiden möchte, und mit dem Abgleich von Daten. Es gibt aber natürlich auch Gedankenexperimente, das liegt der Philosophie dann näher und geht dann weg von den Einzelwissenschaften und hier ist der Zusammenhang ein ganz anderer. Entweder ein argumentationstheoretischer, sodass dann Experimente einen ganz anderen Status haben, nämlich zwischen Argument und einem Beispiel oder einem Gegenbeispiel. Auch Gedankenexperimente werden im Folgenden eine Rolle spielen. All das ist schon gemacht worden, aber dass das Experiment sozusagen in einem ganz transdisziplinären Umfeld zum Thema wird, das ist doch eher selten, also lassen wir uns auf dieses Experiment zu den Experimenten hoffentlich ein. Punkt 2, Begriffliches. Bekanntlich hat der erste deutsche Kanzler Konrad Adenauer davor gewarnt, sich auf Experimente einzulassen, keine Experimente. Das heißt, wer so einen Ruf in die Welt trägt, geht von der Ambivalenz und eher der negativ gefärbten Ambivalenz von Experimenten aus. Sie scheitern häufig, das ist ein Gestus der Wahrheit, man weiß nicht so richtig, worauf man sich da einlässt. Es ist eine Reaktion auf Nichtwissen oder noch fehlendes Wissen, es ist ein Gestus des Risikos, lassen wir es mal darauf ankommen. Genau das kann aber auch positiv gewendet werden, dann würden die Experimente zu den akademischen Tugenden, wenn es denn so etwas gibt, und ich glaube, dass es sowas tatsächlich gibt, zu den akademischen Tugenden gehören, wie Entdeckerfreude, Offenheit und einen undogmatischen Gestus. Aber ich will das auch nicht idealisieren, jedenfalls das wäre die Gegenbesetzung zu Adenauer. Zum Begrifflichen, im Titel ist ja nicht von Experiment die Rede, sondern von Experimentieren. Das heißt von einer Verlaufsform, von einer Praktik. Und Praktiken sind Praktiken deshalb, nicht nur, aber unter anderem, weil sie implizite oder explizite, das heißt explizierbare Regeln haben. Wenn wir also das Experimentieren als eine regelgeleitete Praktik charakterisieren, fragt sich natürlich sofort, was sind dann die Regeln? Oder ist das eine falsch gestellte Frage, dass wir überhaupt irgendwelche Regeln haben, die wir allgemein überhaupt definieren könnten? Die geben den Fall, dass wir sozusagen ganz unterschiedliche Kontexte haben, in denen Experimente vorkommen. Zunächst sieht es mal wie folgt aus. Wir haben ein Anliegen oder eine Annahme oder eine Hypothese. Und das Experiment scheint die Bestätigung oder die Widerlegung eben dieser Annahme zu sein. Dabei muss das Experiment eine bestimmte Standards erfüllen, wie es dann immer so schön heißt. Es muss methodisch geregelt sein und es muss reproduzierbar sein. Kleine Fußnote dazu, wir hatten in der vorangehenden Fellow-Periode das Grundthema an diesem Haus, Reproduzierbarkeit, hat eine Rolle gespielt. Jetzt wird zu etwas anderem geforscht, was damit weniger zu tun hat. Jedenfalls sollen Experimente reproduzierbar sein. Das heißt, sie müssen die Ergebnisse reproduzieren können in einem bestimmten Varianzbereich. Nicht Idealität, aber eine bestimmte geregelte Varianz muss möglich sein. Sie müssen ihre Variablen überschaubar halten, möglichst konstant, außer natürlich die Betreffenden. Und wenn Sie Experimente in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel mit Tieren durchführen oder vielleicht sogar mit Menschen, müssen Sie bestimmte ethische Standards erfüllen. Die Nachbarbegriffe zum Experiment sind zahlreich. Dazu zählen Test, Prüfung oder Überprüfung oder möglicherweise auch der Versuch. Und die Aufgaben des Experimentes sind auch jeweils nach Kontext abhängig vielfältig. Experimente begründen. Häufig widerlegen sie, ich glaube, das ist die wesentliche Aufgabe von Experimenten, dass sie Dinge widerlegen. Und manchmal schaffen sie es zu präzisieren oder eine fruchtbare Unordnung zu schaffen. Sie sehen also, dass Experimente nichts anderes sind, oder jedenfalls dem Begriff nach, als ein Covering-Term für sehr, sehr unterschiedliche Praktiken.
Jenseits von irgendeinem Essentialismus des Experiments kann man nur sagen, man muss das alles in Bereiche, verschiedene Mittel und verschiedene Ziele aufgliedern und aufreihen. In den Naturwissenschaften spielen die Experimente eine hervorragende Rolle und viele würden sagen, das Experiment ist der Inbegriff überhaupt von naturwissenschaftlicher Forschung, was auch immer denn ein Inbegriff denn sein soll. Jedenfalls so etwas, was sagt, dass wenn man das Experiment wegnimmt, die ganze Praxis einer naturwissenschaftlichen Forschung wegfallen würde. Ob das so ist, lasse ich dahingestellt sein, das ist jedenfalls eine These, die man vertreten kann. In den Sozialwissenschaften oder auch in der Ökonomie, und auch die wird dann im Verlauf dieser Workshop-Reihe zu Worte kommen, sieht es ganz anders aus. Diese Wissenschaften kann man sich viel leichter vorstellen, ohne irgendwelche Experimente. Und noch restriktiver muss man sein, wenn man in die Geisteswissenschaften guckt. Wenn man eine generale Charakterisierung der Geisteswissenschaften haben wollte, würde ich vorschlagen, dass sie Interpretationswissenschaften sind. Sie sind nicht Hypothesen geleitet, jedenfalls meistens nicht. Es muss nichts bestätigt und auch nichts falsifiziert werden, sondern diese Wissenschaften haben damit zu tun, gute und, um es sehr salopp zu sagen, coole Interpretationen für irgendetwas zu geben. Das gilt für die Philosophie und auch für die Theologie, das sind meine beiden Fächer, aber es gilt auch für alle Sprachwissenschaften, sofern man sie nicht linguistisch versteht. Und in diesem Bereich haben wir es dann mit einer ganz anderen Form von Experimenten zu tun, mit den genannten Gedankenexperimenten. Hier ist der Status wiederum ein vollkommen anderer, keine Hypothesen, nicht einmal notwendigerweise eine Bestätigung von irgendetwas, sondern wenn man so etwas nimmt wie das bekannte Trolley-Beispiel, also denken Sie also an die Weiche, die jemand stellen muss, einer kommt dadurch um durch den Zug, aber fünf Leute werden gerettet, also ein moralisches Dilemma. Wenn man das als ein Experiment nehmen würde oder als ein Gedankenexperiment, dann ist das Experiment eher näher an dem, was man als ein Beispiel vielleicht nennen würde, beziehungsweise als eine elaborierte Form, etwas zu veranschaulichen, philosophisch. Aber es gibt natürlich auch andere, sehr bekannte Gedankenexperimente in der Philosophie. Vielleicht kennen Sie das chinesische Zimmer, das geht also auf John Searle zurück. Dort soll eine bestimmte These widerlegt werden, nämlich dass Computer all die Dinge machen können, die Menschen machen können. Und das hat was mit dem Unterschied zwischen Syntax und Semantik zu tun. Computer könnten semantisch funktionieren, aber würden nicht verstehen, was sie da gerade machen. Also sie hätten keine, sozusagen, keine semantische Qualifikation oder Kapazität. Hier ist ein Gedankenexperiment dazu da, eine bestimmte These zu widerlegen. Und dann haben wir natürlich einen ganz anderen Kontext von Experimenten, den alltäglichen, möglicherweise auch den politischen, wie wir gerade gehört haben, keine Experimente, Adenauer, oder eben auch die metaphorische Bedeutung, dass das ganze Leben ein Experiment sein soll und wir sozusagen die Experimentatoren mit uns selber und denjenigen sind, von denen wir umgeben sind. Zwei weitere Punkte will ich nennen, die sozusagen in der Philosophie des Experiments eine große Rolle spielen, aber immer sozusagen mit dem Blick auf die Einzelwissenschaften. Der erste Punkt, Punkt 3, die Verhältnisbestimmung, das ist wahrscheinlich das prominenteste Thema in der Wissenschaftstheorie überhaupt, und denke ich auch wichtig für die konkrete Praxis des Experimentierens, das Verhältnis zwischen Hypothese und Experiment. In seinem Buch Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften, das ist also eine sehr lockere Übersetzung des englischen Originals Representing and Intervening von Ian Hacking, ist das Buch also, wie der englische Titel nahelegt, in zwei Teile geteilt, nämlich Representation und Intervention. Der zweite Teil, also Intervention, dessen erstes Kapitel ist Experiments. Das heißt also, hier steckt schon eine These, die man aus dem Literaturverzeichnis oder aus dem Inhaltsverzeichnis einfach schon rauslesen kann. Hacking meint, dass Experimente nicht repräsentieren, sondern dass sie in das Register des Eingreifens, der Intervention gehören. Er meint, wir sollten zurück zu Francis Bacon, da wäre die Experimentiertätigkeit wahrgenommen in ihrem Eigenleben oder in ihrer Eigendynamik. Und er spielt dann zwei unterschiedliche Typen gegeneinander aus, nämlich den Theoretiker und den Experimentator. Und er hat seine Sympathien relativ klar verteilt, nämlich für den Experimentator, nämlich denjenigen oder diejenige, die tatsächlich etwas macht und sozusagen in der Praxis Experimente durchführt. Während der Theoretiker, der oder die in der Wissenschaftstheorie die Prominenz genießt und sozusagen die Vorreiterstellung eigentlich hat, so vorgeht, dass erstmal eine klar definierte Hypothese aufgestellt wird und dann sind Experimente nichts anderes als die Bestätigung oder Widerlegung eben dieser These. Und er meint nun, also der Experimentator könnte sozusagen dieses Bild ein bisschen durcheinander bringen und viel näher beschreiben an dem, was konkret in der wissenschaftlichen Forschung durchgeführt wird, nämlich nicht so ordentlich vorzugehen, wie eine klare Hypothese zu haben, dann nur noch bestätigen oder widerlegen zu müssen. Das Ganze läuft also auf die sehr unglückliche, aber wenigstens heuristisch vielleicht
hilfreiche Alternative hinaus. Was kommt zuerst? Die Theorie und die Hypothese einerseits oder das Experiment, die experimentelle Bestätigung oder Widerlegung andererseits? Wir werden dann sicher sehen, dass die Sachen nicht so einfach sind, aber es ist eine Alternative, die zunächst einmal in dieser Extremform vielleicht hilfreich ist, womit wir es hier, mit welchem Spektrum es wir hier zu tun haben. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, ist das, was man sozusagen das Verhältnis von Experiment zu einem wissenschaftlichen Realismus nennen könnte. Ich hatte gesagt, das Buch von Ian Hacking, also einem der führenden Wissenschaftstheoretiker mit physikalischem Hintergrund, heißt Representing and Intervening, und er hat also das Experiment zur Intervention zu geordnet. Das heißt also, das ist eine Andeutung dessen, dass er sozusagen mit wissenschaftlichem Realismus wenig zu tun hat. Es geht nicht um Repräsentation eines vorfindlichen Faktes, der dann entdeckt wird, auch eine erstorbene Metapher, entdecken, die Cover, sondern um Machen, Eingreifen, Intervention, möglicherweise sogar Kreation. Und diesen von Hacking aufgeworfenen oder zugespielten Ball hat dann der Wissenschaftshistoriker und Forscher Hans-Jörg Reinberger aufgenommen in seinem wichtigen Buch Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Und Hans-Jörg wird auch hier noch seinen Auftritt haben im Juni. Er hört also selber mit zur Veranstaltung. Er meint, Experimentalsysteme sind die eigentliche Arbeitseinheit der Wissenschaftsforschung. Und sie verknüpfen das, was er Wissenschafts- oder Wissensobjekt nennt, mit den technischen Bedingungen. Das heißt also den konkreten Apparaturen, mit denen Experimente durchgeführt werden. Und Wissensobjekte sind die Dinge, die man herausfinden möchte durch diese Apparatur. Experimentalsysteme sind also hybride Formen, die aus beiden Elementen bestehen. Und damit wendet er sich gegen den Verifikationismus von Popper, der meint oder auf den zurückgeht, dieses relativ simple Bild, Experimente wären nichts anderes als Testverfahren für Hypothesen, Bestätigung oder Falsifikation. Reinberger hält es sehr viel mehr mit, und jetzt kommt der Name, der hier für das Zentrum ja wichtig ist, mit Ludwig Fleck, nämlich er betont den Werkstattcharakter von Experimenten und hat vor allen Dingen, weil Hans-Jörg Reinbergers Hintergrund nicht nur ein philosophischer, sondern auch ein biologischer ist, vor allen Dingen Beispiele aus der Biomedizin und biomedizinischen Forschung. Wir haben es also nicht mit Einzelexperimenten zu tun, das wäre sinnlos, die sich einzeln anzugucken, sondern wir müssten uns ganze Experimentalanordnungen angucken, damit wir sozusagen hier überhaupt etwas Fundiertes sagen können. Genauso wie man die Bedeutung eines Wortes nicht sozusagen isoliert betrachtet, sondern Worte im Kontext sich anguckt, in Sätzen, in Passagen, in Texten. Texte haben selber wieder Kontexte. Die kleinste Einheit der Forschung wären diese Experimentalsysteme. Weiter könnte man das nicht reduzieren, und damit hätte es die Forschung zur Forschung, also die Wissenschaftstheorie, zu tun. Er unterteilt also epistemische Dinge und technische Dinge, die Dinge, die man wissen möchte und herausfinden möchte, oder Wissensformen oder Gegenstände, wie er sagt, und die technischen Dinge, mit denen man das tut. Und die Übergänge sind kontextabhängig, das eine Ding kann in das andere übergehen und umgekehrt. Er spricht auch von einer Phänomenotechnik. Sie findet die Gegenstände nicht einfach vor, das wäre der wissenschaftliche Realismus, sondern sie muss die Bedingungen erst schaffen, unter denen sie zum Vorschein kommt. Sie lernt aus dem, was sie konstruiert. Das ist ein relativ starker Konstruktivismus, der hier mit den Experimenten oder mit der experimentellen Praktik verbunden wird. Und die Frage ist, ob sich das durchhalten lässt. Das Ganze hört sich relativ philologisch an, ist aber vollkommen unphilologisch, weil man den Schlachtruf der Philologen nimmt, zurück zu den Sachen. Gibt es aber gar nicht, man kann nirgendwo zurückkehren, diese Sachen gibt es nicht, ohne dass man da eingreift. Die Pointe, damit will ich nun auch endlich schließen, dieses kleine Warming-up, ist also offenbar eine dreiteilige bei Reinberger. Erstens, Experimente sind also eine Zutat eines wissenschaftlichen Nicht- oder Antirealismus. Die Dinge da draußen gibt es nicht, unabhängig davon, dass experimentiert wird. Das wäre der epistemische Aspekt, das ist eine weitreichende These. Wir werden sehen, ob sich die halten lässt. Die zweite Form, die ich da sehe, sind, dass Experimente eben immer als ein Teil einer größeren Ordnung dessen, was Reinberger Experimentalsysteme nennt, anzuschauen sind. Und das wäre die kleinste Einheit. Es ist wenig Sinn, ein einzelnes Experiment sich anzuschauen, wissenschaftstheoretisch. Das ist der kontextuelle Aspekt. Und der dritte Aspekt ist der, der zurückgeht auf die als unglücklich charakterisierte alternative Theorie oder Experiment. Was kommt zuerst? Nämlich das Oszillieren oder das Flimmern zwischen Hypothesengeleitetheit einerseits und einer überaus verzweigten Praxis des Experimentierens andererseits. Das könnte man den methodischen Aspekt nennen.
Was wir hier machen, ist also ein Experiment zu den Experimenten, in dem nun hier ganz unterschiedliche Leute zu Wort kommen. Eine Literaturwissenschaftlerin, ein Physiker, ein Chemiker und dann Michael Hampe ist noch nicht da, aber er wird bald kommen. Und auch heute die Lehren der Philosophie und das Volk bringen, nämlich ein Philosoph. Das heißt, wenn das jetzt ein Experiment ist, was wir gerade machen, müsste alles zutreffen über das, was wir jetzt hier machen, mit Blick auf das, was ich gerade über Experimente gesagt habe. Wenn es richtig ist, dass Experimente also eine Hypothese haben, wo auch immer die dann in dieser Versuchsanordnung stehen, dann will ich die Hypothese aufstellen, dass das ein gutes Symposium wird. Legen wir also los. Wir beginnen mit einem ersten Vortrag von insgesamt vier. Das Programm haben Sie, liegt auch vorne aus, ja, vor sich. Ich freue mich ganz besonders, dass Dr. Gunther Berg aus Halle-Wittenberg hier ist. Nach einem Studium der neueren deutschen Literatur- und Sprachwissenschaften und Kunstgeschichte, eben dort in Halle-Wittenberg und in Wien, hat sie eine ganze Reihe von Positionen inne gehabt. Ich will nur zwei nennen, nämlich sie war Universitätsassistentin bis vor kurzem, wenn ich das richtig sehe, in Innsbruck und ist jetzt nun wieder in Halle-Wittenberg. Und sie hat, und so bin ich überhaupt auf sie auch aufmerksam geworden, war sie tätig als Leiterin des DFG-Projektes Versuch und Experiment und beides in Anführungsstrichen. Also entweder ging es um eine Andeutung oder über die reinen Begriffe, wir werden sehen. Konzepte des Experimentierens zwischen Naturwissenschaft und Literatur 1700 bis 1960. Das war ein großes und lange anhaltendes Projekt 2011 bis 2017. Und nun ist sie also wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Von den zahlreichen Publikationen will ich nur zwei nennen, nämlich einerseits die 2006 erschienene Monographie erzählte Menschenkenntnis, moralische Erzählungen und Verhaltensschriften der deutschsprachigen Spätaufklärung in Tübingen erschienen. Und dann ein Band, der in Print ist und bei meiner in Kürze herauskommen wird, nämlich ein Themenheft im Archiv für Begriffsgeschichte. Nächstes Jahr, glaube ich, kommt das raus und das hat den schönen Titel Metaphorologien der Exploration und Dynamik 1800 und 1900, also in der Zeit angesiedelt historische Wissenschaftsmetaphern und die Möglichkeiten ihrer Historiografie. Ich muss mir fast eine Sonderbrille jetzt zulegen hier. Und wir werden jetzt einen Vortrag hören. Entweder machen Sie es von dort einfach. Der Sonne werden wir das. Ja. Oder eben von dort, nämlich mit dem schönen Titel, was eigentlich meint Experimentieren, auch das Wort in Anführungsstrichen, Experiment als Methode, Praktik, Metapher, Kampfruf. Schön, dass Sie hier sind. Sie haben das Wort. Ja, willkommen zurück zu dem zweiten von insgesamt vier Vorträgen. Wenn das ein Fußballspiel wäre, wären wir jetzt ungefähr in Minute 25. Unser nächster Gast und Beitragender ist Tilman Esslinger. Er ist Professor für Physik am Institut für Quantenelektronik hier an der ETH Zürich und leitet dort eine Quantum Optics Group, wenn ich das richtig verstehe. Und auch seine Forschungsinteressen sind sozusagen um dieses Quantenthema herum produziert, Quantum Simulation, Quantum Gases and Optical Lattices, das sind Peter, habe ich. Und nach Stationen in Garching, dort im Max-Planck-Institut und in München ist er seit 2001 hier Professor in Zürich. Ich freue mich sehr, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Und wir hören jetzt einen Beitrag mit dem Titel Experimente mit synthetischen Quantensystemen. Du hast das Wort. Okay. Vielen Dank. Ja, das freut mich hier, das Sache, ne? Die macht so verschiedene spannende Dinge durch. An der ETH. Dann hatte ich eine Berufungskommission für Architekten geleitet, natürlich auch völlig andere Denkweise, als wir Physiker gewohnt sind. Gut, Experimente mit synthetischen Quantensystemen, womit ich jedoch anfangen will, die kommen noch vor, alles was genannt wird, alles in allen Details, nein, wird nicht in allen Details. Aber womit ich anfangen wollte, ist, ich dachte, schauen wir uns drei Experimente an, die meiner Ansicht nach verschieden sind in ihrer Natur. Aber sind alles relativ prominente Experimente, zunächst etwas historischer und dann etwas neueres Experiment. Das erste Experiment, mit dem ich anfangen möchte, ist die Messung des Landshifts in Wasserstoff. Das ist ein Experiment in den
Frage ist, da ist ja so ein typisches spektroskopisches Experiment. Also die Frage ist, man hat Wasserstoff und fragt sich nun, was sind die Energieniveaus dieses Wasserstoffs? Also welche Energieniveaus hat, mit welchen Frequenzen strahlt der Wasserstoff? Versteht man dieses ganz einfache System eines Protons und eines Elektrons? Und dieses Experiment hier, hier ist ein kleiner Ofen mit Wasserstoffatomen, die fliegen dann hier durch, werden hier angeregt und hier kann man nochmal zwischen zwei Zuständen, einen Zustand, einen anderen Zustand des Atoms befördern und hier kann man nachweisen, sind die in dem einen oder in dem anderen Zustand. Und das Ergebnis dieses Experimentes sind dann solche Kurven hier gegen das Magnetfeld aufgetragen und das Überraschende in dem Experiment ist, dass bestimmte Energieniveaus anders lagen, als man erwartet hatte von der Dirac-Gleichung. So. Man hatte das Bohrsche Atommodell, erinnern Sie sich sicherlich, und dann die relativistische Erweiterung des Dirac-Modells und dann dieses Experiment hat nun gezeigt, dass dieses Energieniveau hier nicht entartet ist. Man wusste, dass es eigentlich zwei Niveaus sind, aber dass diese Entartung, dass die aufgehoben ist, man hier eine Aufspaltung hat. Und diese Messung hatte große Folgen für die Physik und hat wesentlich zur Entwicklung und Weiterentwicklung der Quantenelektrodynamik beigetragen. Das heißt, und das hat eine Entwicklung für ein sehr fundamentales Verständnis dessen, wie eigentlich die Teilchen sich verhalten. Also um es vielleicht in den Worten von Freeman Dyson, einer derjenigen, die Quantenelektrodynamik wesentlich mitgestaltet haben, er sagte hier, those years when the land shift was the central theme of physics were golden years for all the physicists of my generation. You were the first to see that this tiny shift, so elusive and hard to measure, would clarify our thinking about particles and fields. So, also ein sehr tiefes Verständnis und in der Tat ist es so, dass die ganze Präzisionsmessungen bei Wasserstoff weitergemacht werden. Irgendwie leben die immer von der Hoffnung, dass man ein ähnliches Ergebnis kriegt, dass man eine Aufspaltung, die man nicht erwartet, und damit eigentlich doch das Gebäude der Physik ganz wesentlich anstößt. Also im Grunde könnte man so sagen, der Hamiltonian, also die Gleichung, die das System beschreibt, die Dirac-Gleichung hat man festgestellt, die genügt nicht und man muss Korrekturen dazu fügen. Das zweite Beispiel, das ich bringen möchte, ist die Entdeckung der Supraleitung. Zunächst mal, der erste Schritt war, dass man überhaupt flüssiges Helium erzeugen konnte. Das ist uns gelungen 1908 in Leiden. Und er hatte dann ein paar Jahre später, ich glaube das war 1911, konnte er dann beobachten, hatte eine kleine Probe in dieses flüssige Helium hineingetan und hat feststellen können, wenn er das immer weiter diese Quecksilberprobe abkühlt, dass irgendwann der Widerstand, der hier aufgetragen ist, dass der bei unterhalb einer bestimmten Temperatur, dass dieses System keinen elektrischen Widerstand mehr zeigt. Und das war ganz entgegen der Erwartung und Vorstellung, den Modellen, die man hatte. Und sicherlich auch ein ganz großer Durchbruch in der Physik, aber von anderer Natur, weil es ist nicht so, dass man jetzt vergessene Terme im Hamilton hatte, sondern die Frage
Frage war, wie kann so ein Phänomen entstehen? War die Frage, und die ist durchaus eine harte Frage, wenn man sich jetzt so anschaut, Sanskrit, das war das vielleicht die härtere Frage sogar, weil erst 1957, also es war 1911, dann 1957, fast 50 Jahre später über die BCS-Theorie konnte eine gute Theorie dafür gefunden werden. Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass diese BCS-Theorie, das ist eigentlich ein phänomenologischer Hemmel, also eine phänomenologische Gleichung, die beschreibt die Supraleitung. Ich kriege dieses Phänomen, wenn ich ein fermionisches Elektronensystem habe und bestimmte Wechselwirkungen zwischen den Elektronen annehme, dann kann ich sehen, dass ich einen Zustand bekomme, der ähnlich, der eben einen reibungsfreien Transport erlaubt. Also es ist wirklich zu unterscheiden hier zwischen dieser ersten Situation, wo ich das Gebäude der Physik eigentlich in Frage stelle, zu einem, dass ich das Gebäude der Physik noch nicht verstehe, noch gar nicht weiß, was kommt heraus. Als drittes Beispiel möchte ich die Bose-Einstein-Kondensation, die in einem bestimmten Zusammenhang natürlich auch hat zu der BCS-Theorie. Sie ist aber früher entstanden, die Vorstellung, dass das geben könnte. Einstein hat da einen wesentlichen Beitrag geleistet, aufgrund einer Arbeit von Bose, aber soweit ich verstehe, war der wesentliche Gedanke von Einstein, dass wenn ich ein Gas unter eine bestimmte Temperatur kühle, dass ich dann einen ganz besonderen Zustand, einen Phasenübergang passieren sollte, zu einem sogenannten Bose-Einstein-Kondensat. Und dieses theoretische Phänomen existierte leider, hatte aber nicht unmittelbare Anwendung. Das ist interessanterweise in Leiden, also dort, wo dieses BCS, wo die Helium experimentiert wurde, dort war Einstein wohl Gastprofessor und das ist sein Originalmanuskript. Es ist nicht so lange her, dass man es gefunden hat. So, nun, da diese Bose-Einstein-Kondensation ein bisschen mich dichter heranbringt dann an die synthetischen Quantensysteme, wo ich behaupten möchte, dass die Art und Weise, wie man vorgeht, wieder etwas anders ist, möchte ich ein bisschen näher bringen, was diese Bose-Einstein-Kondensation ist. Wenn wir hier in dem Raum sind, dann sind natürlich die ganzen Teilchen, die bewegen sich alle mit hoher Geschwindigkeit, mehreren hundert Meter pro Sekunde umeinander und stoßen. Und man kann sich natürlich fragen, ja, was passiert, wenn wir so ein Gas abkühlen? Wenn wir das Gas abkühlen, das Wesentliche, was passiert, ist dann, dass diese Teilchen langsamer werden. Die fliegen immer noch umeinander und stoßen. Wenn ich aber sehr, sehr weit abkühle, dann muss man sich doch ein bisschen genauer Gedanken machen, dann muss man sich über die Quantenphysik Gedanken machen, und zwar in zwei Arten und Weisen. Eine Art und Weise ist, dass wir an die Heisenbergsche Unschärferelation denken müssen, dass wenn wir die Geschwindigkeit eines Teilchens sehr genau wissen, dann können wir die Position nicht mehr genau. Heisenbergsche Unschärferelation, wenn wir sehr weit abkühlen, das heißt sehr langsam sind die Teilchen, dann können sie in der Position nicht scharf sein. Allerdings würden auch diese Wellenpakete, könnte man sich immer noch so vorstellen, dass die eben umeinander schwirren und ab und zu zusammenstoßen. Was macht so ein Gas dann, und was war dann die Erkenntnis von Einstein?
da muss man sich im Klaren sein, überhaupt erstmal über die Natur eigentlich von Atomen, die ja doch sehr verschieden ist von anderen Dingen, also jegliches biologisches System. Zum Beispiel, wenn ich ein Maus in Amerika zu einer Maus hier in Zürich, wenn ich die beide in einen kleinen Käfig tue und dann später gucke, werde ich immer wissen, welches die Maus aus Amerika ist und welches die Maus. Das ist natürlich bei Atomen anders. An Rubidium-Atom oder was das in Amerika ist, ist nicht zu unterscheiden von einem, das hier in Zürich ist. Und wenn ich die zusammenbringe, alle oder so, und dann diese wieder auseinandernehme, kann ich in Schwierigkeiten kommen. Welches war das in Zürich und welches war das von Amerika? Es ist sogar so, ich kann das gar nicht sagen. Das ist im Prinzip nicht zu unterscheiden. Natürlich, wenn ich die jetzt in einem separaten Raum hätte, dann könnte ich immer sagen, das war ja immer an diesem Ort und das war immer an diesem Ort. Wenn ich die aber zusammenbringe, dann kann ich das nicht mehr entscheiden. Und genau wenn diese Komplikation auftritt, dann wird ein kaltes Gas zu einem Quantengas. Also wenn die Ununterscheidbarkeit eine Rolle spielt. Und das tritt dann auf, wenn diese Teilchen so dicht nebeneinander sind, das heißt, wenn ich höhere Dichten habe oder diese Wellenpakete größer werden, sodass die beginnen zu überlappen. Dann in diesem Überlappungsbereich kann man sich intuitiv vorstellen, da ist dann nicht mehr klar, ist es das Atom aus Amerika oder das aus der Schweiz. Und die Vorhersage ist eben einfach aufgrund der Statistik für ununterscheidbare Teilchen, ist die Vorhersage dann von Einstein gewesen, dass unterhalb einer kritischen Temperatur sich die Atome alle sammeln in einem Zustand, dass die alle in den Grundzustand des Systems gehen, alle in den Zustand, in einen Zustand, der Impuls 0 hat, also Geschwindigkeit 0, kann man sich vorstellen wie eine ausgedehnte Welle. Und in diesem Zustand habe ich plötzlich einen makroskopischen Anteil der Teilchen, also einen ordentlichen Anteil der Gesamtteilchenzahl wird sich in diesem Zustand befinden. Und je kälter ich das mache, desto mehr Teilchen gehen alle in diese eine Wellenfunktion hinein. Dies war allerdings einfach eine Vorhersage, die Einstein aufgrund dieser Statistik, die von dem Paper von Bose, der auf diese Statistik hingewiesen hat, zu dieser Schlussfolgerung ist Einstein gekommen, und es war ein reines Gedankenmodell, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man Teilchen so weit abkühlen kann, und dann irgendwann mal hat man gedacht, ach, vielleicht könnte das doch nützlich sein. Ja, vielleicht, bevor diese Nützlichkeit kam, war auch noch die Fragestellung dann, ob dieser BCS-Zustand und der Zustand des Bose-Kondensats, wie die miteinander zusammenhängen, natürlich die Theorie gemacht haben und gesagt, hat nichts damit zu tun. Andere haben gesagt, doch, es ist das Gleiche. In der Tat kann man das eine ins andere überführen. Das wurde auch später dann gezeigt. Die Frage dieses Bose-Kondensats tauchte dann in den 70ern oder sowas, tauchte das auf im Zusammenhang damit, ob man damit Raketentreibstoff, also sehr effizient speichern können. Also man hat auch festgestellt, dass der einzige Atom, mit dem das Funktionieren im Prinzip nur funktionieren kann, ist Wasserstoff. Alle anderen würden einen gebundenen Zustand bieten und dann einen Festkörper. Ich meine, wenn ich normalerweise etwas abkühle und dann wird es flüssig und dann fest. Allerdings bei Wasserstoff ist es so, dass bei spinpolarisiertem Wasserstoff, dass es den gebundenen Zustand nicht
gibt. Und das hat man gedacht, ja, mit Wasserstoff könnte man so einen Zustand erzeugen. Und dann, wenn ich natürlich ganz viel Atome in den gleichen Zustand bringen kann, kann ich hohe Dichten erreichen und dann kann ich mit den Raketen weit hinaus und so weiter. Also das war so grob die Überlegungen. Man hat irgendwann auch festgestellt, dass flüssiges Helium sollte ein solches Bose-Einstein-Kondensat sein oder Ähnlichkeiten damit haben, aber das ist ein stark wechselwirkendes System, hier ist ein schwächer wechselwirkendes System. Man hat dann auch versucht, lange Jahre mit Wasserstoff zu experimentieren und zu gucken, ob man so ein Bose-Einstein-Kondensat erreichen kann. Allerdings es gab auch noch eine parallele Entwicklung und das ist die Entwicklung, wie ich vorhin genannt hatte, das, die Fragestellung, kann ich bei Atomen genauer, durch genaue Messung, durch Präzisionsmessung, kann ich da die Fundamente der Physik ein bisschen schütteln dran. Und da ist die Frage, ich kann genauer messen, wenn ich lange schaue. Kann man sich vorstellen, also bei einer Uhr, lange gucke, dann kann ich genau die Frequenz dieser Uhr feststellen. Das heißt, um meine Systeme genau anzuschauen zu müssen, dann muss ich die kühlen. Und da kam in den 70er Jahren die Idee der Laserkühlung und um diese Atome zu kühlen, lang anschauen zu können und eigentlich tolle Spektroskopie zu machen. Diese Laserkühlung, war ich spektakulär erfolgreich, weil man innerhalb von ein paar Sekunden ein Gas auf ein paar Mikrokelvin kühlen kann. Also sehr, sehr schnell und mit einfachen Mitteln, einfach mit ein paar Laserstrahlen, die spüren eine Reibungskraft, die Atome in diesen Laserstrahlen kann ich das abkühlen. Dann hat man ja damit dann Atomuhren und so weiter machen können. Dann gab es sozusagen eigentlich diese zwei Communities. Es gab diese Community der Wasserstoff, die versuchten, mehr oder weniger waren das zwei oder drei Gruppen, die versuchten bei Wasserstoff ein Bose-Einstein-Kondensat zu machen. Dann gab es die Laserkühler, die eigentlich von Bose-Einstein-Kondensation keine Ahnung hatten. Es wurde immer gesagt, den Laserkühlerleuten, ja, das geht nur mit Wasserstoff. Ich habe es im Wesentlichen geglaubt. Allerdings in den USA gab es einen Richard, der hatte dann ausgerechnet, dass man könnte vielleicht diesen Zustand der Bose-Einstein-Kondensation erzeugen in einer metastabilen. Und dann kann man alle Alkali-Atome zum Beispiel nehmen. Das heißt, mit einer metastabilen Form in dem Sinne, dass dieser Zustand kürzer lebt, also ich halt nur die Zeitdauer habe, solange der noch keine Rekombination habe in Moleküle. Und er hat dann abgeschätzt, ach, das können ja ein paar Sekunden sein. Und das, ein paar Sekunden kann ich fast alles. Und in der Tat ist es dann gelungen, durch weitere Kühlmethoden, Laserkühlung allein geht nicht, dass man einfach die Atome, diese lasergekühlten Atome in eine magnetische Falle geladen hat, das heißt, die Atome sind in der magnetischen Falle, werden gehalten von magnetischen Kräften, das Ganze ist Vakuum, also durch das Vakuum sind die Atome isoliert. In dieser Falle sitzen die Atome und dann entfernt man die heißen Atome, energiereichen und lässt es wieder thermalisieren. Also fast wie eine Kühlung, wie bei der Kaffee, der Kälte, wo dann einfach die energiereichen Teile verschwinden. Und das war in der Tat eine Methode, wo man zu viel, viel niedrigeren Temperaturen und noch höheren Dichten gekommen ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wie kann ich überhaupt so etwas dann messen? Wie kann ich messen eine Temperatur von 100 Nanokelvin? Das kann ich nicht messen, indem ich der Trick ist folgendermaßen, man
diese Atome in dieser Magnetfalle sitzen und dann schaltet man die Falle aus und lässt das Gas expandieren. Ein heißes Gas expandiert natürlich viel schneller als ein sehr kaltes Gas. Und dann lässt man es expandieren und dann scheint man Laserstrahl, so ein Strahl wie diese, auf die Atome und und schaut sich den Schattenwurf an auf einer Kamera. Und dann hat man die Verteilung. Und was Eric Cornell und sein Team gesehen haben, das war 1995, in ihrem Experiment, es sah etwa so aus, wenn sie bei 500 Nanokelvin waren. Das heißt, hier hat man ein bisschen dichtere Verteilung, hier hat man so eine runde Wolke. Etwas energiereicher Atom. Wenn man jetzt weiter herunterkühlt, dann sieht man, wie sich hier so ein Kern ausbildet, und der dann bei 100 Nanokelvin, der diese Form hat. Zwischendrin hat es gewissermaßen eine bimodale Geschwindigkeitsverteilung. Und daraus schlussfolgern die in ihrer Paper Evidence for Bose-Einstein-Kondensation. Muss ein bisschen klar sein, dass das schon auch etwas Wagemut dürfte, schlussfolgern, dass das jetzt ein Bose-Einstein-Kondensation ist. Die hatten gute Argumente, aber die waren noch nicht ganz scharf. Wesentlich dann dazu beigetragen hat dann noch das Experiment von Wolfgang Ketterle, der dann zeigen konnte, diese zwei, wenn ich zwei solche Kondensate habe, die verhalten sich tatsächlich wie makroskopische Wellen und zeigen, alle Atome sind in diesem wellenartigen Zustand und zeigen Interferenzphänomene. So, das waren hier diese Interferenzstreifen, die er beobachtet hat. Und damit konnte man dann auch erwarten, dass dieser Zustand hier, es ist so ein Zustand, der wie Laserlicht zu normalem Licht. Laserlicht sind die auch alle in einer Welle, die Photonen. Und entsprechend konnte man dann auch Dinge zeigen, wie zum Beispiel Atomlaser. Wenn man das in die Perspektive setzt zu den Experimenten vorher, dann würde man hier sagen, okay, es gab eine Vorhersage, die man eben nicht so sehr geglaubt hat, dass das unbedingt machbar ist, aber es konnte dann tatsächlich gezeigt werden, also irgendwo in eine Bestätigung einer These. Nun kann man sich aber auch fragen, ja was, warum habe ich dieses Experiment rausgenommen? Meiner Ansicht nach hat es hier einen Unterschied, dieses Experiment beispielsweise zu dem Experiment der Superfluidität. Denn in diesem System ist völlig klar, was meine Gleichung ist, die dieses System beschreibt. Also was der Hamiltonian ist. Es ist sehr simpel, es sind die bosonischen Atome, die ich in einem äußeren Potential habe, die miteinander stoßen, und zwar nur über sogenannte S-Welle, mit einem Parameter, den ich habe für die Stöße. Das heißt, meine Gleichung beschreibt das komplette System. Es beschreibt nicht nur ein Phänomen, wie bei der Supraleitung, sondern es beschreibt das komplette System. Und das möchte ich illustrieren an anderen Beispielen, die diese hohe Kontrolle über so etwas unkontrollierbar scheinendes wie ein Gas, weitertreiben und das, die ich eben synthetische Quantensysteme nennen möchte. Ein Beispiel das sogenannte Fermi-Hubbard-Hamiltonian, das Fermi-Hubbard-Modell, also die theoretischen Physiker, die setzen sich am Morgen hin und schreiben, überlegen sich irgendein Modell, ein mathematisches, das könnte vielleicht irgendetwas beschreiben. Und eins der sehr erfolgreichen Modelle ist eben dieses Fermi-Hubbard-Modell. Das
entworfen worden, um Festkörper, die elektronischen Eigenschaften in Festkörpern zu beschreiben. Und zwar hat man, also im Festkörper hat man ja ein periodisches Potential meistens und darin bewegen sich Elektronen. Und die erste Annahme ist, man lässt alle Phononen weg, also Schwingungen von den Atomen, die ignoriert man. Die zweite Annahme ist, dass alle Elektronen sich in einem Band befinden, alle relevanten Elektronen, das heißt, man hat eine sogenannte Single Band Situation. Das kann man sich vorstellen, wie wenn die Teilchen dann nur von Gitterplatz zu Gitterplatz hüpfen können und dass sie nur eine Kontaktwechselwirkung haben. Nur wenn sie auf dem gleichen Gitterplatz sind, können sie miteinander stoßen. Also man kann sich das ganz einfach vorstellen, dieses Modell. Ich habe hier, das sei ein Elektron, oder wir sehen nachher, das könnte auch ein Atom sein. Und das ist in einem periodischen Potenzial, das ich als Gitter beschreiben kann, und dann können diese Teilchen hopfen. Also wie auf einem Schachbrett. Grüne und rote Steinchen und die darf ich, meine Regeln sind, ich darf hüpfen von einem zum nächsten Platz. Und das Zweite, was ich noch machen darf, ist, dass die rote und grüne dürfen gemeinsam auf einen zweiten Platz und dann kostet es aber Energie, das ist dieser Term. Das heißt, es kostet bestimmte Energie, weil die sich ein bisschen abstoßen, das ist höherer Energiezustand. Wohingegen zwei Grüne dürfen nicht auf dem gleichen Platz, aufgrund von Pauli-Prinzip. Das ist eigentlich der gesamte Hamiltonian. Sehr simpel. Das möglichst so hüpfende Teilchen. Gut, das ist quantenmechanisch, aber das ist eigentlich schon der wesentliche Punkt. Und dieses Modell, da kann man, also das ist das Bernie-Hubbard-Modell, und bei halber Füllung, das heißt, wenn ich die Mittel, ein Atom auf dem Gitterplatz habe, kann man das Phasendiagramm ausrechnen, das ist hier gezeigt, als Funktion zum Beispiel der Abstoßung, wie viel Energie es kostet, wenn zwei auf einem Platz sind, und als Funktion der Temperatur, da habe ich einen leitenden Zustand, mod isoliert und sogenannten antiferromagnetischen Zustand. Vielleicht ganz kurz erkläre ich diese Zustände. Der metallische Zustand, da habe ich Dichtefluktuationen, da sind ab und zu zwei auf einem Platz. Und dann habe ich auch Leere, sodass die Teilchen sich bewegen können. Man kann sich vorstellen, die Elektronen. Dann gibt es den mod-isolierenden Zustand. Da habe ich sehr starke repulsive Wechselwirkungen. Und dann das System, ich habe nicht genügend thermische Energie, dass ich zwei Atome auf einen Platz bringe. Dann sehe ich, hier habe ich gar keine Lücken. Dann kann sich nichts bewegen. Und ich sollte eigentlich keine Leitung haben. Das nennt sich Mod-Isolator, das ist etwas, was man auch im Festkörper sieht. Dann hat das Modell, das sehr nette an diesem Modell an, dann gibt es noch den Antiferromagneten, das war dieser Zustand unten bei niedrigeren Temperaturen, der ist so, dass ich, wenn ich sehr niedrige Temperaturen habe, dann zeigt sich, dass die Atome am liebsten in so einen Zustand gehen, wo ich abwechselnd ein rotes und ein grünes habe. Die spannende Frage bei dem Modell ist allerdings, was passiert, wenn ich nicht genau halbe Füllung habe, wenn ab und zu mal ein Teilchen fehlt. Und dieses Modell kann man nicht mehr berechnen. Und es gibt hier so Thesen, dass das wahrscheinlich so irgendwie aussehen sollte, dieses Phasendiagramm. So Strange Metal, dann hat man so ein Fermi-Liquid, hier hatte man noch so ein Crossover, keine scharfen Phasenübergänge. Und hier sagt man, hier sollte es einen anderen supraleitenden Zustand geben. Einen D-Wellen-Supraleiter, einen exotischen Supraleiter. Es führte, also dieses Modell wird von vielen wurde das benutzt, um eben diese Hochtemperatur-Supraleitung, die man ja in Rüschlikon 1986 entdeckt hat, um das zu beschreiben. Allerdings
bildete sich da dann gewissermaßen ein Glaubenskrieg, der bis heute noch andauert, das ist noch da, weil man dieses ganz simple Modell nicht berechnen kann. Man weiß nicht, wie dieses Maßendiagramm aussieht. Nun ist es so, dass mit den Atomen kann man solche Modelle nun bauen. Man kann die Modelle bauen. Für dieses Beispiel ist es relativ simpel. Ich nehme statt eines bosonischen Gases, nehme ich ein fermionisches Gas, das heißt halbzahligen Spin. Ich produziere ein System, wo ich eben sowas wie rote und grüne Atome, also zwei interne Zustände verwenden kann, die Spin ab, Spin down bei Elektronen. Und lade das System in ein sogenanntes optisches Gitter, das kam in den einführenden Worten vor. Das ist einfach, man nimmt einen Laserstrahl, reflektiert den an einem Spiegel, dann kriege ich ein periodisches Potenzial, dann kriege ich eine Stehwelle. Die Atome spüren dann durch Lichtkräfte, spüren die konservatives, also kein heizendes, sondern einfach ein Potenzial, das diese Wellennatur, diese Periodizität hat. Und wenn ich das in drei Dimensionen mache, einfach drei senkrecht zueinander stehende Laserstrahlen, dann kriege ich eine Gitterstruktur. Und dann sieht man schon, auf diese Weise kann man dieses Schachbrett aufbauen. Die Atome, man lädt diese Atome in dieses Lichtgitter hinein und dort, die kann man in den niedrigsten Energieband reinladen, sodass effektiv kann man sich wieder vorstellen, dass die Atome können jetzt hüpfen von diesem Gitterplatz zum nächsten oder können dort tunneln. Und man die Atome, wenn zwei Atome auf dem gleichen Platz sind, dann durch Stoßwechselwirkung haben die ein sehr wohl definiertes U, das war einer der Parameter in dem Modell, den man auch noch einstellen kann. Den kann man einstellen über sogenannte Feshbach-Resonanz, aber da geht man zu weit. Aber man kann diesen Hamilton bauen und weiß, das ist genau dieser Hamilton-Operator. Man kann dann auch zeigen, zum Beispiel, dass man so einen Mod-isolierenden und metallischen Zustand sehen kann. Man kann da ganz viel zeigen, aber ich möchte nicht in Details gehen. Aber man kann sich es auch angucken in dem Experiment, so sieht das dann aus. Also wenn ich an Hamilton, an diesen Hubbard-Hamilton denke, denke ich an dieses System. Es ist ganz viel Optik, man sieht hier aber, ein bisschen sieht man hier, hier so eine Linie, wo eine der Stehwellen ist, hier ist eine andere Linie, wo Stehwellen, die Atome sind in diesem Kasten dann drin und im Zentrum dieses Kastens und hier ist diese. Dann hat man hier verschiedene Kameras, wo man dieses System anschauen kann. Ja, da kann man noch reingucken und dann vielleicht die Dimensionen kann man sich auch vorstellen, das ist ganz nett. Das sind etwa 100.000 Teilchen und der Abstand zwischen zwei Sites sind 500 Nanometer. Nur, dass man so ein bisschen die Vorstellung hat. Also, ja, das Ganze ist so ein paar 10, 20 Mikrometer große Wolke in diesem Lichtwellenpotenzial. Und man kann dann in der Tat zum Beispiel magnetische Ordnung sehen, also diesen AFM-Zustand kann man sehen. Hier die neuesten Messungen also im System. Einer, er konnte hier einzeln die Atome sehen, also das sind jetzt einzelne Atome auf Gitterpunkten und man sieht hier, dann sind immer leere, das sind also diese grünen, die roten und grünen Teilchen. Entweder sehen sie auf dem Gitterplatz oder ist das andere Teil. Die Frage, ob das tatsächlich supraleiten wird oder nicht, das ist noch immer bei tieferen Temperaturen, ist man noch nicht da, werden wir in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich dann feststellen. Es fiel auch allgemeines Interesse, ja. Wir hatten gesehen, als wir die eine dieses produziert haben, da haben wir plötzlich gesehen, hier bei Huffington Post, most popular articles, da waren wir auf Platz 3, weird quantum effects observed for the first time. Geschlagen von, Rihanna Attacks on Twitter. Es war aber überhaupt kein reißerischer Pressrelease. Ich
glaube, es lag einfach nur an diesem Bild. Dass irgendwie die Leute haben gedacht, was ist das wohl? Dieses Bild zeigt eben quantenmechanische Korrelationen und mein Student, der hat sich überlegt, ja, wie mache ich das? Wie kann ich Singlet und Triplet vergleichen? Da hat er diese glitzernden Wolken und ich glaube, das war der Grund, warum da so viele Leute da drauf geklickt haben. Man kann sich da fragen, aber okay, ist das ein Modell, das man bauen kann? Aber das ist nicht so. Man kann viele Modelle bauen. Man fühlt sich wie ein Modellbauer. Man kann zum Beispiel Graphen, das hat ja auch ist recht bekannt geworden, ein solches Graphengitter kann man bauen. Man kann dort dann diese Dirac-Punkte, diese spezielle Eigenschaft des Graphengitters, die kann man erzeugen oder wegnehmen. Man kann auch Dinge bauen, wo es kein Analogon gibt in der Natur. Also beispielsweise basierend auf einem Graphengitter hatte Haldane in den Ende der 80er Jahren vorgeschlagen, da könnte man ja, das ist ja ein Theoretiker, ich brauche ja nur eine Kopplung, eine komplexwertige Kopplung zwischen diesen Gitterplätzen, die roten Pfeilen verknüpft sind, dann habe ich einen Quanten-Hall-Effekt, das ist ein wichtiger Effekt in der Physik, der bei Magnetfeldern auftritt, dann habe ich diesen Quanten-Hall-Effekt ohne Magnetfeld. Aber natürlich war völlig unklar, wie man diese komplexwertige Tunnel, wie man das, in welchem Material das vorkommen soll oder wie man das bauen können sollte. Nun ist es so, aber dass man in den Atomen und dass man, wenn ich jetzt dieses Gitter in einer geeigneten Weise schüttel, sodass es rotiert, dann kann ich genau solches komplexwertiges Tunneln erzeugen. Das heißt, man kann Systeme bauen, die es gar nicht gibt in der Natur und man kann dann nachweisen, ja hier sieht man das Tunneln, das rotiert ein bisschen und man kann nachweisen, in bestimmter Weise, dass tatsächlich die Eigenschaften vorhergesagt wurden. Und man kann sich fragen, ja, ist das wie ein Schweizer Messer, wo man alles fast machen kann? Dann könnte man irgendeinen zufälligen Begriff nehmen, den es so in der Physik gibt. Man kann zum Beispiel den Begriff der Supersolidität, das ist auch was, wo lange gesucht wurde. Das ist die Frage, wenn ich was abkühle, dann wird es ja ein Festkörper. Ich habe Ihnen aber vorhin dann auch noch gesagt, wenn ich es abkühle, dann wird das System ein Bose-Einstein-Kondensator. Dann wird es dieser komische Zustand mit der Kohärenz. Und die Physiker haben sich natürlich gefragt, gibt es auch was, was beides ist? Ich kühle es ab, es ist immer noch ein periodisch strukturiertes System und gleichzeitig kohärent. Und das ist die sogenannte Supersolidität und lange Jahre haben die Leute versucht, Helium, das nachzuweisen, da gab es Vorschläge, wie man das machen könnte in flüssigem Helium, sind aber gescheitert bislang, weil es extrem schwierig ist und manche Leute sagen, im Helium gibt es das auch nicht. Mit den kalten Atomen ist es aber viel einfacher, also hier sieht man so wie so einen Zustand, wie man sich das vorstellen soll. Mit den kalten Atomen kann man wiederum dieses Konzept realisieren, in dem Fall mit zusätzlichen Cavities, ich möchte jetzt nicht genau darauf angehen, wie wir es realisiert haben, aber in der Tat kann man charakteristische Eigenschaften dieses Supersolid-Systems und daher frage ich mich eben ein bisschen, was bedeutet es oder was wird es bedeuten, dass man sich jetzt diese Gleichungen zusammenbauen kann. Und zwar in einer anderen Weise als mein Gefühl nach Materialwissenschaftler können auch ihre Systeme zusammenbauen. Aber oftmals nicht in der präzisen Form, dass ich genau meinen Hamilton hinschreiben kann. Hier kann man sich Systeme bauen, fast Lego-artig. Ich kann irgendwelche Wechselwirkungen, ich kann zum Beispiel ganz langreichweitige Wechselwirkungen einsetzen, das sehen Sie. Irgendwelche Potenziale mehr erzeugen
und kann dort immer komplexere Systeme, Quantensysteme bauen, nicht wie mechanische Systeme, klar, komplexe Uhren kann ich bauen, aber hier kann ich in der Quantenmechanik bauen. Das ist sozusagen der reflektierte Titel des synthetischen Quantensysteme. Und zusammenfassend möchte ich hier nochmal diese ganz fundamentalen Fragestellungen, also da, wo ich wirklich die Quantenphysik ändern, nochmals feststellen, die haben wir noch nicht verstanden. Und es gibt aber eben dann die anderen Bereiche, wo wir in der Tat schon wissen, was im Grunde die Gleichungen oder aus welchem Topf von Gleichungen ich schöpfen muss, aber eben phänomenologisch aufbauen. Dann natürlich ja die Vorhersagen und Bestätigung dieser Theorien, aber in diesem Falle hat es auch zu sehr viel Neuem geführt, weil man feststellen konnte, man kann fast Gleichungen zusammenbauen in realen Systemen. Was für Eigenschaften die bringen werden, werden wir sehen. Gut, möchte mich bedanken. Ja, gut, vielen Dank. Ja, wir haben noch reichlich Zeit, ins Gespräch zu kommen, auch über diesen Vortrag. Wer möchte mit Ihnen? Ich habe drauf gelassen. Ja, ich habe eine spezielle Frage, das ist eher mehr physikalisch. Weiß man, ob es sozusagen eine kritisch notwendige Zahl von Atomen gibt, damit man in die Phasenübergänge bekommt? Oder gibt es kritisch großes Volumen? Ja, also man ist natürlich bei kleineren Zahlen, also 10.000, aber typischerweise ist das Verhalten schon ab 100. 200 kann man es nicht mehr unterscheiden von ganz großen Systemen. Wo man Schwierigkeiten hat oder was relativ herausfordernd immer sind kritische Exponenten in diesen Systemen aus eben auch Gründen der kleineren Zahlen. Ja, weil das erinnert eben an dieses ganze Problem im Nanobereich. Wie lange ist es noch molekular? Wie lange matters one atom? One atom matters. Und nachher, wenn ich Silizium habe, ist es völlig egal, wie viele Atome ich habe. Ja, dann ist es immer Silizium. Ja. Also man kann aber diese Systeme natürlich immer kleiner machen und genau das sich anschauen. Mhm. Also man kann mit 100 Atomen experimentieren oder man kann mit 100.000 oder Millionen studieren, was die Korrektur ist, wenn ich zu kleineren Teilchen gehe, Zahlen gehe. Das ist eben eine spannende Frage, ob sozusagen die kollektiven Eigenschaften einrasten, ob man doch mit einer Art Emergenz rechnen muss, wo immer die herkommt. Ja, wenn die hart einrasten und der Übergang eben nicht kontinuiert ist, dann ist das ein Fundamentalproblem. Aber da ist natürlich dieses theoretische Konzept des spontanen Symmetriebruchs ist halt ein theoretisches Konzept. Auch schon, eigentlich ist ja auch schon der Theorie ist ein bisschen ein mieses Konzept. Ich tue erstmal etwas dazu addieren im Hamilton und nehme es dann wieder weg. Ist meinem Gefühl nach ein sehr theoretisches Konstrukt. Sehr nützlich ist, aber eben nur im Idealfall da ist. Und wenn man sich wirklich fragt, wie würde ich ein Experiment machen zu einem spontanen Symmetriebruch, dann würde ich dann doch wieder bei den Atomen enden. Aber auch da ist es, den nachzuweisen, dass er wirklich spontan ist, ist irre schwierig. Überzeugendes Experiment. Aber wir können nachher in der Pause die Vorstellung, wie das aussehen könnte. Ja, es gibt da eigentlich gute Voraussetzungen zu, aber es ist schwierig zu realisieren. Ich habe nochmal auch ein paar Fragen, die das vielleicht zurückbinden an diese generelleren, weitestens im wissenschaftstheoretischen Phase. Sie haben ja nur drei, oder du hast ja drei Beispiele jetzt genannt, die aufeinander aufbauen. Was würdest du sagen, was da eigentlich konkret gemacht wird? Also ein paar Sachen hast du ja gesagt. Manchmal handelt es sich um Confirmation,
Ja? Das hieß ja, dass man tatsächlich sozusagen relativ harte Annahmen haben muss und die werden dann gezielt, wäre schon mal eine Frage, dann bestätigt. Das erste Beispiel, was du genannt hast, das hört sich eher so an wie eine Korrektur von Aber mit einer wahnsinnigen Bedeutung, weil die ganze Standardmodell, basiert eigentlich darauf, dass man diese... Ja. Also ich meinte gar nicht, dass das jetzt weniger wichtig wäre. Bedeutungsabstufung ist schon so, dass die obersten zwei, das oberste vielleicht die tiefste, fundamentalste Bedeutung, das zweite aber doch auch überhaupt nicht zu unterschätzen. Ja. Also das ist schon richtig, die Leute ein bisschen... Dass das schon unterschiedliche Sachen sind, die da im Experiment gemacht werden, oder? Also es ist nicht, das eine ist sozusagen Korrektur, das andere ist, ich meine das nicht mit einer Wertung oder so, sondern dass der Status vom Experiment unterschiedlich ist. Ja, es ist unterschiedlich, weil ich in dem ersten Fall ist von der Natur her eine Präzisionsmessung und da kriege ich die Korrekturen. Ich messe immer genauer, bis ich irgendeine Abweichung finde. Es gibt viele EDM-Messungen, also permanentes elektrisches Dipolmoment gibt. Das sind so Messungen, wo man immer genauer guckt und hofft, ja, vielleicht hat man Glück und findet, dass es nicht null ist, was wirklich eine sehr große Entdeckung wäre. Und da muss man immer genauer gucken und schauen, wie mache ich das, dass ich mich nicht selber in die Tasche lüge. Doppelt blinde Experimente gemacht und so weiter. Also dass man der Wissenschaftler gar nicht weiß, also die Ergebnisse vom Computer eigentlich bewusst ein Offset drauf addiert wird, damit man die ganze Systematik, damit man nicht beeinflusst ist, von seiner täglichen Arbeit sozusagen. Der Wert liegt jetzt aber gut, dass man auf den Gedanken gar nicht kommen kann. Wohingegen dann diese Nummer zwei ist tatsächlich dieses Forschen von, ja, ich nehme irgendein Material, guck mal, was passiert. Und ab und zu kann man dann Glück haben, dass wirklich was Spektakuläres passiert. Das ist nicht hypothesengetrieben, oder? Nee, das ist nicht Hypothesen. Man fragt sich halt auch, was passiert wohl, wenn es kalt wird. Und damals war nicht die Hypothese die. Dass man Supraleitung sieht. Dritten, da ist es so, ja, da gibt es doch dieses schöne Schlagwort, warum machen wir nicht was zu diesem Schlagwort und demonstrieren das, weil das ist natürlich dann immer relativ einfach, wenn man sagen kann, ah, man hat das jetzt demonstriert, dann jeder kann damit sofort was anfangen, wunderbar, und der Impact ist sofort groß. Ich habe noch eigentlich ganz viele Verständnisfragen. Zum Beispiel das Gitter, was da erzeugt worden ist, damit dieser ja immerhin im Nanometer, Nanometerbereich Gitterabstand. Wie ist das? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Sie haben gesagt, es wird eine Lichtwelle erzeugt sozusagen dieses Gitter. Hast du das richtig verstanden? Ja, genau, völlig richtig verstanden. Das ist so, dass ich das Atom hat natürlich Energie, verschiedene Energieniveaus. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich das Elektron von dem Positron ein bisschen wegbringe, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das oszillieren kann, das Elektron. Und dann habe ich einen Dipol, einen oszillierenden Dipol. Jetzt kann dieser Dipol, und jetzt das Laserlicht ist natürlich ein oszillierendes elektrisches Feld. Und dieses elektrische Feld und der Dipol, die wechselwirken miteinander. Ein Beispiel ist, ich kann natürlich wenn ich ein inhomogenes, bei einem Magneten kann man sich auch vorstellen, inhomogenes magnetisches Feld und dann wird er angezogen oder abgestoßen. Und in gleicher Weise habe ich jetzt, wenn ich die Intensität dieses Laserstrahls sich ändert räumlich, dann habe ich stärkere, wenn die sich ändert, dann
kann ich entweder einstellen, dass mein Atom, dieser oszillierende Dipol, hingezogen wird zu höherer Intensität oder zu niedriger. Das kann ich beides einstellen, je nachdem, wie die Oszillationsphase, also das sei das Atom, das sei das Laserlicht, je nach Phasenlage dieser Oszillation, das hängt davon ab, ob die resonant miteinander sind oder nicht, also ob ich genau in der Frequenz des Atoms treibe, das ist 90 Grad Phasen verschoben, oder zu niedrig, dann sind sie in Phase oder gegen Phase. Das führt dazu, dass ich dieses Potenzial, periodische Potenzial habe. Und den Wellencharakter der Atome, also als den oszillierenden Dipol ansprechen, nutzen Sie dafür aus? Ja. Erstmal vielen Dank. Und jetzt aber noch eine Frage, das kann jetzt sein, dass es ein bisschen populärwissenschaftlich wird, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dass es jetzt Ihnen auch mit darum geht, in irgendeiner Weise Quantenkohärenz für eine bestimmte Zeit lang aufrechtzuerhalten. Ja. Ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen die Berichte darüber sind, dass auch im lebenden System, was man lange für nicht möglich gehalten hat, beispielsweise in der Photosynthese oder anderem Quantenkohäreszenz tatsächlich aufrechterhalten wird. Wenn das der Fall ist, was ich nicht weiß, aber wenn das der Fall ist, nehmen wir jetzt mal einfach an, als es das der Fall ist, dann müsste man dadurch auch lernen können, was die Natur von der Chemikerin von Haus aus, was für chemische Konstruktionen das ermöglichen. Aber Sie gucken sehr skeptisch. Ja, nee, ich gucke nicht skeptisch. Ich gucke bloß so, dass ich das nicht alles beantworten kann. Wo man im Moment schöne Modelle bauen kann, sind für die Festkörper. Die Fragestellung der Festkörperphysik. Liebend gerne würden wir Modelle bauen, wo wir dichter an die Chemie kommen, um genau diese Fragen beantworten zu können. Aber da sind wir am Nachdenken, wie wir diese Modelle bauen können und dann, inwieweit wir da dann nützliche oder nicht nützliche Antwort, ob die Chemiker das dann nützlich finden, das wissen wir dann nie. Wir wissen auch nicht so genau, ob alle Festkörperphysiker das so nützlich finden. Aber trotzdem diese Fragestellungen, dem würde man sehr gerne nachgehen. Es gibt viele Ähnlichkeiten, aber auch viele sehr unverstandene. Aber jetzt komme ich doch wieder zurück auf die Experimente. Wäre es dann nicht auch schlau, jetzt nochmal zu beobachten? Also wo wird das in der Natur beschrieben? Das muss man natürlich jetzt mal gucken, stimmt es oder stimmt es nicht. Aber was sind das dann tatsächlich für chemische Konstellationen? Ich finde das persönlich als Chemikerin ziemlich aufregend. Chemie ist sowieso schon ziemlich bunt und was alles für Eigenschaften und Funktionalitäten durch die Anordnung von den Mitgliedern des Periodensystems, sagt jetzt mal so, alles ermöglicht werden. Wenn jetzt dazu kommt, dass solche Quantenkohäreszenzprozesse in biologischen Umgebungen, also von der Temperatur her und vom, ermöglicht werden, wie sieht dann die Chemie dazu aus, die das? Ja, aber wie kann ich... Auch von der Beobachtung von Ihnen was zu lernen aus der Natur. Ja, also die Frage ist halt, wie können wir Prozesse... Also der große Vorteil, den wir haben zum Beispiel, sind unsere Prozesse laufen viel langsamer ab, als die in Molekülen. Das heißt, wir können bestimmte Prozesse, können wir quasi in Echtzeit auf einer Millisekundenskala, also die Energieskala ist alles so im Kilohertz-Bereich. Also das ist gegeben durch die Bewegungsenergie, auch die Stoßenergie, ist alles auf der gleichen Zeitskala. Das heißt, wenn man Modellsysteme bauen kann für irgendwelche molekularen Prozesse, die auf dieser viel langsameren Zeitskala ablaufen, dann ja, das wäre super schön. Ja. Aber wir sind am Überlegen. Wir hatten jetzt eine Sache, wo wir denken, wo viele Analogien sein sollten, aber es ist schwierig auch Leute zu finden, die Theorie sowohl in der Chemie als auch in der Festkörperphysik kennen. Gibt es wenige. Aber ja, ich stimme diesen Fragen alle zu. Danke für die Fragen, das hat mich jetzt auch noch stimuliert.
Könnten Sie nicht, ich meine, wenn Sie einfach eine Interferenz machen, um das Gitter zu erzeugen, könnten Sie auch ein Hologramm machen. Also ja. Bilder einschalten und dann die Fourier transformierte. Ja. Und dann könnte man ja an den molekularen Zustand kommen. Ja, also was man macht und was, also man kann mit diesen Projekten, diesen Teilen, die diese Projektoren sind, das sind sogenannte Digital Mirror Devices, wo man große Flächen hat, wo man jeden einzelnen Spiegel, also Pixel einstellen kann, da kann man programmieren, eben Hologramme machen und die kann man projizieren in eine Ebene, und das ist auch was wir machen, aber eben wir fangen halt damit an, wir haben jetzt gerade können wir 5 oder 6 Gitterplätze machen und können uns anschauen, wie die Atome da sind. Aber die andere Frage ist, wie können wir da dann langreichweitige Wechselwirkung machen, die dann gewissermaßen die Positionen der Atome in dem Molekül, dass die selbstkonsistent positioniert werden. Also man würde gerne dazu übergehen, nicht, dass ich alles von außen vorgegeben habe, nur die Elektronen sich bewegen, sondern dass das auch nochmal eine Rückwirkung hat auf die Position. Und da gibt es auch Möglichkeiten, aber ja, müssen wir halt auch als. Theoretisch ist es ja ganz interessant, dass viele derjenigen, die da tätig sind, ich würde sagen, die meisten physikalischen Hintergrund haben. Ne? Die sind ausgebildete Physiker. Ne? Ja. Das hat die Wissenschaftstheorie in gewisser Weise eine bestimmte Richtung gemacht. Oder hier, so viele haben dann etwas anderes gemacht, als der Biologie, also etwas wie Weinlage zum Beispiel. So. Und es ist interessant ist jetzt aber, dass genau diese Leute, wie Kuhn, ja, ist ja auch sicher der bekannteste, der ist auch Physiker, eigentlich alles, also wenn man das Label irgendwie benutzen will, anti- oder nicht realisten sind. Das heißt, sie betreten bestimmte Thesen, wie auch Hacking, was ich vorhin ja eingespielt hatte, dass wenn man mal ein Experiment macht, dann macht man sowas wie Intervention. Ja, ja. So. Ich wäre jetzt ganz froh, dass jetzt hier 2 Leute aus der Praxis sind, um sozusagen so große Theorien, was denn Experimente sind, was denn da passiert, wie sich Hypothesen zu Experimenten verhalten, mal jetzt runtergebrochen wird auf die konkrete Praxis. Sie hatten ja auch einige Beispiele genannt. Also die Frage, die sich aus dem ganzen Präludium ergibt, ist, was halten Sie denn überhaupt von dieser Zuordnung, von diesem recht sperrigen Dual von entweder wir repräsentieren das, ja, oder wir intervenieren. Das ist ja der erste Punkt. Lässt sich das abbilden auf die Beispiele, die Sie uns jetzt hier mitgebracht haben? Ist das alles Anteil Ihrer eigenen Forschung? Und wenn das tatsächlich so ist, wie Hacking das sagt, dass man da interveniert, ja, ist das nicht ein fundamentales Problem? Und wie gehen die Physikerinnen und Physiker damit um? Gibt es da dann das Bemühen, das irgendwie auszuschalten? Oder also der andere Satz zu sagen, ja, man kreiert überhaupt erst die Phänomene, die man im Experiment messen möchte, das ist ja total konstruktivistisch. Weil möglicherweise lässt sich das mit Quanten, gerade mit der Quantenphysik, verbinden. Das sind ja eigentlich die Beispiele, die dann aber genannt werden. Also, wie steht es damit? Ja, gut, ich meine, normalerweise macht man sich nicht so viele Gedanken. Ich habe gelesen, was das Programm ist und mir dann überlegt, was könnte man dazu sagen. War dann natürlich bei deiner Einleitung ganz glücklich, dass eben doch Dinge auftaucht, wo ich dachte, das passen gar nicht so schlecht, diese Beispiele dazu. Aber im Alltag macht man sich da eigentlich, muss ich sagen, wenig Gedanken. Sicherlich, man kann mit dem Messen und Eingriff im Sinne der Quantenphysik kann ich immer wieder den Messprozess in der Quantenphysik anschauen, aber neue Erkenntnisse gibt es da eigentlich nicht seit langem. Man kann viele schöne Experimente gab es zum Entanglement und so, dass man doch dem ein bisschen näher gekommen ist, experimentell, spukhaften Fernwirkungen, besser vorstellen kann. Aber diesen Eingriff oder nicht, man ist da zu sehr, zu dicht in der Sache.
bringen, glaube ich, als dass man diesen Schritt, den tut man sehr selten. Steht es jetzt gerade meine stärksten Befürchtungen, weil deshalb kommen wir ja auch zusammen, deshalb sind jetzt ja alle da, weil nicht von der anderen Seite, von der Wissenschaftstheorie, der könnte man auch den Einwand machen, sie setzt sich nicht den Einzelwissenschaften aus und macht irgendwelche sozusagen Spekulationen, die sich nicht an konkreten Beispielen ausweisen lassen. Das wäre zwar eine unfaire Kritik, weil viel da gemacht wird und sozusagen auf das Feld sich ja auch bewegt hat, ja, möglicherweise war dieser Einwand vor 20 Jahren berechtigt, aber jetzt kann man das nicht sagen. Wie gesagt, die meisten, die im Feld tätig sind, sind ausgebildete Naturwissenschaftler oder haben das extra gemacht, haben nochmal ein weiteres Studium gemacht, also Heinberger wäre zum Beispiel, der hat Philosophie studiert und dann hat er nochmal Biologie studiert, weil er es gesehen hat, ich muss irgendwie eine Einzelwissenschaft mir mal genau angucken und da gibt es tatsächlich diesen Willen. Aber sagt der jetzt auf der anderen Seite gefragt, bestätigt sozusagen das, was zu der anderen Seite immer vorgeworfen wird. Da werden Leute ins Labor geschickt, die machen irgendwelche Experimente, die fragen sich überhaupt gar nicht, was sie da gerade machen. Ja? Und der Einwand scheint ja irgendwie richtig zu sein, weil aus philosophischer Perspektive würde man sagen, also um es jetzt mal hart zu sagen, ist total naiv. Sich überhaupt nicht diese Frage zu stellen, was denn das eigentlich heißt, der Praxis auszusetzen und nicht einmal diese fundamentale Unterscheidung zwischen Realismus oder konstruktivistischen Sachen irgendwie zu... Man sieht es ja schon an der Tatsache, wie stark die Wissenschaft durch Modeströmungen geprägt ist. Ich glaube, man muss sich da im Klaren sein, man ist da sehr eng und vielleicht treten die Leute ab und zu mal zurück und denken weiter nach, aber dann ist die Frage auch, in welcher Phase, wie macht man das, ohne dass man in diesem Rad weit dreht. Ich meine, viele Dinge, diese topologischen Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, die jetzt ganz, ganz hip sind in der Physik, da kann man sich fragen, warum hat man sich diese Gedanken nicht schon vor 30 Jahren gemacht. Denn da gibt es, also meinem Gefühl nach, wenig Gründe, warum man nicht früher schon drüber nachgedacht hat. Ich glaube, die Gründe sind, dass man abgelenkt war durch diese Hochtemperatursuperleitung. Dass man also nicht mal diesen kleinen Schritt zurück hat, oder dass halt die Modeströmungen sind halt stark. Und das ist das Hauptfeedback, was man hat. Also ich möchte da keinem Wissenschaftler irgendwie einen Vorwurf machen. Vielleicht ist es auch ganz entscheidend, dass viele Leute wirklich zu einem Zeitpunkt ein Problem niederknüppeln und dann vielleicht, wenn das fertig ist, dann vielleicht mal wieder ein bisschen Abstand nehmen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man macht es. Seit längerem experimentieren in den Biowissenschaften, Verhaltens- und der Biologie. Was mich, das, was Sie gerade diskutiert haben, das habe ich auch beobachtet, da geht es zum Beispiel um den Begriff der Daten. Also was sind Daten? Alle arbeiten mit Daten. Ja. Beide Laboratorien, mit denen ich zum Teil jetzt schon über 10, 15 Jahre zusammenarbeiten, quasi die Phase von analogen zum digitalen Forschen miterlebt haben, ist eigentlich interessant, dass die Praktiker eigentlich quasi wenig oder sehr unscharfe Begriffe davon haben, was Daten sind. Also im Austausch merkt man das dann, dass nicht klar ist, was Rohdaten sind, was Ursprungsdaten sind, Ausgangsdaten und so weiter, es gibt eine ganze Kaskade, aber dass das umgekehrt auch überhaupt keine Rolle spielt. Also in der Qualität der Biologie, die Sie betreiben, ist das für Ihre eigene Praxis völlig nicht notwendig, diese Theoretisierung. Dann natürlich vor allem interessant, wenn man von außen kommt und versucht, irgendwie zu verstehen, was diese Leute tun und wie sie es machen und wie sie sozusagen diese Daten
produzieren, distribuieren, auswerten und so weiter. Da wäre ja einfach die Frage, also wer muss überhaupt dieses Verständnis haben von Experimentieren? Aber gerade dieses Fehlen dieses selbstreflexiven Moments, finde ich ja natürlich sehr interessant. Das eröffnet mir jetzt als Künstler zum Beispiel auch die Möglichkeit, genau in diese Lücke hinein zu blicken, oder? Ja, nee, ich tun auch viele mehr reflektieren, als ich selber reflektiere, ich weiß es nicht. Also, ich meine, es ist wenig. Glaube ich, ja. Weil. Aber ich denke, die Community, die reflektiert ja mit. Man publiziert das ja und dann gibt es Reaktionen drauf. Es gibt ja berühmte Fälle, wo einfach Experimente falsch interpretiert worden sind. Ja, also zum Beispiel das Herstellen Enantiomerentrennung bei der chemischen Synthese in Magnetfeldern. Ja, ja. Da hat sich herausgestellt, dass einfach, da hat jemand gemogelt. Er hat eben schon mit chiralen Molekülen angefangen. Der Betreuer hat das aber nicht gewusst. Ja, das ist dann publiziert worden und glaubt, ist dann Physikern aufgefallen, die gesagt haben, das geht ja gar nicht. Da hat man das versucht nachzumachen, festgestellt, das geht auch nicht. Ja, da ist also schon eine größere Community, noch ein Netzwerk, das mitarbeitet. Also ich glaube, bezüglich Fälschen da, oder diesen Dingen, da ist die Community sehr, da sind die immer sehr scharf. Typischerweise. Und dann gibt es natürlich Gebiete, wo es schwieriger ist, einfach die Reproduzierbarkeit. Ich glaube, das ist in Biologie eben viel, viel schwieriger. Hier in diesen Systemen, insbesondere ganz oben bei der Spektroskopie, also das muss man reproduzieren können. Also, das muss man alles. Also eigentlich in dem Moment, wo es wirklich ein Quantensystem ist, wegen dieser Ununterscheidbarkeit, ist es ganz zwangsläufig, dass es reproduzierbar sein muss. Geht gar nicht anders. Ich denke aber schon, auch wenn die Community dort existiert, dass sie auch limitiert ist. Ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich auch den Nature-Artikel aus dem Mai 2016. Das hat tatsächlich die Wissenschaftsgemeinde auch durchaus aufgeschüttelt, dass sehr viele, insbesondere in Zellkulturen, sehr viele falsche Ergebnisse über Jahre sich gehalten haben, publiziert wurden. Dort hat die Selbstkorrektur der Wissenschaft nicht funktioniert. Das war nicht nur eine Eintagsfliege, dieser Nature-Artikel, sondern das wird kontinuierlich weiter diskutiert. Eine andere Frage ist, jetzt mal abgesehen von der Datenqualität her, solche Sachen wie beispielsweise die Quasikristalle in den 70ern beschrieben, gab auch einen Nobelpreis dafür, auch dort hätte man eher drauf kommen können. Dahinter steckte ein zu starres Kristall. An sich hatte ein Wissenschaftsphilosoph das bereits, ich habe den Namen jetzt nicht mehr, bereits angeprangert, dass dieser Begriff Kristall viel zu eng ist. Der ist ja alle anderen möglichen Varianten, die Forderung an Symmetrieelemente war viel zu hoch. Das heißt, man muss sich darüber klar werden, dass das so ein enger Begriff war. Wenn man da weitergeht, dann kann man tatsächlich zu den technisch nutzbaren Quasikristallen kommen. Und da wäre die Frage, ob früheres Reflektieren nicht auch nützlich wäre. Auf der anderen Seite, es gibt ja dieses Zitat, ich glaube, ich hatte es Ihnen mal geschickt, als Provokation dann auch von einem Nobelpreisträger, Namen weiß ich auch nicht mehr, Biochemiker. Ja, Wissenschaftsphilosophie sei für Naturwissenschaftler etwa so wichtig wie Ornithologie für Vögel. Ist es so? Sollte man die Forscher lieber forschen lassen? Oder ist Reflektieren auch für Naturwissenschaftler selbst produktiv und nützlich? Das wäre es, aber ich glaube, es ist schwierig. Also zum Beispiel dieses Beispiel eben dieser Bose-Einstein-Kondensation historisch. Es war, und es ist halt viel religiöser Glaube gewissermaßen. Also es war halt tief dieser Glaube, das geht nur.
nur mit Wasserstoff. Und dann gab es die Leute, die, also das war zu meiner Doktorarbeitszeit etwa, also diese Dinge, also als der, da war der Weg dann hin zu diesem Bose-Einstein-Kondensat. Ich habe mich oft gefragt, ja, warum haben wir das nicht in unserem Labor gemacht, weil wir hätten das auch machen können. Der Grund ist, wir waren durch die Schule, Laserkühlschule in Frankreich, sehr beeinflusst. Die haben schöne Theorien für das schöne Laserkühlen gemacht und wir haben diese schönen Sachen weitergemacht. Und das andere war, dass die in Holland, die Wasserstoff gemacht haben, halt immer gesagt haben, nein, das geht nur in Wasserstoff und alles andere ist Unsinn. Noch 6 Wochen bevor der Durchbruch kam, habe ich diese Vorträge gehört. Ich glaube, dass dann, wie man da über diese Schwelle, über dieses, was man nicht sieht, was so offensichtlich ist, aber eigentlich, wenn man doch nicht sieht, wie man da durchkommt, ist gar nicht einfach. Ich weiß auch nicht, wie man da hätte reflektieren sollen. Ich meine, bei uns war es sicherlich ganz dumm in der Arbeitsgruppe, dass, also dumm im Nachhinein, aber die zwei Assistenten, die es da gab, die waren eben befreundet, sehr gut, und haben sich ihr Gebiet ins eine entweder Laserkühlen und das andere magnetische Fallen aufgeteilt. Aber man brauchte beides für das Nächste. Es sind lauter so kleine Blödheiten im Nachhinein, die dazu, warum es halt dann woanders, wo halt dann diese Blödheiten halt nicht passiert sind, oder wo ein bisschen stärker der Glaube war, ja, man kriegt es hin, oder noch ernsthaft. Ich meine, eigentlich derjenige, der es propagiert hat, ich weiß nicht, da gibt es so einen Sommerschulenartikel, dem wurde vorgeworfen, der gibt ja mal an. Obwohl, also das war der Carl Wieman, der hatte genau gesagt, so hat er vor, das zu machen. Aber alle haben gesagt, der versteht doch nichts, der wird. Aber wie ist denn das so? Sind da Physiker und Physikerinnen Vögel, die Ornithologie nicht brauchen? Also Ihr Plädoyer hört sich ja so an, dass das wirklich entweder ein Ornament ist oder es geht nur im Sinne der Korrektur, aber da funktioniert das System meistens mit ein paar Ausnahmen eigentlich ganz gut. Dann ist die Community so, dass sie sozusagen selbst korrigiert ist, aber sozusagen einen Schritt zurücktreten und sich zu fragen, okay, was machen wir dann eigentlich? Experimente durchführen oder irgendwie so, also Metafragen, wäre dann eher ornamental und nicht notwendiger Bestandteil der. Ich meine, man kann verschiedene Analogien nehmen. Ja? Man könnte sagen, okay, ein Fußballer muss über Ernährung nicht nachdenken, sondern einfach spielen. Stimmt aber nicht. Ja, aber es ist, also mir ist vielleicht das letzte Mal, als ich darüber nachgedacht hatte, gut, es waren zwei Dinge. Ja. Mhm. Einmal war das eben bei diesen Architektur. Berufungen, die Art und Weise, wie dort Leute beurteilt werden, ist völlig verschieden. Obschon man diese Beurteilungsweise durchaus anwenden könnte, auch in Wissenschaften, weil es gibt doch verschiedene Stile bei Leuten, wie sie die Dinge betreiben. Und nicht nur, er oder sie hat das gezeigt, sondern wo vielleicht mehr ein Gesamtwerk, man könnte es im Prinzip auch als Gesamtwerk anschauen. Wird halt selten gemacht. Und dann ganz viel ist halt dieser religiöse Charakter, der dieses Einheitsdenken. Und man kann sich in den Communities, ist es auch oft geprägt, sind die, glaube ich, durch die Persönlichkeiten, die am Anfang von einem Gebiet standen. Und dann wird sehr viel da nachgemacht. Auch wieder unreflektiert. Die Frage ist, ist es nur religiöser Glaube oder es benötigt auch unheimliche Infrastruktur, nehme ich an, wenn etwas anderes gezeigt werden soll oder etwas anderem nachgegangen wird. Also die Frage ist, wie weit leitet mich die Infrastruktur zu gewissen Dinge zu sehen und andere Dinge nicht zu sehen? Ich glaube, es ist schwierig,
eine sinnvolle Abzweigung vom Mainstream-Denken zu nehmen. Und das, die Schwierigkeit liegt im Wort sinnvoll. Ich kann natürlich immer sagen, ah, ich gehe in eine andere Richtung, aber die muss auch sinnvoll sein. Das ist schwierig. Das ist toll natürlich, aber es ist schwierig. Ja. Wenn ich jetzt Kuhn zitiere, würde ich sagen, fragen, wer ist verschwunden, dass die zwei diesen Durchbruch überhaupt formulieren konnten? Also wer ist verschwunden als Wissenschaftler, der das verhindert hat? Oder verhindern konnte bis zu diesem Zeitpunkt? Sie nannten die Franzosen, die Holländer. Wer ist verschwunden? Also Thomas Kuhn, ich zitiere Kuhn, weil er gesagt hat, gewisse Dinge kommen zum Durchbruch, weil die Verfechter der alten Theorien sterben oder aussterben. Das meine ich, oder? Ja. Sicher, ob diesen nicht wirklich... Es ist ja etwas übertrieben formuliert, aber irgendetwas war ja aus dem Weg, dass da plötzlich das kommen konnte. Weil offensichtlich war es nicht die Theorie, die überzeugt hat, sondern etwas anderes. Ja, drehte sich auch im Kreis, muss man sagen. Zum Teil, ich meine, die Wissenschaft ist natürlich meistens, also entweder geht es voran in der dynamischen Art und Weise, oder es gibt Anwendungen, das ist beides eine gute Rechtfertigung, aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo es sich im Kreise dreht. Und die Herausforderung ist natürlich zu erkennen, wann es sich im Kreise, wann beginnt es sich etwas im Kreise zu drehen. Dann die richtige Abzweigung. Ich lese mal eine Frage, bevor wir uns im Kreise drehen. Ich habe eine Hypothese, das ist natürlich überhaupt nicht klar, dass es so ist, aber zusätzlich zu den Leuten, die aussterben und damit Platz machen für neue Ideen oder denen eine Chance geben, gäbe es ja noch die Möglichkeit, andere Bilder zu bekommen. Und ich vermute, dass auch laufend beispielsweise von Künstlern aus Kunst, aus Musik auch Ideen, wie es auch sein könnte, mit einfließen in die Naturwissenschaft. Als Max Planck da sein, zum ersten Mal den Begriff, glaube ich, es war Max Planck, Quantum formuliert hat. Ich glaube, es ging dann noch um diese schwarze Körperstrahlung. Da musste er erstmal überhaupt annehmen oder es für möglich halten, dass so etwas mit dem gequantelt überhaupt sein kann, wenn er von der newtonschen Physik herkam und die Sachen eigentlich kontinuierlich beschrieben sind. Zeitgleich haben die Impressionisten gezeigt, nicht nur in ihren Bildern, sondern auch in ihren theoretischen Schriften, dass aneinandergesetzte Farbpunkte ein Kontinuum suggerieren. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass durch dieses Erleben dieser impressionistischen Bilder überhaupt erstmal das Bild entstanden ist, was die Formulierung von so etwas wie einem Quantum möglich gemacht hat. Ja. Ja, das möchte ich nicht ausschließen, dass das dann was über die Schwelle noch drüber oder dass man dann eine Vorstellung gewinnt, wo es nicht nur eine Gleichung ist, die zwingend die halt so aussehen muss. Ja, ich glaube heutzutage wäre der Einfluss eher stärker in der Kommunikation der Wissenschaft. Auch da ist es in gewisser Weise auch eine Kommunikation. Wenn ich über Quantum nachdenke, muss ich es als Quantum beschreiben? Also nur ein paar Ergänzungen. Schrödinger soll ja angeblich bei einer Überfahrt von Cuxhaven nach Helgoland auf seine Gleichung gekommen sein. Da wäre schon die Korrelation da. Wahrscheinlich war es stürmisch. Ja. Und Einstein hat sein Lebensgegen gegen die Quantentheorie gekämpft, weil er die nicht mochte. Also er musste gar nicht sterben, sie hat sich trotzdem durchgesetzt. Einstein hat doch fantastische Experimente ausgedacht, die nachher aber alle gegen ihn ausgegangen sind. Ja. Nee, also sterben in dem Sinne nicht, aber in übertragenem Sinne... Vielleicht noch eine Bemerkung. Es gibt einen wunderschönen Vortrag von Murray Gell-Mann. Das ist der Nobelpreisträger, der auf die Quarks gekommen ist. Und der hat 2004
einen Vortrag gehalten am MIT, How to get creative ideas. Das kann man unter YouTube abrufen und das ist sehr witzig. Und einer seiner zentralen Aussagen ist, warum ist man nicht darauf gekommen, dass es keine absolute Zeit gibt, das Relative ist und so weiter, geht durch verschiedene Dinge. Und er sagt, warum? Weil es jeder jedem erzählt hat. Ja, Wahrheiten entstehen dadurch, dass es immer weiter erzählt wird. Und dann braucht es irgendjemand, der fragt, stimmt das eigentlich? Ja, das wäre das Querding. Ja. Gut, wir denken jetzt quer in einer kurzen Pause bis 5:30, dann kommen wir zur nächsten Frage. Noch ganz herzlichen Dank an Filmer. Kommen wir jetzt zum dritten Vortrag von Professor Dr. Reinhard Nestor. Er ist emeritierter Professor für anorganische Festkörperchemie. Das Wort benutze ich ganz selten. Er lese von Zürich. Nach dem Studium in Münster und weiteren Stationen in Stuttgart und an der Cornell University ist er 1990 bereits hier nach Zürich gekommen. Weitere Forschungsinteressen zu den Nanowissenschaft, Elektro, Chemie und auch Topologie, davon haben wir ja eben auch schon was gehört, gehören. Und er ist mit diesem Haus und dieser Institution eng verbunden, denn er gehörte zur ersten Fellow-Periode 2004 bis 2006 hier am Collegium Helveticum. Das ist schön, dass du wieder hier bist. Und wir hören jetzt einen Vortrag mit dem Titel Chemisches Experimentieren über den Dialog mit der Natur. Du hast das Wort. Danke, lieber Hartmut. Power starten. Also zunächst herzlichen Dank, Hartmut, für die Einladung und für das Vertrauen, was mit dieser Einladung verknüpft ist. Ich bin seit 2014 ausgeschieden und man weiß ja nicht so genau, was so ein Emeritus dort oben am Berg in Amden ausbrütet, wenn die Tage lang sind. Sie werden es erleben. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich ebenfalls, dass Sie das Wagnis eingehen. Mein Vortrag mit dem Titel Chemisches Experimentieren über den Dialog mit der Natur habe ich in vier Teile gegliedert, deren mittlerer sich auf die Chemie fokussiert. Das heißt, ich möchte eigentlich das, was ich über die Chemie speziell sage, in einem generellen Kontext verstanden wissen. Erster Teil. Sie sehen, ich habe einen bekannten Titel geklaut. Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Lassen Sie mich so anfangen. Ich möchte den Titel ein bisschen anders interpretieren als Brecht. In meinem Leben habe ich viele Phasen von Erkenntnisprozessen durchlebt, über ihre Abläufe nachgedacht. Zum Beispiel hier am Kollegium Helveticum, wo ich einige ausgesprochen spannende Jahre verbringen durfte. Hallo, Gerd Volkers sei es gedankt. Und auch als Leiter der Cortona-Seminarwoche war ich über viele Jahre gefordert, aktiv quer zu denken. Nun, das, was ich Ihnen jetzt im Folgenden erzähle, ist bereits ein Gedankenexperiment. Je länger ich mich damit befasse, wie wir als Menschen gestrickt sind, umso mehr verfestigt sich mein Eindruck, dass unsere Aktivitäten der Welt aus deutlich verschiedenen Strickmustern resultieren. Oder anders formuliert, ich glaube, dass wir parallel mit verschiedenen Weltmodellen arbeiten. Parallel. Ohne uns darüber stets im Klaren zu sein. Eine ist dasjenige, das wir üblicher, auf das wir uns üblicherweise beziehen,
wenn wir über unsere intellektuellen Fähigkeiten sprechen. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um ein Weltmodell, das in seinem Kern Lego-artig konstruiert ist. Aus gutem Grund. Denn das erlaubt uns, beliebig kleine Ausschnitte der Wirklichkeit aufs Korn zu nehmen und den Rest der Welt zunächst einmal außen vor zu lassen. Randbedingungen setzen, nennen wir das in der Wissenschaft. Unser intellektuelles System funktioniert ausgesprochen gut bei linearen Problemen. Allerdings scheint es allein nicht allzu viel zu taugen, wenn sehr komplexe Zusammenhänge zu bewältigen sind. Überhaupt zeigen wir besonders gute Performance, wenn wir aus dem Bauch heraus können, wie Rilke in den Duineser Elegien über den Helden schreibt, er kam und konnte. Er muss eben nicht probieren, er kann. Gute Musiker üben nicht, sie spielen, ist mir von einem Musiker gesagt worden, was mich zum Beispiel von ihnen unterscheidet. Ebenso wie gute Sportler einfach performen oder Zeichner eben zeichnen und nicht zeichnen. Beispiele dafür sind Legion. Das, was wir gut können, wird von einer anderen Instanz bereitgestellt. Und wehe, wenn der Intellekt sich einmischt in die Performance, dann wird es kritisch. Ein Pianist darf beim Konzert nicht studieren. Roger Federer darf nicht versuchen, den Ball des Gegners zu berechnen. Schon gar nicht per Differentialgleichung. Dann ist es eh zu spät. Sehr schöne Beispiele für diese Fähigkeiten gibt Gerd Gigerenzer in seinem Buch Gut Feeling. Er lässt keinen Zweifel daran, dass es sich hierbei höchst analytische Fähigkeiten hat. Diese Instanz, ich möchte sie ein vernetztes Weltmodell nennen, scheint in der Lage zu sein, komplexe Abläufe effizient zu analysieren, zu organisieren und schnell bereitzustellen. Viel schneller und zuverlässiger als der Intellekt, eben Performance. Warum diese Vorstellung einer netzwerkartigen Repräsentation der Wirklichkeit? Ginge nicht einfach auch um Automatismus? Zum einen käme das der Konstruktion der Natur näher, denn diese wirkt vor allem in Beziehungen oder Wechselwirkungen. Nicht über separierte Teilchen und Dinge. Das haben wir ja gerade sehr schön gesehen. Vor allen Dingen, wenn es sehr kalt wird, aber wenn es warm ist, wahrscheinlich. Die meisten von uns, mich eingeschlossen, haben keinen Zugang zur Wahrheit. Wir können nur Wahrheitsgehalte oder Wahrscheinlichkeiten abschätzen. Dafür müssen wir eine Information in möglichst vielen alternativen Beziehungen testen. Bleiben diese Tests widerspruchsfrei, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um eine verlässliche, also eine wahre Information handelt. Ein komplexes, wahrhaftig und in sich konsistent gestricktes Netzwerk wird die meisten Fake News über kurz oder lang entlarven. Allerdings ist schwer vorstellbar, wenigstens für mich, wie ein Netzwerkmodell der Welt bewusst gemacht werden könnte. Für Bewusstsein bedarf es ja offenbar einer Gegenüberstellung. Hier ich, dort die Welt. Eine solche Trennung widerspricht der Eigenschaft des Netzwerkes. In einem Netzwerk kann man vielleicht wirklich, nur hineinrufen und auf eine Antwort warten. Wie wir es ja bei unserem Gedächtnis eigentlich auch tun. Jedenfalls scheint es sich mit der Intuition so zu verhalten. Die Intuition verorte ich, meine persönliche Meinung, in diesem unbewussten Netzwerk. Prominente Aussagen, zum Beispiel von Albert Einstein oder Paul Dirac, deuten in diese Richtung. So sei Schönheit ein Qualitätskriterium in der Mathematik und in der Physik. Paul Dirac hat einmal gesagt, Gott ist ein höchst genialer Mathematiker. Er hat das Universum nach tiefgründigen und feinsinnigen mathematischen Gesetzmäßigkeiten aufgebaut. Und eine mathematisch schöne Theorie ist eher richtig als eine hässliche, nur mit gewissen Versuchsergebnissen übereinstimmen.
Schönheit scheint geradezu ein Exempel für eine Netzwerkeigenschaft zu sein. Denn der Begriff hat etwas Konzertantes, auch Emotionales, Ganzheitliches. Nun, wenn ein solches Netzwerkmodell auch in uns existierte, ich bin davon relativ überzeugt, dann müsste es auch ständig erweitert und weiter gewoben werden mit neuen Informationen. Aber wie? Das führt mich auf die Frage, warum schlafen wir? Und das schließt an ein Thema, das seinerzeit auch am Kollegium Helvetikum diskutiert wurde. Aus der Erfahrung des Lernens wissen wir, dass der Intellekt diese Netzwerkinstitution, wenn sie da ist, beständig füttert. Mit Legosteinen, die, so behaupte ich, mühsam in das bereits bestehende Netzwerk integriert. Mühsam deswegen, weil Konsistenz erhalten bleiben muss. In einem Netzwerk ist das wichtig. Wann soll das passieren? Nach einer Hypothese, die ich zusammen mit meiner Frau vor einigen Jahren aufgestellt habe, in der Nacht. Dann, wenn beide Systeme für das Umschreiben der Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und ich sage ausdrücklich, zur Verfügung gestellt werden und nicht zur Verfügung stehen. Was sie natürlich dann auch tun. Es könnte sich hierbei nämlich um den eigentlichen Grund handeln, warum wir schlafen. Warum unser Bewusstsein für 6 bis 8 Stunden abgeschaltet werden muss. Die Idee ist, dass beim Schlafen ein Umschreiben der Information zwischen beiden Systemen versucht wird. Stattfindet es vielleicht zu viel überhaupt. Schlafforscher, mit denen wir seinerzeit darüber diskutiert haben, waren alles andere als überzeugt von dieser Idee. Fest steht aber, dass die Schlafforschung bisher noch keine schlüssigen Antworten dafür hat, warum wir schlafen müssen. Ja, wir wissen zwar, was passiert, wenn wir nicht schlafen, aber ob das der eigentliche Grund ist, warum wir schlafen müssen. Sicher ist heute auf jeden Fall aus allen Studien, die systematisch gemacht worden sind, dass Lernen ohne Schlafen nicht funktioniert. Ja, lernen. Lernen oder über die Annäherung an die Wirklichkeit. Ich gehe jetzt etwas in Richtung Chemie. Offenbar müssen wir uns mit der Wirklichkeit beschäftigen, um überhaupt Modelle über sie entwerfen zu können. Spannend in diesem Prozess finde ich persönlich vor allem die ersten 2 bis 2,5 Lebensjahre, in denen wir ungeheuer viel schnell und gut lernen, ohne dass ein erinnertes Bewusstsein im Spiel ist. Und was lernen wir nicht alles in dieser Zeit? Basisphysik, Newton, balancieren, ballistische Bahnen berechnen, also Beispielen fangen, ja, sprechen, hören und so weiter und so weiter. Ich muss das nicht ausführen, ich wollte Sie nur daran erinnern, dass es so abgelaufen ist. Hier handelt es sich um eine fundamentale Experimentierzeit, prägt von intensiven Umwelteinflüssen, eben Experimenten auf allen uns zur Verfügung stehenden sensorischen Kanälen. Vieles wird schon in der Kindheit gelernt, und zwar spielend bzw. fundamental angelegt. Nur nicht ein Gefühl für Chemie, wie ich hier behaupte. Denn es ist zwar überall Chemie drin, aber anfangs sieht man das nicht. Denn man hat keine irgendwie geartete. Am Anfang der Chemie steht immer ein guter Lehrer. Dieses Bild muss man auf Englisch interpretieren. Auf Englisch heißt das the periodic table. So sieht das am Anfang aus. Das Experimentieren mit chemischen Elementen scheint mir deswegen speziell, weil eben das tägliche Leben kaum Anleitung zu ihrem Verständnis liefert. Physik im Allgemeinen, Biologie, Medizin, Literatur, Poesie sind unsere steten Begleiter schon in der allerfrühesten Jugend. Chemie ist zwar immer da, aber nicht sichtbar und für uns nicht rational erfassbar, ähnlich wie die Quantenphysik.
Meine eigene Faszination an der Chemie wurde in früher Jugend geweckt. Und zwar dadurch, dass zwei chemische Stoffe sich in frappierender Weise in etwas komplett Neues verwandeln können. Das war magisch. Man mischt Verschiedenes zusammen und dann kommt etwas ganz anderes heraus. So eine Art Emergenz. Übrigens schlagen fast alle Herzen höher, wenn chemische Experimente, vor allem spektakuläre, aufgeführt werden. Es wird ein Zauber empfunden, eben weil das Alltägliche dergleichen kaum oder wenig Fall bietet. So war auch mein Einstieg in die Chemie das Experiment. Anfangs musste meine Mutter die notwendigen Chemikalien und Utensilien in der Apotheke besorgen. Was sie auch tat. Chapeau. Chemie entpuppte sich für mich als ein Zaubergarten, der durchaus auch mal bösartig werden konnte. Zum Glück beobachtete ich die Elektrolyse von Salzsäure hinter einem Regal stehend. Nach kurzer Reaktionszeit war nur über die Glasapparatur verschwunden und nur die Reste der Elektroden. Die Insider-Chlor-Knallgas wird bereits durch einige Lichtquanten gezündet. Das war zwar spannend, aber sozusagen noch aus dem Zusammenhang gerissen. Das Experiment ist der Zaubergarten, in dem scheinbar Unmögliches in Erscheinung kommt. Das Bestaunen des chemischen Gartens erlangt aber nicht, man muss ihn betreten, man muss regeln. Lernen und verstehen. Letzteres bedeutet, man muss einen guten Lehrer haben. Und man muss Hacke und Spaten dabei haben, Reagenzglas und Bunsenbrenner und so weiter. Man muss auch mal jäten und darf nicht zimperlich sein mit dem Wegräumen von Mist. Je länger man in diesem Garten sät, pflanzt und erntet, umso mehr verstärkt sich ein Gespür des Daheimseins und der Orientierung. Langsam das mentale Netzwerk sich genügend gut an das wirkliche Chemische anzupassen, um ein gefühltes Korrelat zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Immer deutlicher treten die Beziehungen zwischen den Legosteinen des Periodensystems hervor. Und es wird klar, dass diese Tabelle ein mentales Pinboard ist. Nicht für Atome, kommen ja in der Chemie einzeln gar nicht vor, sondern für Beziehungen zwischen ihnen. Wieso das Department, kann ich mir jetzt hier nicht verkneifen, Chemie an der ETH der Meinung ist, in seinen Hörsaalen auf dieses Pinwort verzichten zu können, wird sich mir nicht mehr erschließen. In den meisten Fällen braucht es einfach einen guten Lehrer, der diese unüberschaubaren Kombinationsmöglichkeiten wie eine Geschichte vorlesen kann. Das ist kein Lernstoff, das ist der Stoff, aus dem das Staunen ist. Wer das nicht früh genug erfährt, ist für die Chemie verloren und sie für sie bzw. für ihn. Es geht bei ihr nämlich nicht primär um das Erschließen einer Wissensmenge, sondern um Abenteuerfahrten in völlig unbekannte Aufführungen. Natürlich ist ein Drehbuch dafür notwendig. Ein Grundwissen, ein Plan, aber das eignet man sich angesichts von 90 Mitspielern nur dann an, wenn man stets dem letzten Akt entgegenfiebert. Und nie ist sicher, was im letzten Akt dann wirklich gespielt wird. Denn das Drehbuch ist und bleibt unvollständig. Der Chemiker oder die Chemikerin ist auch immer ein Zauberlehrling. Im Englischen gibt es dafür den schönen Ausdruck Curiosity. Science is curiosity. Zuerst und vor allem. Der Dialog mit chemischen Systemen ist also stets ein Abenteuer, das vor allem durch die große Zahl quasi unabhängiger Teilchen verursacht wird. In einem Laborexperiment machen nie alle Atome oder Moleküle dasselbe.
Immer gibt es unter ihnen Individualisten, Ausbrecher, Freaks. Deshalb sind Reinigungsprozeduren entscheidender Teil der chemischen Rituale, die schon von den Alchemisten ins Zentrum ihrer Bemühungen gestellt worden sind. Auch gibt es, im Übrigen könnte man auch die Physik von den Esslingern nicht machen, wenn dieses Rubidium oder Kalium nicht ganz sauber wäre. Dann käme etwas anderes heraus. Fehlstelle. Auch gibt es zahllose Berichte über nicht geglückte Experimente, trotz penibler Wiedereinstellung aller Reaktionsparameter. Manchmal fand man später als Grund das Fehlen einer im Nachhinein notwendig Verunreinigung. Wie oft habe ich in Vorträgen von Kolleginnen und Kollegen und auch in eigenen den Satz gehört und gesagt, eigentlich wollten wir A herstellen, bekamen aber B und das ist noch viel schöner. Fehlt Experiment? No. Wenige Elemente, aber große Zahlen. Bei rechtem Licht betrachtet ist die Zahl der stabilen chemischen Elemente erstaunlich klein. Man könnte doch noch viel mehr Neutronen in die Kerne packen. Warum nur diese wenigen? Das allein ist schon ein Rätsel, wenn man Kosmologen und Kernphysiker fragt. Aber das Potenzial der Kombinationen ist trotzdem gewaltig. Ich erinnere mich an meine Postdoc-Zeit am MPI in Stuttgart in den 80er Jahren. Wir hatten damals schon Sicherheitschemikalienschränke, die sich bei Feuer automatisch schlossen. In denen wurden vor allem viele reine Elemente aufbewahrt. Eines Tages verlangte der Betriebsrat, dass wir eine Liste der Verbindungen aufstellen müssten, die einem beim Brand in dem Schrank entstehen können. Man lacht. Chemiker hier. Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Alle Sterne des Universums zusammen werden auf ca. 10 hoch 23 geschätzt. Das ist etwa 0,1% der heute vermuteten Gesamtmaterie. 12 Gramm Kohlenstoff enthalten etwa 10 hoch 24. Also zahlenmäßig 10-mal mehr. Sie selbst, da in Ihrem Stuhl, bestehen aus ca. 10 hoch 27 Atomen. Mass or minus, give a few or take a few. Was also kann man anstellen mit 2 oder 3-mal 10 hoch 24 Teilchen? Ziemlich viel. Wir wissen es nicht. Die Sachkunde des Chemikers ist nicht zu wissen, was alles passieren kann. Das ist unmöglich. Sondern zu steuern, dass nicht alles passiert, was möglich ist. Möglich ist also viel, sehr viel. Die Zahl möglicher chemischer Verbindungen ist nicht nur durch die Zahl verfügbarer Elementteilchen im Universum oder durch die Außenbedingungen begrenzt. Sie ist sehr, sehr groß. So groß, dass nicht einmal Gott genügend Zeit und Materie hatte, um auch nur einen winzigen Teil davon auszuprobieren. Unter dieser Prämisse können Chemiker außerordentlich kreativ sein. Das gilt natürlich auch für andere Naturwissenschaftler. Alle chemischen Verbindungen, die neu hergestellt werden, haben große Wahrscheinlichkeit, tatsächlich noch nie da gewesen zu sein. Allein Proteinmoleküle, zugegebenermaßen eine spezielle Klasse von Verbindungen, die etwa die Größe haben, wie sie in uns und anderen Lebensformen auftreten. Die enthalten ungefähr 300 Aminosäuren, sind Legion. Eine aus N Aminosäuren aufgebaute Kette erlaubt 20 hoch N Realisierungsmöglichkeiten. Basis 20 steht für die 20 verschiedenen Aminosäuren, die in solchen Proteinen, also in uns, vorkommen. Vergleichsweise kleine Proteine von n gleich 100, also wir enthalten Mass or minus n gleich 300, erlauben also 20 hoch 100 gleich 10 hoch 130 verschiedene Möglichkeiten für Proteine. Das uns bekannte Weltall soll etwa 10 hoch 80 Kernteilchen enthalten. Da kann man nur ausrufen, my God.
erlauben mir ja trotzdem den bescheidenen Hinweis, dass wir nicht über Kohlen, Wasser, Sauerstoff und Stickstoff sprechen. Wir haben es mit diesen erstaunlichen 90 Elementen zu tun, die man in unglaublich vielen Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen kann. Und heute wissen wir nur über einen winzigen Teil überhaupt Bescheid. Das ist das, was man systematisch über Phasensysteme erforscht hat. Ja. Zur Frage der Curiosity. Kreativität sind in diesem Bereich kaum Grenzen gesetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und gerade deshalb ist es nicht nur wichtig, sondern essentiell, etwas zu wollen, nämlich ein Ziel anzupeilen. Sonst wird es beliebig in der grenzenlosen Fülle. Diese ungeheure Komplexität ist nicht beliebig in ihren gänzlichen Randbedingungen, sondern auf erstaunlich enge Umweltbedingungen begrenzt, nämlich in der Nähe von 0 Grad oder oberhalb von 1000 Grad existiert nicht mehr viel davon, sondern nur noch die speziellen Systeme. Es scheint, dass extensive Komplexität nur innerhalb äußerst enger Parametergrenzen überhaupt möglich ist. Das würde extensive Komplexität, damit meine ich auch unter anderem Leben. Feine Einstellung von Systemen. Immerhin, innerhalb dieser Grenzen kann Chemie überaus kreativ sein und das bitte ich zu bedenken. Jedes Molekül kann eine neue Wirkung haben, ebenso wie jeder neue Gedanke und jedes neue Gemälde oder Gedicht. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die vier Stufen des kreativen Prozesses, wie sie von Helmholtz, Poincaré und schließlich von Wallace formuliert wurden, auch für das chemische bzw. das naturwissenschaftliche Experimentieren gelten. Es gibt einen Vorbereitungsprozess, man muss etwas wollen, ein Ziel anpeilen, dann schaut man nach, was ist alles möglich, was gibt es schon, wer hat schon was gemacht, was weiß man. Und dann irgendwann hat man vielleicht schon ein Experiment gemacht, aber man versteht es nicht, kommt nicht weiter. Und dann wartet man auf den Spark. Alle sagen, möglichst bald Spaziergänge machen, nicht mehr drüber nachdenken. Bloß nicht mehr drüber nachdenken. Irgendwas anderes machen. Und wenn man Glück hat, kommt die Illumination, die Eingebung, und dann muss man nachschauen, war die sinnvoll? Also verifizieren. Nun zur Vorstellung des Dialogs mit der Natur. Warum habe ich diesen Das Experiment, so wie ich es sehe, stellt einen Dialog der besonderen Art dar. Der Natur oder der Wirklichkeit. Den Begriff Wirklichkeit verstehe ich als das, was wirkt. Auf uns, auf die Umwelt, ganz allgemein in der Welt. Wenn der Chemiker ein Experiment durchführt, dann versucht er bzw. sie, Kontakt mit der Wirklichkeit aufzunehmen. Das erinnert an einen Dialog. Ich mache etwas, die Natur bzw. die Wirklichkeit antwortet, ich antworte und so weiter. Das ähnelt einem Dialog mit einem menschlichen Gegenüber, hat aber eine andere Qualität. Unsere wie auch immer gearteten sprachlichen Dialoge bedienen sich einer Symbolik, die eine Schnittmenge des Verständnisses erzeugt. Mehr nicht. Um Verständnis zu erhalten, muss man eine wenigstens notwendig Schnittmenge haben, manchmal erreicht man eine hinreichende. Beim konstruktiven Dialog wird diese gegenseitige Kongruenz im Verlauf des Dialogs wohl größer werden, aber 100% wird sie nie erreichen. Denn durch Definitionen ist der Dialog immer ein Kompromiss zwischen den inneren Theatern der Teilnehmer, die zwar als deckungsgleich empfunden werden können, es aber nie sind.
Experiment, das ich Dialog mit der Natur nenne, läuft zwar ähnlich ab, ist aber von entscheidend anderer Qualität. Beim Dialog mit der Natur ist nur der oder die Experimentatorin mit einem inneren lernfähigen Theater ausgestattet und dementsprechend ungenügend vorbereitet. Ungenügend, weil es eben gilt, dazuzulernen. Offenbar benutzt die Natur immer dieselbe Sprache, dieselbe Wirklichkeit, auch wenn sie mit uns im Experiment kommuniziert. Es gibt bisher keinen verlässlichen Beleg, dass sie je ihre Sprache geändert hätte im Verlauf der menschlichen Kulturgeschichte, trotz vieler Anfragen unsererseits. Im Gegenteil, auf dieselbe Frage gibt sie immer dieselbe Antwort, so als wollte sie sagen, komm, ich erkläre es dir nochmal. Das nennen wir Reproduzierbarkeit und es ist die Grundlage aller wissenschaftlichen Forschung. Stellen Sie sich einmal vor, in einem menschlichen Dialog stellten Sie zu zwei verschiedenen Zeiten dieselbe Frage und Ihr Gegenüber würde immer exakt gleich antworten. Die Gesichter möchte ich sehen. Produzierbarkeit und die Unerbittlichkeit der Natur. Die Natur ist gnadenlos gegenüber unserem Kenntnisstand. Und das gilt nicht nur für Chemikerinnen oder Naturwissenschaftler, sondern für alle vernunftbegabten Wesen und langfristig vermutlich sogar für Politiker. Der einzige Zugang zur Wirklichkeit ist das Erlernen seiner Sprache, was uns vermutlich nie ganz gelingt. Sie, die Natur, ist damit in letzter Konsequenz diejenige Instanz, die immer Recht behält und damit die unverzichtbare Referenz bei der Suche nach Wirklichkeit und dem Vermeiden von Fake News ist. Die heutigen digitalen Medien haben nicht einmal den Ansatz eines übergreifenden internen Konsistenzchecks. Mit anderen Worten, sie haben nicht einmal eine Ethik, was ein immerhin schwacher Nein, auf eine widerspruchsfreie digitale Informationskultur werden wir vermutlich noch lange warten müssen. Wenigstens so lange sollten wir das Experiment, den Dialog mit der Natur, nicht abschaffen wollen, sondern eher wieder in das Zentrum unseres Lebens und Arbeiten stellen. Von allen Informationsnetzwerken scheint doch die Natur das aufrichtigste und vollständigste zu sein. Ob sie die Natur schon ausgelernt hat, also ob die physikalischen Gesetze tatsächlich konstant sind, wissen wir nicht. Für uns sind sie wirklich, also in ihrer Wirkung konstant. Für uns. Unser unbewusstes Netzwerk-Weltmodell scheint auch recht mächtig werden zu können, gestattet es doch zahlreiche, fast unglaubliche Einsichten, wie man im Verlauf der menschlichen Kulturgeschichte sehen kann. Allerdings bin ich davon überzeugt, es wird sich dieses Netzwerk nur gut ausbilden können, wenn es wahrhaftig, also mit konsistenten Informationen gefüttert oder gewogen wird. In dieser Hinsicht habe ich erhebliche Zweifel an der Nützlichkeit oder an der Netzlichkeit des Internets, wenigstens des heutigen. Aber lassen Sie mich nicht so positiv schließen. Das wäre vielleicht nicht angebracht. Es scheint doch vielen Menschen erschreckend egal zu sein, was fake ist und was nicht. Ein ihnen genehmes Informationsnetzwerk muss vor allen Dingen ihre eigenen Vorurteile bedienen und dafür scheint das Internet gut geeignet. You get what you deserve. Auch die Natur wird sich danach richten. Haben wir noch reichlich Zeit zu diskutieren? Wer möchte beginnen? Darf
haben ja sehr anschaulich klar gemacht, dass es eine mir unendlich scheinende, wahrscheinlich nicht berechenbare Anzahl an Möglichkeiten gibt, die, die quasi mit chemischen Experimenten untersucht werden können, welche Elemente, ihre Kombinationen und Reaktionsweisen heraus beobachtet werden können, analysiert werden können. Wenn ich Sie aber in Ihrem Denkmodell richtig verstanden habe, hieße das ja, diese unendliche, sehr große Anzahl möglicher Experimente zu vollführen, um sie dann in ein eigentlich bestehendes Wissensraster, in ein Netzwerk so einzubetten, dass das wiederum dieses Raster weiterhin passt. Ist denn dann überhaupt etwas komplett Neues möglich? Also das war ein anderer Schwerpunkt, dass Sie versucht haben zu sagen, dass es ja immer ein sehr offenes Ende gibt beim Experimentieren mit Chemikalien, mit chemischen Stoffen. Ist dann quasi, also ist, wie offen ist das denn dann eigentlich? Oder ist es nicht, dieses nicht letztlich dazu, ist dann tatsächlich wieder in dieses bestehende Netzwerk unseres chemischen Wissens einzuordnen? Ja, ich glaube, man muss sehen, dieses Periodensystem, das sieht jetzt wieder sehr Lego-artig aus. Ich nehme A, nehme B, stecke die zusammen und dann kriege ich ein neues Lego-Molekül. Das ist eben nicht so. Sondern es ist genau, wie Herr Esslinger gesagt hat, es entsteht ein neuer quantenmechanischer Zustand. Der ist näherungsweise heute berechenbar, wenn das Ding klein ist. Aber die Frage ist, was wollen Sie von dem wissen, wenn Sie sagen, wie reagiert das Ding, wenn ich es anstupse, also wenn es angeregt wird? Dann versagen schon die meisten Methoden, die wir quantenmechanisch überhaupt haben. Das heißt, wir müssen das experimentell machen. Ja, wir müssen immer wieder das Experiment fragen, wie sieht es denn wirklich aus? Möglicherweise rechnen wir uns sonst in Abgrund, ja, wenn wir uns nur auf die Rechnung verlassen. Das ist, ich meine, die Schrödinger-Gleichung ist nur für ein bisschen exakt lösbar. Alles andere sind Näherungen. Wasserstoff. Zu einfach für uns zu rechnen. Also das heißt, es sind keine Lego. Systeme, die dann entstehen, man fügt sie zwar so zusammen, das ist die Vorbereitung, aber was dann rauskommt, kann absolut erstaunlich sein. Unerwartet. Und eben bei den vielen Möglichkeiten, also diese 10 hoch 24 ist ja unglaublich, die sind in einem Kolben drin, die schwirren da jetzt wie die Gasmoleküle von Herrn Esslinger durcheinander bei erhöhter Temperatur und stoßen sich und machen nicht alle dasselbe. Da gibt es dann Nebenprodukte, häufig sind das die spannenderen noch. Ja, aber da muss man schauen können. Man muss fragen, wieso ist das jetzt entstanden? Ja, das ist ein Abenteuer. Sie haben jetzt sozusagen das Netz als etwas nicht Konsistentes geschildert und die Naturwissenschaft ist konsistent. Und haben wir uns mit beschäftigt vor ein paar Jahren und leider muss man ja sagen, dass die Naturwissenschaft eigentlich konsistent sein könnte, aber gerade weil eben die Leute lieber Abenteuer haben, als etwas zu replizieren, tut das nicht so sehr. Und Sie kennen sicher die Diskussionen über die Reproduzierbarkeit von naturwissenschaftlichen Ergebnissen, die ist nicht so, wie man sich die vorstellt. Das ist richtig, aber die Frage ist, wer ist schuld daran, die Natur oder wir? Ich würde mal in erster Näherung versuchen, dass wir dann noch nicht genug wissen, um wirklich reproduzierbar zu arbeiten. Es kann natürlich sein, dass auch die Natur sich ändert. Darüber überlegen Kosmologen sehr angestrengt, weil deren Theorie ist im Moment wackelig geworden, ja, mit den neuesten Erkenntnissen. Das funktioniert jetzt doch ein bisschen an, aber das wissen wir nicht. Unser Zeitskala spricht alles dafür, dass die Gesetze sind. Würde ich sagen. Das Netzwerk, empfinden dieses Performance, was Sie am Anfang beschrieben haben, das erinnert mich sehr an das, was Michael Polanyi in seinem Buch das Tacit Dimension of Knowledge beschreibt. Tacit Knowledge, ja. Das ist das, was ja, Sie meinen. Ja, der Polanyi hat das sehr gut geschrieben. Meinst du, dass es explizierbar ist? Weil Polanyi ist das Tacit niemals, oder Implicit niemals explizierbar.
ist ja die Idee bei Polanyi. Ja, die Frage ist wie? Durch Performance oder durch Sprache? Aber möglicherweise nicht, aber durch Performance. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen. Du hast ja sozusagen im zweiten Teil oder vor allen Dingen jetzt hier im Teil 4 sozusagen diese alte naturphilosophische Metapher des Dialogs mit der Natur so stark gemacht. Und die ganze Redeweise, wie du über die Natur geredet hast, ist ja total anthropomorph gewesen. Also die Natur ist unerbittlich. Mal sehen, ob die schon ausgelernt hat. Also das hieß dann, dass die Gesetze sich ändern, ja, also eben nicht konstant sind, dass die Natur da irgendwie was macht und dass wir mit ihr in einem veritablen Sinn in einen Dialog treten können. Das sind ja relativ hohe Annahmen. Ja, wir haben jetzt einen Dialog hier und ich erwarte eine bestimmte Art von Art der Reaktion und du bei mir eben auch. Aber das ist ja bei der Natur meistens nicht so. Die Frage ist, ob diese Metapher so glücklich ist. Und gleichzeitig ist es doch so, dass du einen relativ starken sozusagen Realismus vertrittst, oder? Also ich meine, im Dialog kann ich den anderen irgendwie ändern, also potenziell. Bei der Natur scheint das ja nicht der Fall zu sein. Das wäre die Konstanz der Naturgesetze. Ja, ja. Wir können sehr viele Anfragen stellen. Bisher haben wir keinen Beleg, dass sich dadurch Naturgesetze verändert hätten. Ich meine, diese ganze Redeweise mit Contact with Reality oder so, das ist ja total. Nicht Reality, das vermeide ich wirklich. Ich kann nur sehen, was wirkt. Ja, Reality ist mir viel zu groß und Wahrheit auch. Ja. Da lasse ich die Finger davon. Ja. Das scheint so zu sein, dass da draußen irgendwas ist und damit machen wir dann Kontakt. Und das ist sozusagen unabhängig von unseren Annahmen, die wir schon in diesen Dialog mit reinbringen. Und dann diese Netzwerkidee könnte man ja so nutzen, dass wir eben verschiedene Netzwerke haben. Dafür hast du dich ja ganz am Anfang auch ausgesprochen. Die müssen nicht kompatibel miteinander sein. So gehen wir auch durchs Leben. Die Idee, dass wir sozusagen so ganz konsistente Weltbilder haben oder uns diese Dinge sozusagen so konsistent strukturieren, ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist auch nicht schlimm. Aber dann wären da draußen weder eine Realität noch eine Wirklichkeit, sondern eben mehrere. Und die ist nicht davon unabhängig, was wir jetzt in diesen Dialog, wenn man das so nennen möchte, hineingehen. Also worauf ich hinaus will, ist, ich sehe sozusagen zwei Richtungen, die miteinander nicht zusammenpassen, die das rote Fädchen der Ausführung sind. Weißt du, was ich meine? Ja, aber vielleicht ist einfach das, was ich als falschen Ansatz dabei sehe, was du sagst, die unterschiedlichen Gewichte, über die wir da sprechen. Ja? Ich darf zwar mit der Natur in Kontakt treten, ich bemerke auch, dass sie merken, es ist passiert etwas. Ich habe einen Plan, ich gebe A und B zusammen oder ich gehe auf eine Skitour. Aber die Natur wird, nur weil ich auf der Skitour bin, wird sie ihre Gesetze verändern. Also sehr aufpassen, was ich tue. Und das ist im Labor auch so. Ja, sie wird das machen, was sie kann und auch wenn ich eine falsche Zielsetzung habe, wird sie das nicht machen. Das passiert ja häufig. Sie wird mir zeigen, was die Macht. Und insofern, ich kann nicht ausschließen, dass ich eine gewisse Einwirkung auf sie habe, weil alles, was sie wird, hinterlässt eine Spur, ja, aber ich weiß nicht, wie groß die Gegenwart ist. Sie gehen von Chemie aus und Physik gehört vielleicht dazu. Da ist wohl das Experimentieren mit der Natur, die immer gleich antwortet, noch ein gutes Bild, wenn wir zu komplexeren Dingen übergehen, die dann auch sich entwickeln, auch etwas mit Menschen zu tun haben, ist vielleicht das Bild nicht ganz so geeignet, also dass man da immer wieder die gleiche Antwort kriegt, ist in der Soziologie sicher nicht so. In dem Sinn ist es vielleicht ein Bild, das dann auf alle Wissenschaften anwendbar ist und auch nicht auf alle empirischen Wissenschaften, also auf Soziologie kann ich empirisch arbeiten, aber ich glaube, die Wirklichkeit ist da nicht so konstant wie die Natur, wie Naturgesetze in der Chemie. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Einwurf.
meiner Meinung nach hängt es davon ab, wer mit wem redet. Und welche sozusagen inneren Theater dabei aufgeschaltet werden. Weil das führt zu einem Response, der lernt während des Dialogs. Es gibt sozusagen eine gemeinsame Geschichte. Und das sehe ich bei dem Dialog mit der Natur bisher nicht, es sei denn, die Naturgesetze. Natur heißt? Chemie und mit der Natur, ja, Experimente mit der Wirklichkeit, Chemie, Physik, wenn man es mal. Oder nehmen wir Physik, ja. Essling hat sehr schön gezeigt, es sind ganz wenig Teilchen, nur fernab von denen, die wir haben. Und ja, es wird die nicht zwingen können, irgendwas zu tun, was die nicht wollen. Ja? Die tun alles, was sie können, um der Situation gerecht zu werden, aber sie werden nicht eine Vorgabe erfüllen, wo die Natur sagt, geht nicht. Die Frage ist, ist alles möglich in der Physik? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Wunderbar. Die Frage war ja ein bisschen, wo endet letztendlich die Naturwissenschaft? Oder so habe ich es verstanden. Das ist natürlich eine offene Frage. Klar. Auch wenn ich weiß, meine Vorstellung ist natürlich, wir sind alle in Hamilton, komplizierter Hamilton, könnte man hinschreiben und das ist es, aber irgendwo hat man doch das Gefühl, dass es nicht passt. Da können wir auch irgendeine andere Metapher nehmen. Von Rilke. Weil der Hamilton nicht so gut funktioniert. Der Einwand, den ich vorhin so vorsichtig sozusagen formulierte, war ja sozusagen diese Realität oder die Wirklichkeit, davon sprichst du ja, die gibt es nicht, sondern die pluralisiert sich und das ganze Bild, auch der metaphorische Rahmen von Dialog mit der Natur, scheint so etwas aber vorauszusetzen. Ein anderer Einwand, auch klassisch, gegen sozusagen so einen starken Realismus wäre, das ist sozusagen dieselbe Frage, die ich von Tillmann gestellt hatte, war, das ist jetzt näher auch an den Experimenten, normalerweise Hacking-Frage, ja? Also die Unterscheidung zwischen representing und intervening, ja, und die Zuordnung der Experimente in diesem Hacking-Buch zu dem, was er machen oder Intervention nennt. Und er nimmt die Experimente ja nicht als etwas, was ein Dialog mit der unerbittlichen Natur in dieses Register gehören würde, sondern Experimente sind das erste Kapitel dieser Intervention. Wie stehst du als Chemiker dazu? Also, ja, dass man, wenn man Experimente macht, dass worauf die Experimente angewendet werden oder die technischen Dinge, wie das Reinberger nennen würde, dass die den Zustand da ändern. Und wie geht die Chemie damit um? Völlig klar, natürlich, ja. Natürlich habe ich eine Wirkung auch auf die Wirklichkeit. Oder auf mich und ich auf sie. Das Einzige, von dem ich annehme, dass es existiert, von dem ich ahne. Kann. Ja, Wahrheit ist vielleicht eine Netzwerkeigenschaft, die größer das Netzwerk ist. Aber da sind wir schon auf scharfen Punkten. Also, ich sehe, was wirkt und ich kann Einfluss nehmen. Aber jeder Stein, der vom Berg fällt, nimmt einen Einfluss, genauso wie jeder Bergsteiger, der abstürzt. Ja, da kommt es jetzt nicht drauf an, ob der noch einen Gedanken hatte, während der abstürzt. Am Aufschlagpunkt reagiert die Natur ähnlich. Also die Frage ist dieses das anthropogene Prinzip, hier ändert was. Es ändert sich da und was. Und manchmal sind wir das, die wir dann bedienen. Das ist jetzt sehr viel pausenlos. Aber hängt es nicht stark davon ab, ob man in seinem Naturverständnis die Gesetzmäßigkeiten oder die Klassen und Individuen, also die das Periodensystem als eine Darstellung von Interaktionsformen interpretiert und dann im Grunde schon in die Richtung Naturgesetzmäßigkeiten gedrückt, sage ich jetzt mal. Man kann es natürlich auch als ein Zoo von Klassen
so. Und diese Elemente sind irgendwann entstanden, die gab es auch nicht immer. Dann haben sie also auch eine Historizität bei diesen Typen von Individuen in der Natur. Und wenn sie biologische Experimente machen und eine Bakterienkultur bestrahlen, dann verändern sie diese Bakterien innerhalb von 20 Minuten ziemlich radikal. Und die verdauen dann irgendwas anderes, nachdem sie mutiert sind, eingegangen sind, sondern die Strahlung überlebt haben. Und das ist ja auch ein Experiment. Das ist ein Experiment, wo vielleicht eine neue Bakterienklasse entsteht. Da machen sie in kurzer Zeit etwas, was, wenn es nicht im Labor passiert, normalerweise ein bisschen länger dauert. Wir haben ja auch künstliche Elemente geschaffen, Erzeugung von uns, von nicht sehr stabilen Gebilden. Und das ist dann ja eine andere Perspektive, würde ich sagen. Eine, die die Gesetzmäßigkeiten nicht so stark betont, sondern eben die Klassifizierung, die ist nicht so in mehr, war eine alte Perspektive, eine aristotelische Perspektive auf die Natur. Aber ich finde, es ist eine, die ihre Berechtigung nicht völlig verloren hat. Also die Natur besteht nur aus Gesetzmäßigkeiten und Netzwerken, sondern sie besteht aus Individuen und Klassen von Individuen. Ich dachte, ich hätte das angedeutet, über die Möglichkeit, kreativ zu sein. An den Archäologie mit dieser Möglichkeit, etwas Neues zu machen. Ich behaupte eben nur, es hängt nicht unbedingt von mir ab. Kann auch anders passieren. Gut, vielleicht kann ich gezielter heute Randbedingungen setzen, nachdem ich gelernt habe und gelernt habe, wie das geht. Aber die Existenz des Lebens an sich auf diesem Planeten, natürlich dürfen wir den Zeitvektor nicht vergessen. Das heißt, es passiert dauernd etwas. Ja, wir sind drin, aber wir sind nicht die, die das darf mitarbeiten. Ich würde sagen, die Existenz von Aspirin hängt weniger von menschlicher Kreativität ab als von den Naturgesetzen. Naja, von Schamanen, die eben diese Weidenrinde zum ersten Mal abgeschält und benutzt haben. Schwierige Frage. Letztlich, die meisten Medikamente haben wo soll man da anfangen? Klar, natürlich. Vor allen Dingen, wenn wir uns der menschlichen Kulturgeschichte das meiste natürlich betrieben sein von uns. Ich weiß nicht, wie das für die anderen Lebewesen aussieht. Auch aktiv teil. Also, Frage schwer umsetzen. Fragen? Du hattest ja diesen Fall, dass man A will und B kriegt. A schon auf ein ist. Also man nennt das nicht rückläufig Experiment, sondern hat sich damit etwas vorgenommen mit einer Klaviatur. Dann kommt was ganz anderes raus und du schreitest ja, dass das ein Fehler da ist, sondern das kann ganz ziemlich cool sein. Dabei sind sozusagen jetzt genau die beiden Fälle, die eben und immer unterschieden werden, wo man mit einem Szenario vereinigt, nämlich eben das Szenario entweder dieser totalen Ordnung des Experimentes, eine Forschergruppe hat eine Hypothese und danach wird dann das klassische Bild des Experiments, es ist eine Institution der Verifizierung und der Falsifizierung, der Erklärung, oder Tillmann hat er uns da vorgeführt. Oder aber es ist alles viel ungeordneter, ja, und dieses geordnete Bild überhaupt nicht wiedergeben, wie faktisch geforscht wird oder wie auch du das gemacht hast, nämlich nicht so geordnet mit einer Hypothese, mit der man loszieht und dann die irgendwie bestätigt, sondern irgendwie fängt man da an und vermutet irgendwas und dann kommt irgendwas raus. Und dieser A-B-Fall vereinigt ja beide Sachen. Wie würdest du denn das, wenn man, jetzt haben wir das Glück, jetzt hier mal Leute aus der Praxis zu haben und nicht nur als Wissenschaftstheorie, die dann irgendwie sagen, ja so läuft das und dann gibt es diese beiden Möglichkeiten und so weiter. Wie ist denn das aus deiner Forschererfahrung? Zunächst mal sollte ich hier betonen, wenn man einmal was rausgefunden hat, in der Regel dann auch reproduzierbar. Aber meistens spricht man
yield im Englischen, Ausbeute. Das heißt, es ist nie 100%. Aber man kriegt schon dann im Wesentlichen das, was andere beschreibt. Vorteil ist da, in einem gewissen Rahmen, der schlechter ist. Oder es ist eine Technologie, wenn du es rausgefunden hast, dann kannst du es so produzieren, aber wenn du es nicht produziert hast, dann hast du ja nichts rausgefunden. Ja genau, deshalb ist das ja auch nicht spannend. Ja. Das ist ja dann nur für Anwendungen interessant, wenn man sagt, jetzt brauchen wir noch 10 Kilo Aspirin. Dann ist es wichtig. Ja. Das ist, teilweise ist es viel schlimmer. Es gibt wunderschöne Reaktionswege, die sind aufgeschrieben in Lehrbüchern, da steht genau, was passiert. Und ich bin hundertprozentig sicher, 99% von dem stimmt. Aber das Ergebnis. Vorstellungen sind viel zu einfach, weil es ist schwierig zu messen, was in so einer Flüssigkeit von verschiedenen Komponenten bei molekularer Größe sich alles arrangiert und dann letztlich dazu führt, dass am Ende dieser Output-Kanal gefunden wird. Ja? Also wir schreiben das dann auf, es macht Sinn, aber ich behaupte, wenn man wirklich reinschauen würde, Anfang und Ergebnis stimmen, ja, aber zwischendrin. Wie stark dürfte man denn die Physik ändern oder auch das Periodensystem, mal ganz konkret, dass man eigentlich noch die gleichen Grundprinzipien hat, die in der Chemie sind? Also nehmen wir an, wir dürften jetzt rausstreichen, Elemente oder sowas. Und wie viel dürften wir rausstreichen, damit es noch im Wesentlichen? Danke für die Frage. Ich kann zwei Antworten geben. Eine liegt mir sogar auf dem Herzen, weil ich habe gerade mit viel Begeisterung das Buch von Barnes gelesen, The Fortunate Universe. Der überlegt, wie müssen die Parameter eingestellt sein, damit überhaupt Elemente entstehen können, damit überhaupt Sonnen entstehen können, die Elemente produzieren. Wieso sind wir nicht in einer Neutronenwelt, weil Proton plus Elektron gibt doch Neutronen und Neutronen haben wir doch. Wieso hat das Ding mit unserer Lebensdauer von 6 Stunden? Ja, und nicht wie das Proton von unendlich. Warum wirkt da die elektromagnetische Kraft? Und die kümmern sich um die Frage und kommen zu unglaublichen Unwahrscheinlichkeiten für unser Weltall. Ja, für das Feintuning dieser Basisparameter. Das führt zu diesen 90 Elementen, die sehen ja auch nur auf der Karte Protonen gegen Neutronen aus, als hätte jemand mit dem Fingernagel eine Spur gezogen, nach dem Motto, das sind sie. Und das alles andere ist nicht stabil. Das hat Lebens. Sehr klein. Und jetzt die zweite Frage, was davon brauchen wir sozusagen, was ist sinnvoll? Schwierig zu sagen. Es gibt natürlich Target-Elemente, da weiß man schon, die machen tolle Sachen so, Perovskite in der Physik Target-Phasen sind. Ja, da weiß man, mit denen kann man spielen, die sind nicht böse, aber sie antworten. Ja, man kann die richtig quälen, sie zerfallen nicht gleich. Das gibt es auch, aber dann gibt es viele Dinge, die sind exotisch und die haben doch Anwendung. Und gerade die exotischen zeigen dann ganz neue Verbindungen, von denen wir häufiger nicht anfangen sollen. Die liegen nun mal schon im Archiv und vielleicht kommt mal der Zeitpunkt, wo jemand sagt, das habe ich doch mal gesehen. Das ist doch nicht nichts. Ja. Kurze Lebensdauer, aber für medizinische Anwendung, gerade deshalb enorm. Ich weiß nicht, was wäre, wenn wir doppelt so viele Elemente hätten. Vielleicht wäre es schon so komplex, dass seit vielen Jahren kommt mir immer wieder die Idee, völlig logisch sind die Griechen auf den Atom gekommen. Und zwar aus der einfachen Überlegung, aber das ist jetzt meine, wenn es unendlich kleine Dinge gäbe, müsste man eigentlich postulieren, dass diese Welt unendlich kompliziert werden kann. Nicht unsere Beobachtung. Nicht unendlich kompliziert, weil sie strukturiert. Das ist vielleicht eine Randbedingung. Darf nicht unendlich kompliziert.
Aber wer die setzt? Hier noch eine Verständnisfrage, die zurückgeht auf den überraschenden Anfang, nämlich mit Schlafen und dem Element davor, nämlich den Lego-System, dem Netzwerk, Denken und Schlaf, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Institution im Tageszyklus, wo wir im Grunde auch mit uns selbst experimentieren, wo beide Elemente zusammenkommen. Ist das richtig? Oder was ist der, was ist dieses Intro? Also die Hypothese ist, dass sich um einen Umschreibprozess handelt, wenigstens um einen Versuch. Ich kann Lego-Informationen ansammeln, das ist kein Problem. Solange ich noch Lego, das heißt, ich kann einfach kleine Flashes, Events aus dem täglichen Leben einfach speichern und kann sie völlig unabhängig speichern. Erst wenn sie korreliert werden müssen, muss Konsistenz erzeugt werden, damit ein vernünftiges Weltmodell. Wenn ich die nicht korreliere, kann ich die einfach speichern. Also zum Beispiel Leute mit fotografischem Gedächtnis, die speichern das einfach alles. Soweit ich bin, ist da ohne große Korrelation. Also ich würde einfach leugnen, dass es diese Lego-Steine gibt. Das ist diese Lego-Steine. Ja, ich meine, wir arbeiten ja häufig so, dass wir sagen, ich schaue mir mal einen Baum an. Erscheint vor meinem inneren Auge das Bild eines Baumes. Ich sage aber nicht, welcher Baum. Wo steht der? Welche Blätter? Ist ein Nadelbaum oder nicht? Ja. Wir stellen ganz scharfe Randbedingungen, um ein Problem auszugrenzen, um das Problem konzentriert zu lösen. Das nenne ich Lego. Ich habe gesagt, Lego-artig. Ja. Ja. Bitte mich nicht auf absolute Aussagen festlegen. Das kann nicht. Dann ganz herzlichen Dank. Dann machen wir eine kleine kurze Pause. Ja, willkommen zur letzten Runde. Jetzt haben wir es auch geschafft, dass es diese PowerPoint-Präsentation gibt. Sie stammt von Michael Hamper. Ich freue mich, dass er hier ist. Und er wird den letzten Vortrag halten. Er ist Professor für Philosophie an der ETH Zürich. Nach Professuren in Kassel und Bamberg ist er also seit 2003 hier an der ETH. Seine Forschungsschwerpunkte sind ganz vielfältig. Wissenschaftstheorie, kritische Theorie und Metaphysik, aber auch Wissenschaft und Öffentlichkeit. In seinen Publikationen ist spürbar, dass da auch eine größere oder eine nicht nur philosophische, im engeren Sinn akademisch-philosophische Leserschaft anvisiert wird, wie zum Beispiel in Tukuska oder Das Ende der Natur, ein naturphilosophisches Buch, München, Hansa 2011, oder doch eher wieder akademisch, Die Lehren der Philosophie, eine Kritik aus dem Jahr 2014. Und nun hören wir einen Vortrag mit dem ganz kurzen, lakonischen Titel Experimente als Selbstkritik. Schönes Lesen, ja, so. Vielen Dank. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich heute im ersten Teil der Veranstaltung nicht da sein konnte, wegen Vorsteher, Pflichten und Lehre. Kann ich nur den zweiten Teil mitmachen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was schon vorher erzählt worden ist. Dann winken Sie und dann mache ich einfach schneller. Der Hintergrund meiner Beschäftigung mit dem Experiment ist weniger ein wissenschaftsphilosophischer, obwohl er auch vorkommen wird, als einer, der etwas mit der Philosophie des Pragmatismus zu tun hat, einer spezifischen philosophischen Richtung, die in Amerika entstanden ist und die sich vor allen Dingen darum gekümmert hat, die Relevanz von wissenschaftlichen und philosophischen Aussagen für die Lebenserfahrung zu untersuchen und sogar die Möglichkeit des Bezugs auf die Lebenserfahrung als ein Qualitätskriterium für wissenschaftliche und philosophische Untersuchungen genommen hat. Das ist das Mikrofon? Das ist, glaube ich schon grün. Ja. Wo ich auf diese Fragestellung des Pragmatismus möchte ich Ihnen aber doch einige
Überlegung aus der Wissenschaftsphilosophie präsentieren. Das ist jetzt auch wieder, das sind auch wieder Überlegungen, die aus einer speziellen Richtung der Wissenschaftsphilosophie kommen, nämlich aus der historisch informierten Wissenschaftsphilosophie. Das klingt jetzt so, als gäbe es eine historisch uninformierte Wissenschaftsphilosophie. Das bedeutet aber lediglich, dass diese Ergebnisse aus einer Wissenschaftsphilosophie stammen, die die Frage ablehnt, was das Wesen des Experimentes ist. Also Wesensfragen zu stellen, ist ja etwas, was aus der aristotelischen Metaphysik kommt und was in der Wissenschaftsphilosophie fortgesetzt worden ist, dass die Wissenschaftsphilosophie sich gefragt hat, was ist das Wesen von Wissenschaft, was ist das Wesen von Theorie und was ist das Wesen von Experiment. Und immer wenn die entsprechenden Philosophen etwas ausbekommen haben, haben ganz viele Wissenschaftler aufgeschrien und gesagt, ja, so ist es aber nicht, das gilt jetzt nur, und meistens galt es immer nur für die Physik oder die Mathematik und nicht für die Chemie und die Biologie, weil die entsprechenden Wissenschaftsphilosophen besonders in diese exakten Disziplinen verliebt waren am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und durch Leute wie Thomas Kuhn und Paul Feierabend hat sich die Wissenschaftsphilosophie dann im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wesentlich verändert. Und die meisten Wissenschaftsphilosophen heute versuchen, sehr auf die Einzelwissenschaften einzuzoomen und herauszufinden, was für Erkenntnisstrategien in der Physik, in der Mathematik, in der Chemie, in der Biologie eigentlich verfolgt werden, und betrachten den Theoriebegriff und den Experimentbegriff eigentlich als etwas relativ Oberflächliches, das nicht richtig verständlich macht, welchen Erkenntnisstrategien in den Einzelwissenschaften eigentlich gefolgt wird. Und diese detaillierten Studien zu Einzelwissenschaften wieder etwas in den Hintergrund drängt, gibt es eine Kategorisierung des Wissenschaftshistorikers und Wissenschaftsphilosophen Friedrich Steinle, der an der Technischen Universität Berlin arbeitet, die ich Ihnen hier etwas variierend präsentiere, der zwischen verschiedenen Formen des Experimentierens unterscheidet, die vielleicht auch unterschiedliche Stadien der Wissenschaftsentwicklung betreffen und für verschiedene Disziplinen auch unterschiedlich relevant sind. Steinle selbst ist berühmt geworden durch seine historischen Studien zur Entwicklung des Elektromagnetismus, und seine Arbeit zu Oersted und Ampere haben es nötig gemacht, die Kategorie des explorativen Experimentes zu bilden als eine wissenschaftsphilosophische Kategorie. Wenn Oersted mit elektrischen und magnetischen Systemen experimentiert hat und dann einfach geguckt hat, was passiert, wenn man einen Magneten in die Nähe eines elektrischen Kreises bringt und wenn man umgekehrt eine Magnetnadel in der Nähe von elektrisch aufgeladenen Systemen beobachtet hat, dann war das etwas, was erstmal ohne eine Arbeitshypothese passierte, wo keine Gesetzesannahme vorhanden war, sondern man guckte erstmal, was da überhaupt passiert und sah, da gibt es Zusammenhänge zwischen den elektrischen und den magnetischen Kräften, die man seit der Antike kannte, die aber eher was Kurioses gewesen sind, also eher eine Jahrmarktsveranstaltung darstellten, aber nicht ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchung physikalischer Kräfte waren. Und am Anfang eben der Entwicklung einer Theorie des Elektromagnetismus stehen Experimente, die ohne Hypothese stattfinden und die eben Steinle explorative Experimente genannt hat. Ich könnte Ihnen jetzt auch Beispiele aus der Biologie nennen, wo man verschiedene Stoffe auf Lebewesen loslässt, um überhaupt zu gucken, ob die irgendeinen Einfluss auf ein physiologisches System haben, dieser Lebewesen, ohne eine Arbeitshypothese zu besitzen. Also am Anfang einer wissenschaftlichen Disziplin, aber auch am Anfang der Entwicklung einer wissenschaftlichen Theorie stehen nicht einfach Gedanken, Hypothesen, Theoreme, die man dann testet, sondern es steht auch so etwas wie ein Herumtasten in einem empirischen Feld, und das kann man auch als ein Experimentieren bezeichnen, aber es ist dann eben ein spezielles Experimentieren, eben ein Explorieren.
Und das muss man unterscheiden von einem Experimentieren, das bereits unter einer Arbeitshypothese besteht, stattfindet. Das ist vielleicht die Art von Experiment, die Sie immer im Kopf haben, wenn Sie von wissenschaftlichen Experimenten hören. Das validierende Experiment, von Verifikation sprechen die Wissenschaftsphilosophen nicht mehr so gerne. Warum, können wir jetzt vielleicht erstmal außen vor lassen. Also das validierende Experiment findet statt, um zu gucken, ob eine Hypothese bestätigt werden kann. Die Äther-Hypothese, die produziert werden musste, weil man elektromagnetische Wellen eben in dieser Metapher der Wellen beschrieb und Wellen ein Medium zur Ausbreitung brauchen, muss man eben dieses Medium in Form des Ätherwindes experimentell messen wollte, war eine wissenschaftstheoretisch interessante Hypothese, weil sie eben auf einer Metapher beruht, der Übertragung. Also einerseits gibt es natürlich die Mathematik, die Sie haben, um die Ausbreitung von Wellen, von Wasserwellen oder von Luftwellen zu beschreiben, und die ist anwendbar im Bereich des Elektromagnetismus. Und andererseits gibt es eben den metaphorischen Anteil, der mit dieser Mathematik wenig zu tun hat, nämlich dass es ein Medium geben muss, in dem sich die Welle ausbreitet. Das hat vor allem die Wissenschaftsphilosophin Mary Hessen genauer untersucht, wie sich mathematische und metaphorische Anteile auch in physikalischen Theorien zueinander verhalten. Der ganze Elektromagnetismus ist metaphorisch ziemlich aufgeladen, also auch die Redeweise von Strom ist ja eine metaphorische, obwohl wir heute weniger an den Jepper und die Moskwa denken, wenn wir vom Strom reden, sondern eher an das, was hier durch diese Kabel flitzt. Ist es ursprünglich eben die Bewegung einer Flüssigkeit gewesen, die Bedeutung von Strom, die angewendet wurde, dann auf dieses Phänomen der elektrischen Kräfte. Und dieses Michelson-Morley-Experiment ist eben der Test einer Hypothese, die durch die Übertragung der Fluiddynamik in den Bereich der Elektrizitätslehre entstanden ist. Und dieses Experiment wird im Nachhinein interpretiert, jedenfalls durch die Deutung, die Einstein ihm dann gegeben hat, als eine Falsifikation dieser Hypothese. Und das ist das, was in der Wissenschaftstheorie als der Standard eines validierenden Experimentes durch Popper charakterisiert worden ist, der ja bekanntlich der Meinung gewesen ist, dass die entscheidenden Experimente in der Wissenschaft falsifizierenden sind und nicht die bestätigenden. Viel häufiger als solche validierenden oder falsifizierenden Experimente sind theatralische oder pädagogische Aufführungen von Theorien oder Hypothesen. Die Bezeichnung theatralisch oder pädagogisch soll nicht irgendwie eine Abwertung dieses Experimenttyps kennzeichnen. Wenn ein Theaterautor ein Stück schreibt und dieses Stück aufgeführt werden soll und es gelingt keinem Regisseur, das Stück aufzuführen, aus welchen Gründen auch immer, dann spricht das nicht für das Theaterstück. Die Leute in Weimar sagten zu Goethe, als er den Faust 2 geschrieben hatte, und da kommen ja irgendwie am Anfang Elefanten vor, und es geht alles noch viel, viel schlimmer zu, was die Zauberei angeht, als in Faust 1, dass man dieses Stück doch nicht aufführen könnte. Und dann sagte Goethe in seiner Hochmäßigkeit, das ist ja nicht mein Problem, so schlimmer fürs Theater, und irgendwann wird man es schon aufführen können. Das kann man natürlich als Theoretiker auch immer sagen. Es gibt wenn man noch kein Experiment findet, das die eigene Theorie irgendwie sichtbar und plausibel macht, dann müssen halt die Experimentatoren oder die Ingenieure, die entsprechende Apparate bereitzustellen haben, noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber im Prinzip ist die Aufführung von etwas auch so etwas wie ein Test der Qualität dessen, was man da aufführt. Und
ein berühmtes theatralisches Experiment ist das, das die Annahme eines Vakuums betrifft, die berühmten Magdeburger Halbkugeln, die zusammengefügt wurden und in denen ein Vakuum erzeugt wurde und die von Pferden wieder auseinandergerissen werden sollten. Das war kein Experiment, das etwas testete, sondern das war im Grunde vorher schon klar gewesen durch andere, weniger spektakuläre Experimente, dass es so etwas wie ein Vakuum geben kann. Eine zu der damaligen Zeit eine steile Hypothese, aber in diesem Fall war es eben ein öffentliches, auf dem Marktplatz stattfindendes Experiment, was eine Hypothese öffentlich oder eine These öffentlich sichtbar machte, aufführte. Der berühmteste Experimentator, vor allen Dingen in der Elektrizitätslehre, der solche theatralischen und pädagogisch besonders wirksamen Experimente ausführte, war Lichtenberg in Göttingen gewesen, der in einem Jahr, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dass 1790 war, 600 Experimente im Hörsaal vorgeführt, 600 verschiedene Experimente im Hörsaal vorgeführt haben soll. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat, aber er ist als großer Pädagoge, der besonders wirksame öffentliche Experimente durchführen konnte, berühmt geworden. Und das ist ja auch ein Job von uns allen als Hochschullehrer, gute pädagogische Experimente durchzuführen, um das, was im Lehrbuch steht, tatsächlich anschaulich zu plausibilisieren. Von diesen drei Typen des Experimentes kann man noch einen vierten Typ unterscheiden, der so ähnlich ist wie das explorative Experiment. Ich führe das hier deshalb an, weil es dann für die Betrachtung zum Pragmatismus eine gewisse Rolle spielt, nämlich das systematisierende Experiment, das Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen theoretischen Bereichen herstellt. Ich habe mal ganz kurz in den 80er Jahren auch in der Biologie experimentiert und selbst ein systematisierendes Experiment gemacht. Da ging es um die Anzahl von Synapsen im Hypothalamus von Mäusen, um die Stressanfälligkeit dieser Tiere und die Fähigkeit, etwas zu lernen. Systematisiert werden sollten in dem Zusammenhang Genetik, Neurologie und Lernverhalten. Man wusste, wie die Anzahl von Synapsen im Hypothalamus genetisch determiniert ist zu der Zeit. Man ging davon aus, der Hypothalamus hat etwas mit Emotionen zu tun. Und es gab die Hypothese, dass die Art und Weise, wie ein Lebewesen emotional auf seine Umwelt reagiert, Folgen für das Lernverhalten hat. Das war zu einer Zeit, als man noch so von einem neurogenetischen Determinismus ausging. Da gab es Mäuse mit wenigen Synapsen im Hypothalamus, mit mittelfielen und mit ganz vielen. Und die mit mittelfielen Synapsen haben am besten gelernt. Die mit wenig Synapsen haben auf Bestrafung ziemlich unproblematisch reagiert. Die Bestrafung machte denen nicht viel aus. Während die mit vielen Synapsen im Hypothalamus quasi die Panik kriegten und gar nichts mehr machten, Freezing Behavior zeigten und deshalb auch nicht lernten. Und die Leute, die das Labor und den Versuch erfunden haben, glaubten, dass sie Lerntheorie, Neurologie und Genetik zusammenführen können mit dieser Art von Experimenten, quasi psychobiologische Systematisierung treiben können. Ich nehme an, Ihnen fallen aus Ihren eigenen Disziplinen Experimente zu diesen vier Klassen ein. Ich glaube, es gibt diese vier Klassen vermutlich in allen Disziplinen, auf jeden Fall die pädagogischen Experimente und die validierenden Experimente gibt es sicher in allen Disziplinen und die stellen sich vielleicht in der jeweiligen Disziplin etwas anders dar, aber ich denke, das hat einen gewissen Allgemeinheitsgrad, diese Kategorisierung. Der amerikanische Philosoph John Dewey hat ein Buch Logic, Theory of Inquiry geschrieben, in der er sich auch mit Experimenten beschäftigt und eine eigene Theorie von Experimenten entwickelt, die ziemlich nah an dem ist, was in der heutigen Wissenschaftsphilosophie als systematisierende Experimente beschrieben wird. Er glaubt nämlich, dass das Experiment dazu dient, eine problematische oder undurchsichtige Situation zu klären und durchsichtig zu machen. Das heißt, wenn ein Experiment gelingt,
dann hat man dadurch eine geklärte Situation hergestellt, die vorher undurchsichtig war, und dass dabei auch die Daten geschaffen werden, die es erlauben, bestimmte Aussagen, die man theoretisch abgeleitet hat, zu rechtfertigen. Also das Experiment ist quasi auch so etwas wie eine Reinigungsveranstaltung, dass die Lebenserfahrung, die für Dewey besonders wichtig ist, quasi unrein ist und nicht richtige Daten liefert, um Theorien, die man für plausibel hält, tatsächlich testen zu können, und dass die Abschirmung, die man vornimmt, die Reinigungsprozesse vielleicht auch von Stoffen, dass das alles dazu dient, tatsächlich an die Daten zu kommen, die man für die eigene Theorie für relevant hält. Das Interessante in diesem Zusammenhang ist meines Erachtens, dass er die Begriffe, die in einer Theorie verwendet werden, dabei als Anleitungsinstrumente, als Verfahrensmittel betrachtet, um die experimentellen Operationen zu lenken. Also es ist quasi ein ganz dichter Zusammenhang zwischen Experiment und Begriffsbildung. Ein guter empirischer Wissenschaftler in Deweys Sicht bildet gewissermaßen seine Begriffe schon so, dass er dabei an das Experiment, das er eventuell ausführen wird, denkt. Und das Experimentieren führt dann dazu, dass eine Situation, die vorher eben unklar war, die irgendwie noch zu Ungewissheiten geführt hat, in eine andere Situation überführt wird, in der alles das, was von der Perspektive der Theorie aus als irrelevant, verschmutzend, verunklarend gilt, beiseite gelegt worden ist. Also die Theorie ist quasi eine idealisierende Beschreibung, vielleicht mit explanatorischem Anspruch, nicht immer in der Physik, wahrscheinlich immer mit explanatorischem Anspruch, in der Chemie und Biologie manchmal auch mit deskriptiven Ansprüchen. Die explanatorischen und deskriptiven Ansprüche können aber empirisch nicht, wenn man einfach in die Welt guckt, in der Regel belegt werden. Deshalb denkt man sich eine Empirie, eine gereinigte Empirie aus, die man dann im Labor etabliert und die so etabliert wird, dass sie zu den Begriffen der Theorie passt. Das kann man natürlich auch als eine Aufführung der Theorie interpretieren, also sowohl als eine theatralische Sicht des Experimentes wie auch als eine systematisierende. Um das zu verstehen, was Dewey hier denkt, muss man die Bestandteile eines Experimentes von vornherein als etwas, was mit Bedeutung versehen ist, betrachten. Also Dewey würde nicht einfach sagen, dass das Experiment eine Frage oder ein Dialog mit der Natur ist, sondern dass die Geräte, die in einem Experiment miteinander verkoppelt werden, aber auch die Materialien, die benutzt werden, in dem Experiment als Bedeutungsträger vorkommen. Als Bedeutungsträger, die Bedeutung, die in der entsprechenden Theorie vorgesehen werden, materiell instanziert werden. Das gilt natürlich besonders für Messinstrumente, also Voltmeter, Ampermeter und so weiter, sind materielle Strukturen, die einen bestimmten Begriff verkörpern, aber nicht durch Tinte auf dem Papier oder durch Druckerschwärze auf der Buchseite, sondern eben durch ein Instrument, das ablesbar ist, das eine Skala hat. Die Materialien, die vorkommen, werden auch nicht als aufgesammelte Materialien, sondern oft als gereinigte, isolierte Materialien und in diesem Sinne als Repräsentanten von Allgemeinheiten, von Klassifikationen, beispielsweise von Elementarteilchen oder von chemischen Elementen oder von Repräsentanten der Art, Drosophila melanogaster oder die Maus oder so etwas, ins Experiment gebracht und sind als solche auch nicht Hans oder Fritz oder dieses Stück Erde aus dem Garten, sondern eben Bedeutungsträger. Wenn ein Experiment, also Bedeutungsträger miteinander verkoppelt in Form von Messgeräten und Materialien, dann ist es nicht einfach nur eine Veranstaltung, bei der empirische Daten erhoben werden, sondern bei der semantische Verknüpfung gestiftet werden. Also werden quasi auch Begriffe aufeinander losgelassen in einem Experiment. Insofern kann man sagen, dass ein Experiment ein Denken mit Geräten ist. Also wer experimentiert, macht
tatsächlich etwas, was gar nicht so unähnlich ist wie einen Text schreiben oder rechnen. Also wir haben aber die Neigung zu sagen, da gibt es einen scharfen Graben. Das eine sind die theoretischen Physiker, die rechnen, das sind die theoretischen Chemiker, die rechnen. Und das andere sind die experimentellen Leute, die haben mit Geräten zu tun. Und die einen denken und die anderen beobachten. Vor dem duischen Hintergrund ist das nicht berechtigt, das so zu sehen, sondern auch das Experiment ist eine Form des Denkens, bei dem sich entweder bestätigt, dass ein bestimmter Bedeutungszusammenhang besteht, oder wenn ich mich in der explorativen Phase befinde, bei der ich einen Bedeutungszusammenhang überhaupt stifte, bei der ich sehe, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Magnetismus und Elektrizität, oder bei dem ich bestimmte Bedeutungen vorführe, eben im pädagogischen Fall, wo ich die Leute davon überzeuge, ich behaupte hier nicht einfach nur, dass Strahlung und Mutation miteinander zusammenhängen, sondern ich führe euch vor, wie eine Röntgenstrahlung Mutationen erzeugt. Das ist eher im Praktikum als in einem Vorlesungsexperiment. Nun gibt es eine spezifische Art von Experiment, nämlich das Experiment, das anders ausgeht, als es geplant worden ist. Auch das passiert manchmal, wenn man einfach nachdenkt, wenn man eine Gleichung auflöst und man kriegt ein anderes Ergebnis, als man erwartet hat, oder wenn man einen Rechner laufen lässt und der soll was ausrechnen und er rechnet anders, ein anderes Ergebnis aus, als man erwartet hat. Also Unerwartetes passiert nicht nur im Experiment, sondern es passiert auch, wenn man außerhalb von Experimentalsystemen nachdenkt. Aber wenn Experimentalsysteme etwas Unerwartetes erzeugen, dann führt das in der Regel eher dazu, dass man das als etwas ansieht, was den semantischen Haushalt in Unordnung bringt. Das liegt natürlich auch daran, aber es hängt auch davon ab, wie aufwendig das Experiment ist. Also wenn Sie so etwas wie CERN haben, dann ist natürlich der Aufwand sehr, sehr viel größer, als wenn Sie auf einem Papier einfach eine Gleichung lösen. Und Sie nehmen, aber das, wie Herr Esslinger sagen, dass da ernster genommen wird, also die Experimentalergebnisse von so aufwendigen Systemen oder Rechenergebnisse, die man auf dem Papier erzeugt. Aber so ökonomisch kann man sagen, wenn ich da so viel Aufwand, so viel Ingenieurskraft reingesteckt habe und es kommt nicht das raus, was ich erwartet habe, dann ist das schon was Gravierendes. Sollte man denken, dass es etwas, was unangenehm ist. Es ist in gewisser Hinsicht richtig, dass das vielleicht unangenehm ist, wenn man Experimente als etwas ansieht, was mit Validierung zu tun hat. Aber das ist ja nur ein Typ von Experimenten, dient der Validierung. De facto, sagt Dewey, hat die Institutionalisierung von Experimenten damit zu tun, dass man auf unerwartete Ausgänge hofft, weil ein Aspekt, und das ist für Dewey der wesentliche Aspekt von Wissenschaft, darin besteht, dass sie ein selbstkritisches System ist. Also Wissenschaft ist nur deshalb in Deweys Augen etwas, was mit Vernunft oder Vernünftigkeit zu tun hat, weil die Kritik nicht nur in agonalen Verhältnissen, dass sich Kollegen gegenseitig kritisieren, damit man, wenn die Kritik erfolgreich ist, selbst als jemand, der etwas herausgebracht hat, dasteht, sondern wenn Wissenschaft so etwas mit Wahrheitssuche zu tun hat, dann hat die Institutionalisierung von Experimenten, die unerwartete Ergebnisse ans Licht bringen, etwas damit zu tun, dass Wissenschaft ihrem Wesen nach selbstkritisch gestrickt ist. In diesem Zusammenhang möchte Dewey nicht nur den Unterschied zwischen Theorie und Experiment relativieren, wenn man auf die Theoriegeladenheit der Experimentalsysteme eingeht und sie selbst als semantische Veranstaltung ansieht, sondern er möchte auch die Differenz zwischen technischem und experimentellen Agieren relativieren und sagen, dass bestimmte technische Verfahren für die Wissenschaft genauso bedeutsam sein können wie im Labor veranstaltete
Experimente. Sein Beispiel im Zusammenhang ist das Trockenlegen von Sümpfen zur Malaria-Bekämpfung. Das dient auf den ersten Blick nicht dazu, irgendwie die Wahrheit zu finden, sondern die Gesundheit zu fördern. Es gibt in seinen Augen aber gar keinen Grund, zwischen Operationen und Techniken des Experimentierens in den Naturwissenschaften und denselben Operationen und Techniken zugunsten praktischer Ziele eine logische Linie zu ziehen. Das sagt er deshalb, weil es zu seiner Zeit in den 20er, 30er Jahren auch in den USA ähnlich wie in Europa noch die Degradierung des technischen Wissens gegenüber dem wissenschaftlichen Wissen oder der sogenannten Grundlagenforschung gegeben hat, gegen die sich sein Buch wendet. Er ist der Meinung, dass, und diese Vorstellung kommt ja von Aristoteles, dass Episteme und Technik irgendwie zwei ganz verschiedene Sachen sind. Der eine weiß, wie man ein praktisches Ziel verfolgt und die andere Person strebt nach Wahrheit. Diesen Unterschied will Dewey, deshalb wird er auch als Pragmatist einsortiert, bekämpfen, indem er behauptet, dass Erkenntnisse aus technischen Zusammenhängen genauso bedeutsam sein können wie Erkenntnisse, die nur im Labor erzeugt worden sind. Und deshalb möchte er, dass man keine scharfe Linie zwischen der technischen Empirie und der Empirie des Experimentierens ansieht. Man kann ein technisches Verfahren, wenn man mit einem wissenschaftlichen Auge darauf schaut, auch als ein Experiment, das außerhalb des Labors stattfindet, betrachten. Das Aufheben des Grabens zwischen Experimentieren und technischen Verhalten hat bei Dewey damit zu tun, dass er die praktischen Ziele, die mit technischem Verhalten verfolgt werden, sehr stark auf die Lebenserfahrung bezieht. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, die wir, wenn wir unsere Lebenserfahrung strukturieren, zu befriedigen versuchen. Gesundheit ist nur eins davon. Wir werden gleich noch ein anderes kennenlernen, die Suche nach Intensität, nämlich Dewey ist in der Meinung, dass die Einführung des Experimentes als einer selbstkritischen Instanz, also des Experimentes, das anders ausgehen könnte als erwartet, eine spezifische Errungenschaft der historischen Epoche der zweiten Aufklärung, also im 17. Jahrhundert, ist die erste Aufklärung, als erste Aufklärung bezeichnet man die Zeit, in der Sokrates gelebt hat, wo das Argument in Politik und Ethik eine gewisse Relevanz gegenüber der Konvention erhalten hat. Und er ist der Meinung, dass die moderne Naturwissenschaft, die experimentell verfährt, sich zur antiken Naturwissenschaft von Archimedes beispielsweise, auf den sich ja Galilei bezogen hat, dadurch unterscheidet, dass in der antiken Naturwissenschaft das Experiment als selbstkritische Institution eben noch nicht etabliert war. Da haben die Leute zwar experimentiert, aber es gehörte nicht zu ihrem Wissenschaftsverständnis zu experimentieren. Während die Vorstellung, dass die Wissenschaft ein vernünftiges Projekt ist und dass sie vernünftig ist, weil sie selbstkritisch ist, ganz wesentlich daran hängt, dass das Experiment, das anders ausgehen kann, als man es erwartet, als Institution akzeptiert wird. In diesem Zusammenhang kann man eine gewisse Parallelisierung zwischen der Institutionalisierung der Gewaltenteilung im politischen Bereich, in Legislative, Exekutive und Jurisdiktion, wo es auch so etwas wie bedeutungsstiftende, Bedeutung ausführende und Bedeutung überprüfende Instanzen gibt, die sich gegenseitig kritisieren können. Also die Jurisdiktion kann die Legislative und die Exekutive kritisieren, dass sie bestimmte Bedeutungszusammenhänge nicht richtig gesehen hat. Diese Gewaltenteilung im politischen Bereich macht eine Selbstkorrektur von politischen Systemen möglich. Und man braucht diese drei Gewalten als Institutionen, damit diese Selbstkritik möglich ist. Und genau etwas Ähnliches könnte man in der Wissenschaft annehmen, dass durch die Trennung von Theorie, Experiment und Lebenserfahrung eine gegenseitige Kritik dieser verschiedenen Instanzen möglich wird, dass theoretische Bedeutungszusammenhänge, die experimentell nicht aufführbar oder überprüfbar sind, eben als rein spekulativ beiseite getan werden
die mögen vielleicht plausibel sein, aber man nimmt sie nicht zu ernst und nicht weiter wichtig, weil eine Aufführung oder Validierung nicht möglich ist. Mir kommt es als Außenseiter so vor, als wäre das ein Umgang mit der Superstring-Theorie beispielsweise, dass man sagt, ja, das ist vielleicht mathematisch irgendwie ganz toll, aber weil die Dinger so klein sind, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir da jemals etwas aufführen werden können, in dem diese Gebilde eine Rolle spielen. Und Experimente, die zwar auf eine bestimmte Theorie aufführen, aber die nicht zu einer Veränderung der Lebenserfahrung führen, sind irrelevant. Das ist natürlich etwas, wo man manchmal lange warten muss, bis es eine in der Lebenserfahrung sichtbare Folge von experimentell validierten Theorien gibt. Das Beispiel, was in der Wissenschaftsphilosophie da immer benutzt wird, ist die Relevanz der Relativitätstheorie für das GPS-System. Also da denkt man, das ist eine Theorie, die irgendwie ganz abgehoben ist und gar keine Relevanz für das Leben haben könnte. Und wenn es Quantencomputer gibt, dann hat man natürlich auch eine unglaubliche Lebensrelevanz von einer Theorie, die man für sehr abgehoben gehalten hat, wenn diese Computer benutzt werden. Ich würde heute sagen, dass die Experimente, die ich selbst mal gemacht habe mit Mäusen, völlig lebensirrelevant geworden sind, weil sie auf die menschliche Lebensrealität nicht übertragbar sind, weil auch der Stressbegriff und die Lernvorstellungen, die man auf Menschen anwendet, auf diese sehr idealisierten Maussysteme nicht übertragbar sind. Also oft gibt es in der Biologie Experimente, die im Tiermodell bei Drosophila oder der Maus funktionieren und bei der dann wenn man voreilig Schlüsse auf den Menschen gezogen hat und dadurch sie relevant machen wollte und da hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Übertragbarkeit nicht gegeben ist und dass sie deshalb irrelevanter sind als behauptet. Dieses Verhältnis von Theorieexperiment und technischem Eingriff in der Lebenserfahrung ist etwas, was für Dewey für das aufgeklärte Verständnis von Experimentieren zusammengehört. Also Theorien, die nicht aufführbar oder validierbar sind, werden als rein spekulative beiseite getan und validierte Theorien, die keine technische Anwendung zeigen, werden als weitgehend irrelevant beiseite getan. Deshalb haben Philosophen und Mathematiker immer darunter zu leiden, dass ihnen gesagt wird, das, was sie machen, ist rein spekulativ oder irrelevant, weil sie eben mit Experimenten und Technik zu tun haben. Aber ich habe mich da inzwischen dran gewöhnt. Die Etablierung von Experimenten als Institutionen, die etwas Unerwartetes erzeugen, hat nach Dewey nicht nur damit zu tun, dass man das Falsche ausschließen möchte und nach der Wahrheit irgendwie als etwas Asymptotischen vielleicht, das würde Dewey nicht sagen, was hat Popper mal gesagt, in der Folge dieses Pragmatismus strebt, sondern Dewey ist der Meinung, dass kein gesellschaftliches System, also auch ein politisches System, ein moralisches System, sich einfach nur reproduzieren kann, indem es die Gewohnheitsmuster, aus denen es besteht, und Begriffe sind für Dewey so etwas wie Gewohnheitsmuster, einfach nur reproduziert. Ein politisches System, ein soziales System geht nach Dewey zugrunde, wenn es sich nur reproduktiv verhält. Was in diesem Zusammenhang bei ihm eine Rolle spielt, ist die Vorstellung, dass wir in unserem Leben nach Intensität streben, nach intensiver Erfahrung, und dass es bei der Reproduktion von Gewohnheitsmustern so etwas wie Ermüdungsprozesse gibt. Da hat ein anderer Theoretiker, der in dem gleichen Kunstkreis tätig war, Alfred North Whitehead, eine eigene Theorie der Vernunft entwickelt, in der der Begriff der Fatigue, der Ermüdung, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also Vernunft hat in dieser Theorie nicht nur etwas damit zu tun, dass man widerspruchsfrei vorgeht, sondern dass man das Leben verbessert, indem man Ermüdungsprozesse vermeidet. Nach Experimenten, die Unerwartetes zeigen, wird deshalb auch gesucht, jetzt ganz platt gesagt, damit es aufregender zugeht.
Man sucht nach neuen Daten, weil man einfach gelangweilt ist von den Theorien und den Daten, die man hat. Man mag die Begrifflichkeit, mit der man 30, 40 Jahre operiert hat, nicht mehr. Und die Art und Weise, wie Esslinger muss das sagen, wie das gewesen ist, als man das Higgs-Boson gefunden hat, ob man sich gefreut oder geärgert hat, dass das Standardmodell bestätigt wurde. Es gibt sicher viele Physiker, die hoffen, dass das irgendwann mal vorbei ist mit dem Standardmodell, weil es sie langweilt und die Bestätigung nicht unbedingt als etwas ansehen, was ein wissenschaftlicher Erfolg ist, die aber auch die Falsifizierung nicht unbedingt als etwas ansehen, was einfach nur im Sinne der Wahrheitssuche wünschenswert ist, sondern was deshalb wünschenswert ist, weil sich plötzlich neue Erfahrungen auftun und weil sich plötzlich die Möglichkeit einer neuen Begriffsbildung bietet. Das heißt, sich vernünftig auf Selbstkritik zu fabrizieren, hat damit zu tun, dass man Ermüdungserscheinungen vermeiden möchte. Das ist nach Dewey ein wesentlicher Aspekt der Selbstkritik. Ja, soweit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir haben jetzt noch Zeit, auch darüber ins Gespräch zu kommen. Selbstkritisch, aber nicht gelangweilt. Wer möchte beginnen? Ja? Sollte man nicht einen Unterschied machen zwischen dem Erweitern einer Theorie und dem Falsifizieren? Also Newton ist ja nicht falsch. Aber es ist unvollständig. Das ist doch ein wichtiger Unterschied, oder? Das hängt damit davon ab, wie ernst Sie den Generalitätsanspruch von Newton nehmen. Also wenn Sie sagen, er selbst und seine Anhänger haben behauptet, die Bewegungsgesetze gelten universal, dann ist er falsch. Wenn Sie sagen, ja, ich kann ja den Newton aus dem Einstein ableiten und für bestimmte, für geringe Geschwindigkeiten ist das alles noch korrekt und die Leute lernen das ja heute auch noch, dann gilt Newton halt unter bestimmten Randbedingungen. Und beides kann man vertreten. Nicht? Also das, wenn Sie den historischen Newton anschauen, dann ist er natürlich mit einer gewissen Großmäuligkeit aufgetreten und hat gesagt, dass das die universalen Gesetze sind. Und seine Anhänger haben ihn gefeiert, dass die Natur sich selbst erkennen wollte und deshalb Newton geschaffen hat und sowas. Und dann ist natürlich Einstein irgendwie nicht so, das ist ein Schlag ins Kontor gewesen. Nicht? Aber ich würde Ihnen auch recht geben, also die ganze Inkommensurabilitätsdiskussion, dass man sagt, also Newton ist was ganz anderes als Einstein, die Raumzeitvorstellungen von Newton sind ganz andere als die von Einstein, da gibt es keine Kontinuität, also die durch im Anschluss an den Paradigmenwechsel oder an die Vorstellung des Paradigmenwechsels von Kuhn gekommen sind, die halte ich auch nicht für besonders plausibel. Also ich denke auch, so wie Sie, da gibt es eine Kontinuität zwischen Newton und Einstein und Erhard Scheibe hat das geschrieben, dass je weiter die Wissenschaften fortschreiten, umso mehr finden sie über die kontingenten Bedingungen, unter denen ihre Theorien gelten, heraus und hat das mit einem Netz verglichen. Also dass die ganz alten Theorien sind quasi ein Netz, was nur 3-4 Knoten hat und dann entsprechend große Löcher und da können sie nur sehr dicke Fische mitfangen. Nicht? Also mit Aristoteles können sie nur, ich weiß nicht, Haie fangen. Ja? Und je besser die Theorien werden, umso mehr wird der Geltungsbereich der Theorien, die man bisher für die einzig wahren gehalten hat, eingeschränkt. Es werden immer mehr Knoten geknüpft, das heißt, das Netz wird immer feinmaschiger. Das heißt, die Menge an Einsichten in kontingente Bedingungen nimmt zu, aber die Erklärungskraft steigt. Das heißt, je eingeschränkter der Geltungsbereich ihrer Theorien ist, umso stärker wird ihre Erklärungskraft, sodass das Netz quasi immer feinmaschiger wird, aber die Anzahl an kontingenten Bedingungen, unter denen die Theorien gelten, immer mehr werden. Der Universitätsanspruch wird gewissermaßen zurückgefahren, aber die Erklärungskraft steigt. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, um beispielsweise das Verhältnis von Newton und Einstein zu beschreiben. Also ich kannte Dewey nicht, deswegen war das für mich auch sehr interessant und sehr neu. Nun haben Sie Dewey oft so wiedergegeben, so affirmativ wiedergegeben und auch adaptiv auf Ihre eigene Laborerfahrung wiedergegeben, dass ich nicht genau weiß, ob ich jetzt oder Sie ja. Frage, wenn ich nochmal hinterfrage, diese Relevanz der Erfahrung. Lebenserfahrung, danke schön. Genau, also welchen Stellenwert
hat das und hätte das quasi auch für Sie, wenn Sie das hinterfragen oder auch nochmal, wenn Sie an Ihre Mausexperimente denken, hatten Sie damals denn tatsächlich so eine solche Irrelevanz für eine mögliche Übertragbarkeit auf Lebensprozesse, auf Lebenserfahrung? Also ist es quasi nicht einfach nur eine geänderte Sichtweise aufgrund geänderter Theorien drumherum, also in dem Moment, als Sie sie unternommen haben, die Mausexperimente, werden Sie dann ja wahrscheinlich diese mögliche Dimension ja berücksichtigt haben und das im Nachhinein. Ja, das ist völlig richtig. Also es gibt sicher Experimente, oder ich glaube, in der Biologie macht man die meisten Experimente, weil man glaubt, sie haben eine Relevanz für unsere Lebenserfahrung. In der Physik bin ich mir nicht so sicher, aber weil sie da, weil inzwischen im Wettbewerb der Wissenschaften Public Relations ziemlich wichtig ist, übertreiben sie die Relevanz für die Lebenserfahrung enorm. Das heißt auch, wenn Sie, ich habe jedenfalls, also solange ich da, das war ja nur kurz, da im biologischen Labor gewesen bin, nicht gehört, dass jemand öffentlich sagte, wir gucken mal, wie das mit den Mäusen ist, wir wissen aber nicht, ob das auf den Menschen übertragbar ist. Es wurde davon ausgegangen, Mäuse haben Hypothalamus, Menschen haben Hypothalamus, Mäuse stehen unter Stress, Menschen stehen unter Stress, Mäuse lernen, Menschen lernen, also Mäuse haben Gene, deren Hypothalamus determinieren und Menschen haben Gene, deren Hypothalamus determinieren. Deshalb wird das übertragbar sein. Aber weil wir bei Menschen nicht den Hypothalamus, nachdem wir was gelernt haben, aufschneiden können und die Synapsen zählen können, müssen wir es halt an Mäusen machen. De facto wird es übertragbar sein. Und das wurde auch ganz anthropomorph beschrieben. Die mit wenig Synapsen, die schlecht lernten, weil sie nicht unter Stress gerieten, waren die Stumpfsinnigen. Die mit vielen Synapsen, die so unter Stress gerieten, dass sie gar kein exploratives Verhalten mehr zeigten, waren die sensiblen Genies und die anderen waren halt die Fitten, die gut lernen konnten. Das war der Schnack im Labor da, nicht? Dass das dann alles irgendwie dass Menschen nicht in einer Shuttlebox Elektroschocks kriegen, um was zu lernen, dass eine menschliche Lernsituation ja irgendwie eine ganz andere ist, wurde dann halt ausgeblendet. Heute ist diese Vorstellung eines neurogenetischen Determinismus des Lernverhaltens ja sowieso nicht mehr so vorhanden, wie das am Anfang der 80er Jahre noch der Fall war. Insofern würde ich Ihnen recht geben. Das ist aufgrund des Theoriewandels hat sich herausgestellt, dass die Übertragbarkeit auf die Lebenserfahrung viel geringer ist, als man ursprünglich dachte. Nachfrage, aber wenn die Lebenserfahrung ein so wankendes Ding ist, weil es sich quasi auch von den Theorien, Umgebung und Not und so weiter so abhängig ist, dann Lebenserfahrung tatsächlich ein so relevantes Element innerhalb dieser Konstruktion, die Sie uns vorgestellt haben, aus Theorie. Also wenn Lebenserfahrung nichts Konstantes oder Verlässliches oder feste Größe ist, brauche ich die für das Modell überhaupt? Ja, eine feste Größe ist sie sicherlich nicht. Also zu Deweys Zeiten beispielsweise gab es eine Lebenserfahrung mit der Klimaerwärmung, wenn ich das richtig sehe, 1920, 1930. Insofern war das kein möglicher Bezug. Ich denke, dass heute alle möglichen Wissenschaften mit Bezug auf diese Klimaerwärmung ihre Experimente auch betreiben können. Das Physik, Chemie, Biologie, alle möglichen Leute sagen, ja, hat das nicht auch eventuell eine technische Konsequenz dafür, da verstehen wir was besser und so nicht. Also da haben Sie völlig recht, das ändert sich dauernd, diese Lebenserfahrungsbasis. Deshalb kann man ja auch nicht wissen, ob eine Theorie, die man für völlig spekulativ und irrelevant hält, nicht doch irgendwann mal relevant wird. Deshalb sagen ja auch die Leute im CERN, da wird schon was ausspringen für die Lebenserfahrung, nicht ein Computerprogramm, Material oder sowas. Ich meine, was mich schon ein bisschen irritiert ist jetzt, also jetzt eigentlich für mich sind es zwei Beispiele. Einmal hier dieses Stress und Lernen, dann das andere war im vorigen Vortrag mit dem Schlafen und Lernen, und ich habe das Gefühl, das wird beide Gedanken habe ich schon öfters gelesen in anderen Zusammenhängen, dass das aufgegriffen wird von anderen Wissenschaften oder so und dann lebt es fröhlich weiter, selbst wenn vorher vielleicht irgendwann in den eigentlichen Wissenschaften, dort wo das vielleicht die Thesen oder die Erkenntnisse diskutiert wurden, dann schon längst über den Haufen geworfen wird, aber fröhlich lebt der Gedanke weiter. Das ist erschreckend. Ja, es gibt so etwas, das wird auch wissenschaftsphilosophisch erforscht, die Mythenbildung in aufgeklärten, durch Wissenschaft und Technik bestimmten Gesellschaften,
wo Hypothesen, die in außerwissenschaftlichen Kreisen eine gewisse Plausibilität haben, als wissenschaftlich nachgewiesen weiter kolportiert werden, selbst wenn sie widerlegt worden sind. Das ist so. Ja, ja. In Wissenschaften auch, glaube ich. Also da, als ich diese Experimente gemacht habe, war das ja nur, war das eine Hypothese, dass quasi es eine Relation zwischen Stressverarbeitungsfähigkeit und Lernerfolg gibt. Ja, und diese Hypothese sollte getestet werden. Die waren da ganz redlich, nicht? Was ein bisschen eine Übertreibung war, wenn wir da an der Mäuse eine Korrelation finden, dann können wir daraus Konsequenzen für die Pädagogik ziehen, wie wir den Unterricht gestalten. Ja, aber in der Pädagogik lebt es völlig weiter. Ist das so? Ja, ist mein Gefühl. Ich bin natürlich kein Pädagoge, aber man liest halt, wenn man Kinder hat, liest man, wenn man irgendwas über sowas liest, dann liest man das halt mal. Das ist, aha, interessant. Und jetzt plötzlich weiß ich, woher das alles kommt, was man so liest. Das stelle ich natürlich meine ganze Erziehung in Frage. Also zum Schlaf kann ich sagen, ich habe mit der Leifa einen Beitrag vor ein paar Wochen. Uni Zürich, Schlaflabor war ein Beitrag, ja. Und aus den USA gab es noch ein neues Buch 2017, und da gibt es im Moment noch keinen Widerspruch. Im Gegenteil, Schlafen und Lernen zementiert sich immer stärker, das kann natürlich trotzdem falsch sein. Ja, ja, genau, aber es sind so, ja, es ist ein bisschen fast wie bei dem, auch bei dem, was man essen soll, das ändert sich auch alle Jahre. Das ist natürlich ein Problem, dass, wenn Dewey sagt, die Wissenschaft sollte eine Relevanz in der Lebenserfahrung haben, setzt das, und das, wenn ich Sie richtig verstehe, ziehen Sie gerade in Zweifel, setzt das voraus, dass wissenschaftliche Erkenntnis im außerwissenschaftlichen Bereich durchsetzungsfähig sind. Und das ist natürlich ein politisches, ein Aufklärungsproblem, was sehr schwierig ist und was Dewey nicht genug reflektiert hat. Also wie man Alltagsmythen ausrottet und wissenschaftliche Erkenntnisse an die Stelle von Alltagsmythen setzt, ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob man das mit diesen Science City Veranstaltungen, die wir machen und so, ob das ausreicht dafür. Also ich glaube, es kann aufgeklärte Wissenschaft in einer Gesellschaft stattfinden, die selbst gar nicht aufgeklärt ist. Und gegenwärtig ist das, finde ich, steigt der nicht aufgeklärte Anteil der Gesellschaft ja gerade wieder an. Habe ich den Eindruck, also sich falsifizieren lassen zu wollen, ist etwas, was nicht unbedingt viele Menschen gerne haben. Hatten Menschen vielleicht überhaupt nie besonders gerne, aber dass man sagt, so eigentlich gut, intensiviert mein Leben, erfahre ich was Neues, muss neue Begriffe bilden oder so. Man hat ja gegenwärtig, da sprachen Sie auch an, den Eindruck, dass die Suche nach Bestätigung und auch die Suche nach Bestätigung von Mythen ein Moment ein viel größeres Bedürfnis ist, und dann ist es natürlich sehr schwierig, wissenschaftliche Erkenntnis auf die Alltagserfahrung anzuwenden, weil sie sich dann dagegen stemmen. Ja, und gerade das, was auch von Ihnen als Vorzug beschrieben wurde, dass eine kritische Überprüfung möglich ist, wird halt von der Öffentlichkeit, also ich habe eine Kollegin, die forscht in der Ernährungswissenschaft dazu, warum das nicht funktioniert, die Ergebnisse aus diesem Bereich, die wissenschaftlichen Ergebnisse, gegen die Riesenmasse an Lifestyle-Informationen zu setzen. Mhm. Und das wird, das deutet zumindest darauf hin, dass es daran liegt, dass gerade auch die Endnutzer des wissenschaftlichen Wissens eben eine Validität erwarten, die der Wissenschaftler gar nicht als Qualität begreifen kann. Mhm. Beispiel. Ja, also es gibt da immer noch das Herumgassen von absoluter Gewissheit, und wenn es nicht absolut gewiss ist, dann brauchen wir es gar nicht in der Lebenserfahrung anzuwenden, weil es ja auch falsch sein könnte, das ist das eine. Das andere ist das Problem, dass damit Sie sich daran freuen können, dass Ihr Begriffssystem ins Wanken gerät, müssen Sie Erfahrung mit der Intensität von neuen Erkenntnissen gemacht haben. Wenn Sie das nicht gemacht haben, dann betrachten Sie die Infragestellung Ihres eigenen Begriffssystems natürlich als eine Bedrohung. Und da sind quasi die Mentalitäten von Wissenschaftlern ganz anders als die Mentalitäten von Nichtwissenschaftlern. Und das hat, glaube ich, etwas mit Bildungsprozessen zu tun, dass man erleben muss, wie gut es ist, wenn man plötzlich neue Begriffe aneignen muss, wie aufregend das ist. Das setzt du ja einfach voraus, dass es für alle Menschen aufregend ist. Das ist vielleicht auch auf die falsche Weise. Ja, ja, ja.
Und ich glaube, dass diese, dass der erste Punkt, das, was Sie zuerst genannt haben, dass das, wenn es sich verschärft, also wenn man sagt, die Wissenschaft kann ja keine absolute Gewissheit produzieren und deshalb brauchen wir sie gar nicht zu berücksichtigen in unserer Lebenserfahrung, zu einer Erosion des Vertrauens in Wissenschaft geführt hat, die jetzt, also die jetzt enorm geworden ist. Wenn man den abwegigen Maßstab der absoluten Gewissheit verlangt, dann braucht man keinem Wissenschaftler mehr zu vertrauen. Ja, aber umgekehrt ist es auch eine Krise der Wissenschaft, die wirklich existiert, oder? Also, was verlässliches Wissen ist, wenn Sie die Publikationen von heute anschauen, von diesem Tag, ich weiß nicht, Ihre Schätzung ist, wie tief und dem zuverlässig ist, dass es in 10 Jahren noch gibt. Meine ist ziemlich tief, denn ich habe mich damit auch ein bisschen befasst, kommt natürlich aufs Gebiet ab. Aber es hat natürlich eine Substanz, dass unser Bild von, wir haben so viel etabliertes Wissen und jetzt machen wir einen schönen Quantensprung und haben dann ein schönes neues Bild, das da wieder integriert werden kann und sowieso sich bestätigt, das ist vielleicht nicht ganz mehr die Realität, sondern es ist so, dass so viel produziert wird, was an Fragestellungen nicht sehr relevant ist und an Sicherung überhaupt nicht abgesichert wird, weil wir Innovation betreiben müssen und nicht so langweilige Reproduktion. Das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr ernst nehmen müssten und vielleicht ist auch unser Bild eben von nicht mehr ganz der heutigen Realität entspricht. Aber nur eine Glaube. Also es mag sein, da bin ich wissenschaftshistorisch nicht genug informiert, dass es da eine Korrelation zwischen nicht reproduzierbaren, aber publizierten Ergebnissen, Anzahl an tätigen Wissenschaftlern und Zeitspanne der Förderung gibt. Das wird ja immer behauptet, dass wenn ganz viele in ganz kurzen Zeitstrecken forschen, dass dann die Menge an falschen Ergebnissen zunimmt. Aber wenn Sie die erste Ausgabe der Encyclopædia Britannica und die völlig ernst gemeinten Berichte über das Aussehen und Verhalten der Seeschlangen in der Tiefsee nachlesen und was da noch so alles steht, war im 17. Jahrhundert die Wissenschaft auch nicht nur reproduzierbares Wissen, sondern da geisterten auch alle möglichen Mythen und als nachgewiesene Theorien behauptete Spekulationen in solchen Nachschlagewerken herum. Nicht? Da müssen wir auch viel Verständnis dafür haben, dass die Leute uns nicht glauben. Also ich denke, das finde ich ist das Geniale an Dewey, dass er quasi diese politische Situation, wenn man sagt, wir leben in einer Gesellschaft, die ist ungerecht. Ja? Und solange wir in einer ungerechten Gesellschaft leben, brauchen wir eigentlich gar keine politischen Steuerungsinstrumente. Wenn Sie den und Gewaltenteilung ist ein Mittel, quasi dauernd zu justieren und mit der Ungerechtigkeit und dem Nichterreichen von gesellschaftlichen Zielen umzugehen. Und das ist gut. Wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie keine Justierungsmöglichkeiten. Genauso können Sie sagen, wir leben in einem Wissenschaftssystem, das nicht absolute Gewissheit erzeugt. Und es wird es auch nie geben. Aber wir brauchen Theorien und Experimente und technische Anwendungen. Und die müssen sich gegenseitig justieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, in der sich dieses System verbessern kann. Und wenn Sie immer den absoluten Maßstab an das System herantragen, und sagen, deshalb bin ich misstrauisch, ja, dann können Sie gleich alle Politiker in die Tonne treten und alle Wissenschaftler. Ja, sagen, ihr macht ja nicht das, was ihr machen sollt. Ihr sollt Gerechtigkeit und Gewissheit herstellen. Tut ihr aber nicht, also seid ihr unfähig. Man soll die Wissenschaft aufhören, sondern vielleicht ist die eine von den drei Gewalten nicht mehr genau mächtig genug. Welche meinen Sie? Die Überprüfung, die Validierung ist wohl in der Wissenschaft nicht mehr mächtig genug. Das ist viel mehr, wenn man die Justiz zurückfährt auf 10% von dem, was sie sein sollte. Es gibt auch Leute, die sagen, die Datenmenge ist so groß, dass die Theorieseite zu schwach geworden ist. Es werden keine starken Theorien mehr hervorgebracht. Das höre ich auch immer wieder. Nicht? Also schwierig zu sagen, woran es liegt. Nicht? Die Diskussion wird. Ich habe noch eine Frage, wie Sie dazu kommen, dass die Vernunft, wissenschaftliche Vernunft, so selbstverständlich übertragen wird auf gesellschaftliche Verhältnisse oder Lebenszustände. Also weil Sie hier eigentlich indirekt argumentieren, dass die Experimente dazu dienen, Störungen der Denk- und Handlungsgewohnheiten zu ermöglichen. Das verstehe ich im vernünftigen Zusammenhang der Forschung. Aber
Zusammenhang von Lebensverhältnissen habe ich da meine Skepsis. Mhm. Wenn ich mich an einen anderen Text von Ihnen erinnere, da schreiben Sie, wenn ich mich richtig erinnere, da geht es um Unterscheidungsgewohnheiten, die ständig, kann man sagen, initiiert werden, um gewisse Prozesse der Kompetenz oder des Wissenszuwachses zu ermöglichen. Meines Wissens, auch dort sind sowohl wissenschaftliche, philosophische wie Lebensumstände gemeint, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber dort argumentieren sie nicht mit der Vernunft. Und hier sind die Vernunftszusammenhänge so stark. Meine Frage ist, kann man das als Übertragung machen von wissenschaftlichen Verhältnissen, in denen die Vernunft so leitmotivisch da ist und von Lebensverhältnissen? Mhm. Kommt das von Dewey? Ja, das ist quasi eine Kombination aus Dewey und Whitehead. Also Whitehead hat in dieser Vorlesung von 1929, The Function of Reason, benutzt er zwei Gestalten der Vernunft. Das eine ist Platon und das andere ist Odysseus. Odysseus ist vernünftig, weil er mit allen Mitteln versucht, ein ihm vorgegebenes Ziel zurück nach Ithaka zu Penelope zu erreichen. Und das wird dann manchmal auch als Zweckrationalität bezeichnet. Und die platonische Vernunft, die fragt, was ist das gute Leben, sucht erst nach einem Ziel. Und er meint, gute Wissenschaft hat mit beidem zu tun. Gute Wissenschaft sucht nach den richtigen Mitteln zu vorgegebenen Zwecken. Sie sucht aber auch dauernd neue Erkenntnisziele. Und wenn man neue Erkenntnisziele sucht, wird es eigentlich erst richtig aufregend. Also kurioserweise ist die platonische Gestalt der Vernunft in diesem Fall die aufregendere als die odysseusche, obwohl Odysseus in einem Abenteuerroman vorkommt und Platon in Long-Winded Dialogues geschrieben hat. Und ich finde, da ist was dran. Also man kann natürlich sagen, die Suche nach neuen Zielen, der Versuch, Ermüdung zu verhindern, ist was Irrationales, das hat was mit Affekten zu tun, das ist eigentlich nicht vernünftig. Aber ich finde diese Ausgrenzung der Angst vor der Ermüdung als etwas Irrationalem eigentlich nicht richtig. Sie macht jedenfalls dann den ganzen Umsturzprozess, der in der Wissenschaft ja stattfindet, auch zu etwas Irrationalem. Also dass man permanent nach neuen Theorien sucht, nach neuen Begrifflichkeiten und zwar nicht einfach, weil ein Experiment aufgetreten ist, das mich dazu zwingt, sondern ich versuche, ein Experiment aufzugleisen, das den ganzen Laden umstürzt. Das ist dann das tollste Experiment. Ja. Das ist nichts Irrationales, sondern das ist etwas, quasi, was dauernd tickt in uns, nicht? Die Ermüdung zu vermeiden, die Langeweile zu vermeiden. Aber Sie haben natürlich recht, man kann das auch anders nennen. Es gibt ja kein Copyright auf den Begriff Vernunft. Ich denke sicherlich, das ist sogar einer der wichtigsten Punkte in der Wissenschaft, insbesondere in der Grundlagenforschung, dass die Dinge im Moment, wo man den Eindruck hat, dass sich etwas um sich selber dreht, dann nichts wie weg und weiter. Also ich meine, entweder hat es eine Anwendung, vielleicht dann diese gesellschaftliche Relevanz, oder ansonsten mache ich was anderes. Ja, weil sonst ist es sinnlos, sich zu erfreuen an dem, was man weiß. Ja, man könnte ja sagen, jetzt haben wir Gewissheit, nicht? Also eigentlich. Ja, nochmal noch mehr Gewissheit und noch mehr. Ja, ja. Aber Sie würden nicht sagen, dass das jetzt bloß weg da was Unvernünftiges ist, nicht? Nein, absolut vernünftig, ja, finde ich. Ja. Ja, stimme ich völlig zu. Ja. Ich habe auch selber drei kleine Fragen, zum Teil Verständnisfragen. Das eine war, dass Messgeräte oder auch Technik, also sozusagen Reinweiler, ja, das technische Ding im Gegensatz zum chemischen Methode, dass das Bedeutungsträger sind. Mhm. Warum? Also die tragen zur Bedeutung bei. Insofern könnte man Bedeutungsträger sehr metaphorisch verwenden. Aber damit ist ja mehr gemeint. Also ich meine nicht das Messgerät jetzt, oder? Naja, irgendwelche technischen Geschichten, die hier in einem konkreten Experiment anwenden. Die sollen, so hatte ich das verstanden, Bedeutungsträger sein. Ja? Warum wird das so genannt? Also ich jetzt ungefähr so, wie, als wenn ich sagen würde, das Tor im Fußball ist ein Mitspieler. Also es gehört zum Spiel, ja, Fußball ohne Tore gibt es nicht.
aber also torlose Spiele, aber wenn es das Tor gibt, ohne das kann das Spiel nicht schaffen. Das heißt aber nicht, dass es Mitspieler ist. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Verwechslung von Zutragen zu einer Bedeutung, damit da überhaupt eine Bedeutung ist, bei einem Experiment zu Gerätschaften, Technik ist selber eine Bedeutung. Also es geht nicht um Bedeutung im Sinne von Relevanz, sondern um semantische Bedeutung. Genau, und die Vorstellung ist, dass wenn ich ein Gerät habe, auf dem eine Skala ist, und da steht auf so und so viel Volt oder so und so viel Ampere, dann ist das wie ein Wort, ist da quasi, nur wird der Begriff dann auch noch graduiert, wenn beim Zeigerausschlag, auf dem Papier schreibe ich dann eben 3 Volt und da schlägt der Zeiger aus. Aber letztlich ist der Zeigerausschlag auf der Skala dasselbe, wie das 3 Volt auf dem Papier geschrieben haben. Das Interessante ist nur, dass das Papier nicht mit irgendeinem Material verkoppelt ist. Also Skalen haben dann sozusagen eine Semantik. Skalen instanzieren Begriffe, natürlich, graduierbare Begriffe. Also jede Waage instanziert Begriffe. Nicht? Wenn Sie die Begrifflichkeit nicht kennen, dann können Sie es irgendwie als ein Kunstwerk betrachten. Aber ich habe das anders interpretiert. Ich habe natürlich gedacht an unsere synthetischen Systeme, wunderbar gedacht, ja genau, das Technische, weil die synthetischen Systeme sind eigentlich technisch hergestellte Systeme, die wir aber nicht wissen, was für Eigenschaften und Funktionalität die haben werden. Insofern sind die natürlich komplett Teil des Experiments. Da ist die Technik ganz, ganz entscheidender Teil. Wir wissen halt nicht, was so technische Quantensysteme halten. Ja. Warum dieser Überraschungseffekt mit dieser anthropologischen Annahme, dass wir sozusagen Aufregung brauchen und sozusagen der Fatigue und der Bestätigung oder der Verstetigung aus dem Weg gehen müssen, warum das an das Experiment gekoppelt wird, an diesen Begriff, der das Experiment ist, da würde man ja eher was also andere Begriffe oder Register vermuten, oder? Also es ist sozusagen, wenn man jetzt die pragmatistische Tradition weitergeht, dann kommt man irgendwann ja zu Rorty und Rorty sagt, ja, also das, wir können mit uns selbst experimentieren, indem wir uns einfach neue Vokabulare zuspielen, wie er das nennt. Und dann sozusagen mal uns psychoanalytisch beschreiben und dann mal durchs Neue Testament und dann mal durch Madame Bovary und so weiter und so fort. Wir tauschen das irgendwie aus. Aber das sind ja. Also das ist eine sehr weite Form von Experiment, ja? Während das Experiment sozusagen ja eigentlich auf eher konservative Dinge aus ist, oder? Also wenn ich sage, ja, ich hoffe im Experiment A, so ist der A und B-Fall, ja, bei dir, dann hoffe ich, dass nicht A kommt, obwohl ich es wegen A gemacht habe, sondern dass B rauskommt. Mhm. Das ist dann das Überraschungselement. Ungefähr so, wenn ich in den Flieger steige nach Hamburg und aber in Berlin rauskomme und das aber noch gut finde. Du beziehst die Hintergrundanthropologie ist, wir streben nach Intensität von Erfahrung und wir organisieren unsere Erfahrung unter anderem durch Gewohnheiten. Und wenn Sie die Erfahrung durch Gewohnheiten organisieren, nimmt die Intensität ab. Wenn Sie das erste Mal eine Erdbeere essen, ist es toll. Wenn Sie das zweite Mal essen, ist es auch nicht schlecht. Beim 100. Mal, ja, jetzt kenne ich das. Ja. Die Intensität der Erfahrung nimmt durch die Wiederholung ab. Und so Wein kann er ja beschreiben. Okay, gut. Die Vorstellung ist jetzt, dass in allen Bereichen, im politischen, im ästhetischen, also wir machen Kunstwerke, um unsere Erfahrung zu intensivieren. Wir wollen neue Landschaften auf Gemälden sehen, wir wollen neue Musik hören, wir wollen neue Texte lesen. Ja? Und oft ist zwar gesagt worden, die Wissenschaft hat was Abenteuerliches, ist für die Leute, die es machen, aufregend. Und Dewey glaubt, er könnte erklären, warum das so ist. Das unerwartete Experiment ist also nicht wie bei Popper, quasi jetzt habe ich es dem Kollegen gezeigt und habe ihn falsifiziert, Ätschebätsch, sondern es führt bei mir selbst dazu, dass ich mich neu organisieren muss. Und das hat was Aufregendes. Ja? Das heißt, Wissen und wenn Sie das nicht kriegen, dann kommt es zum Umsturz. Also wenn eine Gesellschaft quasi dauernd reproduziert, semantisch in ihrem Gewohnheitssystem, gibt es eine Revolution. Wenn ein Wissenschaftssystem sich dauernd reproduziert und
es nicht mehr aufregend ist, dann macht die nächste Generation der Schüler einfach nicht mehr mit, geht da irgendwo anders hin. Ja. Und wenn es in der Kunst zu viel Epigonentum an einer Hochschule gibt, dann studieren die jungen Künstler da eben nicht mehr. Das ist irgendwie so ein anthropologischer Essentialismus, kann man sagen. Die Menschen streben nach intensiver Erfahrung. Stimmt das auch und so? Sollte man vielleicht mal empirisch überprüfen, habe ich nichts gegen. Aber es erklärt, warum man nach Experimenten, die unerwartet sind, streben kann. Nicht unbedingt wegen der Falsifizierung. Bei der Reise von Hamburg nach München oder von Zürich nach Berlin ist es natürlich nicht so, dass sie da nach Intensität streben, sondern sie streben nach Ortswechsel und sind beleidigt oder ärgerlich, wenn der Ortswechsel, den sie zweckrational angestrebt haben, nicht eintritt. Das heißt, wenn im zweckrationalen Zusammenhängen etwas passiert, was unerwartet ist, sind wir natürlich enttäuscht. Aber wir suchen nicht immer nur nach Mitteln zu Zwecken, sondern wir suchen auch nach neuen Zwecken, nach neuen Zielen. Nur ein kleiner Zusatz, das mit dem Fliegen ist mir noch nicht gut genug definiert. Das ist nämlich die Frage, ob man Passagier oder Pilot ist. Und der Pilot möchte vielleicht den Ziel gerne mal anders. Aber dann ist sozusagen, die Selbstkritik ist sozusagen tatsächlich gewollt doppeldeutig. Mich, das ist die Kritik der Selbst, also der einzelnen Person, aber auch die Selbstkritik der Wissenschaften. Die Wissenschaft ist dann ein Modul, diese Selbstkritik im ersten Sinne zu formulieren, weil wir uns neu, wie Sie sagen, arrangieren müssen mit den hoffentlich überraschenden Dingen. Es ist eine grundsätzliche Umdeutung der Wissenschaft. Das sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht? Also bis zu Dewey wurde meiner Ansicht nach, vielleicht hat Peirce das auch schon anders gesehen, sagen wir 1880 wurde Wissenschaft als das Streben nach absoluter Gewissheit angesehen. Das ist das, was Menschen eigentlich haben wollen, Sicherheit. Und daraus, und vor diesem Hintergrund ist nicht erklärbar, warum es einen Umsturz nach dem anderen gibt. Und daraufhin hat Dewey gesagt, das ist das falsche Bild der Wissenschaft. Menschen streben nicht nach Gewissheit. Sie streben nach Intensität und deshalb wollen sie neue Theorien. Und das finde ich einfach, man kann sagen, es ist primitiv, aber es ist plausibel. Deshalb ist das Leben eines Wissenschaftlers ein ziemlich aufregendes. Nicht? Wenn er Glück hat, findet er was Neues. Eine Anmerkung auf Frage, dieses Bild, das auch technische Anwendungen auch Wert haben für die Wissenschaft, als Beispiel bei der Trockenlegung der Sümpfe. Ja. Wo würde ich es aus meiner Auffassung inhaltlich bestätigen? Ich fand jetzt aber gerade das Beispiel, was er gewählt hat, eben gerade nicht gut, weil Malaria heißt ja eigentlich schlechte Luft. Und da war vorher die Theorie, dass irgendwelche schlechten Dünste über Sümpfen die Krankheit auslösen. Wenn man den Sumpf trocken legt, dann kann das eine Bestätigung dafür sein, klar, die schlechte Luft ist weg. Und also da würde ich dann doch die Lanze brechen für eine differenzierte Überprüfung und Forschung, meinetwegen auch im Labor. Ja, also er sagt ja nicht, dass die Laborerfahrung durch die Lebenserfahrung ersetzt werden kann. Er sagt nur, dass die Erfahrung, die man sammelt, wenn man technische Ziele verfolgt, mit einem wissenschaftlichen Auge betrachtet, zu enormen Erkenntnissen führen kann. Also dass die Unterscheidung zwischen der sogenannten Grundlagenforschung und der angewandten Forschung eine nicht ganz angemessen ist, sondern dass, wenn die richtige Person auf die angewandte Forschung blickt, sie auf eine ganz fundamental neue Idee kommen kann. Und das geschieht bei ihm vor dem Hintergrund der Abwertung technischen Wissens. Also er ist der Meinung, dass die ganze europäische Hierarchie des Wissenssystems darauf aufbaut, dass man sagt, da gibt es das niedrigere Wissen, das ist zweckorientiert, das hat etwas mit Handwerkern zu tun, das ist praktisch und da gibt es das hohe Wissen, das ist kontemplativ, da macht sich niemand die Hände schmutzig, das haben die Priester, das bezieht sich auf die Ewigkeit und das ist gewiss. Und das ganze Wissenssystem ist quasi auf die kontemplative Gewissheit bezogen, unser europäisches Wissenssystem, meint er. Und wenn Sie sagen, es gibt überhaupt keine absolute Gewissheit, dann sägen Sie natürlich an der Nobilität der Kontemplation. Dann sagen Sie ja, eigentlich streben wir nicht nach absoluter Gewissheit, sondern wir streben nach Neuheit. Wann kriegen wir Neuheit?
die kriegen wir nicht, wenn wir kontemplieren oder ganz selten, also mancher Mathematiker vielleicht. Aber wir kriegen Neuheit im Wissen, wenn wir uns die Hände schmutzig machen und in der Welt rumlaufen. Wer macht sich am meisten die Hände schmutzig und läuft in der Welt rum? Der Techniker. Das heißt, die Chance, auf Neuheit zu stoßen, ist gerade auf dem Bereich des technischen Wissens relativ groß. Und das Laborwissen und das technische Wissen sind da eben dicht beieinander. Ja? Also sie müssen sich etwas aussetzen, was nicht in ihrem Kopf schon vorhanden ist, um auf Neuheit zu stoßen. Und um quasi diese Bewertung des Wissenssystems, dass die kontemplative absolute Gewissheit ganz oben steht, die Grundlagenforschung der Mathematiker und theoretischen Physiker das Heilige ist, quasi, was irgendwann mal unser den Wissensdom abschließen wird. Und dann gibt es da die Ingenieure, die Brücken bauen und Computer programmieren und sowas. Das will er quasi umstülpen. Ja. Ich meine, es ist ja auch so, dass natürlich die Wissenschaft durch den technologischen Fortschritt enorm profitiert. Also durch Laser aus dem Konsumgüterbereich, natürlich die ganzen Computer, die Gaming-Computer und sowas, die treiben alle die Wissenschaft voran. Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Darf ich mich entschuldigen? Ich muss jetzt erwischen, sonst steht meine Frau im Amt. Nee, okay, ja, das ist ein schöner Schluss. Ganz herzlichen Dank an Herrn Hahn.